La sesida ei aviata. La séance est ouverte. Cares collègues et chers collègues, je vous invite la sesida de Dots, et spécialement mein invite au conseiller fédéral Albert Rösti, d'entre nous. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute feiern wir zwei Ereignisse. Das erste Ereignis ist der Tag der traditionellen Tracht, der uns erlaubt, einen Einblick in unsere reiche Kultur zu gewähren. Es ist erfreulich zu sehen, wie unsere geschätzten Kolleginnen und Kollegen in ihren prächtigen Gewändern erschienen sind. Es sind zwar noch nicht viele, aber es hat welche. Diese anwesenden Ratsmitglieder zeigen damit, dass diese Tradition noch immer lebendig ist. Außerdem feiern wir heute das 100-jährige Bestehen des Zollvertrags zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Dieser historische Meilenstein hat nicht nur unsere beiden Länder enger miteinander verbunden, sondern auch einen Grundstein für eine langjährige und fruchtbare Zusammenarbeit gelegt. Um 12 Uhr werden die Mitglieder des Ständerates und des Landtags des Fürstentums Liechtensteins zu uns in diesen Saal kommen. Der Landtagspräsident wird einige Worte an die Vereinigte Bundesversammlung richten. Wir werden unseren geschätzten Gästen aus dem benachbarten Fürstentum Liechtenstein einen herzlichen Empfang bereiten und die Zeremonie der Bundesversammlung wird rund 45 Minuten dauern. À côté de la journée des costumes traditionnels, le président vous informe que les conseils fêtent aujourd'hui les 100 ans d'union douanière avec la principauté du Liechtenstein. À midi, les membres du Conseil des États ainsi que du Parlement du Liechtenstein, du Landtag, rejoindront la salle du Conseil national. Le président du Landtag adressera ensuite quelques mots à l'Assemblée fédérale. La cérémonie durera environ 45 minutes. Und wir kommen zum ersten Geschäft, 23.033, Bundesbeschluss über die Verpflichtungskredite ab 2024 für die Beiträge an Maßnahmen im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr. 23.033, Arrêté fédéral sur les crédits d'engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération. Die oben erwähnten als Reportaders der Kommission, Signor Fluri, Signor Storni. Eintretensdebatte. Ich schlage Ihnen vor, eine gemeinsame Diskussion über das Eintreten und die Detailberatung zu führen. Débat d'entrée en matière, le président vous propose de mener une seule discussion pour l'entrée en matière et la discussion par article. Al bleibt bei der Kommission, a Signor Fluri. Herr Präsident, der Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, vorweg muss ich zur Botschaft des Bundesrates vom 22. Februar 2023 eine Klarstellung vornehmen. Wer die letzten zwei Seiten, 660 und 661, liest, wird mit Staunen von einem Gesuch um Bewilligung eines Freisetzungsversuchs mit dem Parasitoiden G1 Ganaspis, Vergleiche Brasiliensis, Kenntnis nehmen und sich fragen, was diese parasitoide Schlupfwespe, die zur Kontrolle der Kirschessigfliege Drosophila suzukii eingesetzt werden soll, mit dem Agglomerationsverkehr zu tun haben könnte. Nun, bevor Sie sich den Kopf darüber zerbrechen, kann ich Ihnen sagen, selbstverständlich nichts, außer dass dieses Gesuch aus Versehen zusammen mit dem hier anstehenden Geschäft gedruckt und geheftet worden ist. Somit komme ich zum Bundesbeschluss zurück mit den Verpflichtungskrediten für Beiträge an Maßnahmen im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr gesprochen werden sollen. Im Jahr 2020 waren 78% der Bevölkerung und 84% der Arbeitsplätze in Städten und Agglomerationen angesiedelt. Die Tendenz geht weiter in diese Richtung. Diese Entwicklung, die im Übrigen auch den Zielen der schweizerischen Raumentwicklung entspricht, hatte sich schon früher abgezeichnet, sodass der Bund bereits seit 2008 Beiträge an die Verkehrsinfrastrukturen in diesen Räumen leistet. Nach der einmaligen Finanzierung dringlicher Projekte ging der Bund zum System der jeweils vierjährigen Programme über, um eine kontinuierliche Entwicklung zu unterstützen. In bisher drei sogenannten Generationen von Programmen in den Jahren 2011, 2015 und 2019 sind bisher beinahe 4,7 Milliarden Franken beschlossen
und rund 1,5 Milliarden Franken ausbezahlt worden. Der Bund übernimmt dabei gemäß Artikel 22 der Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer pro Projekt 30-50% der Investitionskosten. Diese Beiträge sind seit der Zustimmung von Volk und Ständen zum Fonds für die Nationalstraße und den Agglomerationsverkehr, NAF, vom 12. Februar 2017 unbefristet gesichert. Im Gegensatz zum Ausbau des Nationalstraßennetzes, über das wir letzte Woche mit dem Geschäft 23032 gesprochen haben, geht es hier um Projekte, die von unten, von den Trägerschaften der Agglomerationsprogramme getragen und beantragt werden. Heute geht es also um das Agglomerationsprogramm der vierten Generation. 2021 sind dem Bundesamt für Raumentwicklung insgesamt 32 Agglomerationsprogramme mit total 2668 Maßnahmen zur Prüfung eingereicht worden. Nach welchen Prioritäten und Kriterien sind die Projekte ausgewählt worden, die Sie in der Botschaft auf den Seiten 38 bis 67 finden, unterteilt in Maßnahmen beim öffentlichen Verkehr, beim motorisierten Individualverkehr, beim Fuß- und Veloverkehr, bei den Verkehrsdrehscheiben und beim Güterverkehr sowie bei der E-Mobilität. Die Priorisierung dieser Programme oder der Programme erfolgte gemäß Artikel 17d des Bundesgesetzes über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer nach den Kriterien der Verbesserung des Gesamtverkehrssystems, der Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen, der Verkehrssicherheit und der Reduktion der Umweltbelastung. Neben dem grundsätzlich anderen Ansatz, dass diese Projekte eben von der kommunalen und regionalen Ebene initiiert worden sind, im Gegensatz zu den Nationalstraßenprojekten der letzten Woche, sehen Sie bei der Durchsicht der Maßnahmen auch, dass diese größtenteils absolut keinen Zusammenhang mit den Nationalstraßenprojekten der letzten Woche haben. Darauf ist im Zusammenhang mit der Minderheit Wasserfallen zurückzukommen. Diese ist in der Kommission mit 14-12 Stimmen abgelehnt worden. Eine weitere Minderheit, diejenige von Frau Pasquier-Eichenberger, lehnt die Kürzungen für einzelne Projekte der zweiten Generation ab, welche aufgrund einer bloß ungenügenden Umsetzung beantragt und von der Kommission mit 15-9 Stimmen gutgeheißen worden ist. Auch darauf ist näher einzugehen. Der Straßentunnel Moscha-Acapulco schließlich, der als Artikel 3 Absatz 2 mit 12-10 Stimmen bei 2 Enthaltungen aufgenommen worden ist, soll zusammen mit der Sanierung der Straße für den Langsamverkehr als Teil des Agglomerationsprogramms Locarnese anerkannt werden. Nun aber gilt es vorerst, auf das Geschäft überhaupt einzutreten, was in Ihrer Verkehrskommission allerdings unbestritten geblieben ist, weshalb ich Sie natürlich bitte, ebenfalls auf dieses Geschäft einzutreten. Wiener Wohn, al plei per la Kommission a Signor Stornis, zu entersuon der Signor Wettstein per la Kommission der Finanzas. Grazie, signor Presidente, stimato consigliere federale, colleghe e colleghi. Sono vicepresidente dell'Associazione Traffico e Ambiente, tanto per chiarire i legami di interesse. La Commission des Transports et des Télécommunications a examiné le message concernant le programme d'agglomération de la quatrième génération qui permet de soutenir des projets d'infrastructure dans les domaines des transports publics, du trafic individuel motorisé ainsi que les déplacements à vélo et à pied. La Confédération soutient via le Fonds pour les routes nationales les mesures permettant l'amélioration du trafic d'agglomération. L'objectif est de rendre possible un système global de transport plus efficace et plus écologique dans les agglomérations. Votre commission reconnaît l'importance de cet instrument et a donc décidé de soutenir tous les programmes d'agglomération présentés dans le message du Conseil fédéral qui prévoit un crédit d'engagement d'environ 1,6 milliard de francs. Par ailleurs, votre commission, avec 12 oui, 10 non, et deux abstentions proposent de considérer le tunnel routier Moscha-Acapulco comme faisant partie intégrante du projet d'agglomération Locarnese, ce qui entraînerait une augmentation du crédit d'environ 38 millions de francs. La CTTN est consciente que l'inclusion d'un crédit supplémentaire en faveur du tunnel routier
Mocha Acapulco constitue une exception par rapport à la pratique habituelle d'approbation des mesures contenues dans les programmes d'agglomération. Toutefois, après mûre réflexion et discussion, la Commission est fermement convaincue de l'importance de cette mesure pour une mobilité plus sûre et diversifiée en donnant espace à la mobilité douce. En effet, c'est justement l'urgence due à l'état précaire et la dangerosité de l'actuelle route côtière qui a amené la CTTN à approuver l'inclusion en priorité A du tunnel dans la quatrième génération des programmes d'agglomération. Tout d'abord, la route actuelle est fortement menacée par l'instabilité géologique d'un talus au-dessus, ce qui entraîne souvent des ruptures des rochers sur le site de la route. Deuxièmement, il s'agit soit d'un axe international très fréquenté qui relie la Suisse au Piémont, soit l'axe principal de l'agglomération Locarnese-Ouest, utilisé par le trafic local et les déplacements domicile-travail. Il présente des graves lacunes en ce qui concerne la sécurité des personnes à mobilité douce, c'est-à-dire des piétons et des cyclistes, qui n'ont pas suffisamment d'espace pour circuler, mais aussi des grandes limites au transport public. Il faut finalement souligner que la Commission a fixé à l'article 3 de l'arrêt fédéral des conditions claires pour que les mesures d'accompagnement à court terme et moyen terme soient adoptées pour la gestion du trafic. Le projet se trouve en état avancé. Il a obtenu l'approbation presque unanime du Parlement cantonal, y compris des partis écologistes cantonaux. Le soutien des partis écologistes à la construction de ce tunnel routier est un autre aspect qui donne la mesure de l'urgence de cette mesure. Dans ce cas, votre commission vous demande donc de privilégier la sécurisation du tronçon concerné par rapport à la pratique procédurale, tout en favorisant l'extinction de la mobilité douce et du transport public du Locarnese. Pour ces raisons, je vous invite à suivre la proposition de la Commission des transports et des télécommunications. Quant à la minorité Pasquier, qui demande d'enlever la pénalisation de 5% à 6 programmes d'agglomération, la Commission, avec 15 non, 9, 8 et une abstention, propose le rejet. La majorité de la Commission, 14, 8 contre 11 non, est aussi contraire à la minorité Wasserfallen à l'article 4, qui demande que le présent arrêté entre en vigueur en même temps que celui des routes nationales. Pour conclure, la Commission a décidé avec 22 oui et 3 abstentions l'approbation de l'ensemble de l'arrêté fédéral avec l'ajout du programme d'agglomération du Locarnese et vous demande de faire la même chose. Merci. Al pleit per la Commission de Finanzas a Signor Wettstein, se so interessant a Signor Wasserfallen per sia Minorität. Geschätzter Herr Ratspräsident, geschätzter Herr Bundesrat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Finanzkommission hat sich an ihrer Sitzung vom 30. März mit dem Verpflichtungskredit für das Programm Agglomerationsverkehr ab 2024 befasst. Einstimmig empfiehlt sie dem Rat, das Agglomerationsprogramm der vierten Generation gemäß Entwurf des Bundesrats zu genehmigen und die beantragten knapp 1,6 Milliarden Franken zu verpflichten. Es sind also Gesuche aus 32 Agglomerationen zur Mitfinanzierung eingereicht worden. Wir haben in unserer Kommission weder einzelne Programme noch einzelne Maßnahmen inhaltlich bewertet. Wir haben aber festgestellt, dass sowohl größere als auch kleinere Agglomerationen berücksichtigt werden und dass alle Landesteile und Sprachregionen zum Zug kommen. Wir haben weiter festgestellt, dass sich die gesamte Fördersumme im Rahmen dessen bewegt, was gesetzlich vorgesehen ist, nämlich 8-12% des Volumens des NAF-Fonds. Und wir haben uns anhand von Beispielen zeigen lassen, wie das Bundesamt für Raumentwicklung bei der Entscheidung vorgeht, ob der Bund nun 30, 35, 40 oder in einem Fall gar 45% der Gesamtkosten eines regionalen Programms übernimmt. Es fließen mehrere Kriterien in diese Bewertung ein und dieses Vorgehen hat uns überzeugt. Zunächst zählt der Präzisierungsgrad der Projektunterlagen.
Weiter nimmt das ARE eine Prüfung zu den erwarteten Wirkungen des jeweiligen Programms vor, zum Beispiel Wirkungen punkto Verkehrsverlagerung, Verkehrssicherheit, Reduktion schädlicher Umweltauswirkungen oder Siedlungsentwicklung nach innen. Schließlich fließt auch noch in die Bewertungen ein, wie gut eine bestimmte Agglomeration die Maßnahmen der zweiten Generation umgesetzt hat, die vor bald 10 Jahren beschlossen wurden. Wenn diese Umsetzung bzw. die Berichterstattung darüber nicht genügend ist, dann gibt es für die bevorstehende Etappe Abzüge. Gerne sage ich an dieser Stelle noch etwas zum Blick zurück auf die Generation 1 und 2 der Agglomerationsprogramme, die ja eigentlich abgeschlossen sein sollten. Im Rahmen des Geschäftsberichts 2022, über den wir am Donnerstag letzter Woche beraten haben, wollten wir genauere Zahlen dazu haben, in welchem Umfang nun die Bundesmittel für die ersten beiden Etappen ausbezahlt werden konnten, vor allem was trotz damaliger Bewilligung in unseren Räten nicht ausbezahlt wurde, weil die Maßnahmen auch nach 10 Jahren und mehr noch nicht realisiert sind oder weil die Ausführungen qualitativ nicht genügten. Die Zahlen lassen aufhorchen. Im Rahmen der ersten Generation, Start 2011, konnten für die bewilligten Programme im Schnitt 75% der verpflichteten Gelder effektiv ausbezahlt werden. 4 Jahre später, in der zweiten Generation, erhielten 38 Programme einen Zuschlag, aber für diese Etappe sind im Durchschnitt erst 43% ausbezahlt. Das bedeutet, dass das Ziel von mindestens 8% der Entnahmen aus dem NAF-Fonds für die Agglomerationsprogramme nicht durchgehend erreicht werden kann, eben weil etliche Maßnahmen stark verzögert sind oder anders als geplant umgesetzt wurden. Am heutigen Entscheid für den Startschuss zur vierten Generation ändert das nichts, aber es muss bei der rückblickenden Bewertung der bisherigen Agglomerationsvorhaben schon zu denken geben, dass so viel Geplantes nicht realisiert werden konnte oder dass die Ziele verfehlt wurden. Besten Dank. Al bleibt per sie Minorità da Signor Wasserfall nel discorre jest per la Fraktion Liberal Democratica. Sil suo intervento una Paschi Eichenberger per sie Minorità. Herr Präsident, Herr Bundesrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spreche in einem Votum für die Fraktion und für die Minderheit Wasserfallen. Die Vorlage, die wir beraten, ist eine Fortsetzung jener Thematiken, die wir 2017 für die Agglomerationspolitik vorgesehen haben. Und diese Abstimmung 2017, die war eben der Grundstein dann auch für die Thematik rund um die Beitragssätze der S-Generation-Programme, die auch mein Vorredner erwähnt hat. Ich komme später noch darauf zurück zu reden. Wichtig ist, dass bei den Agglomerationsverkehrsprogrammen eine Kohärenz herrscht, dass man wirksame Maßnahmen ergreift und vor allem, dass die Siedlungsplanung, und das war ja bei der Abstimmung des Raumplanungsgesetzes wichtig, der raumplanerische Grundsatz der Siedlungsentwicklung nach innen eingehalten werden kann. Die Verkehrssicherheit ist ebenfalls ein großes Thema. All diese Maßnahmen, die ergriffen werden müssen und dürfen von den Kantonen, Städten und Gemeinden, die müssen die Verkehrssicherheit entsprechend erhöhen und die Umweltbelastung und den Ressourcenverbrauch reduzieren. Das sind eigentlich die ganz klaren Grundsätze für all diese Projekte des Agglomerationsverkehrsprogramms. Bei den Beitragssätzen und Höchstbeträgen Artikel 4 wird die FDP-liberale Fraktion die Mehrheit unterstützen. Das heißt, dass die Beitragssätze nicht anzupassen sind für die vergangenen Programme. Auch wie mein Vorredner gesagt hat, es ist so, dass sehr vieles noch nicht umgesetzt wird. Und wenn man halt die Regionen entsprechend auch ermuntern will, die restlichen Projekte noch umzusetzen, dann muss es entsprechend auch dort diesen Korrekturmechanismus geben können. Das ist die Haltung der Fraktion in Bezug auf diese Beitragssätze und Höchstbeträge, wie sie vorgesehen sind. Und wir werden dort, wie gesagt, der Mehrheit folgen. Bei der anderen Thematik geht es um die Minderheit Wasserfallen, die ich anführe. Diese verlangt mit einem neuen Artikel 4 Absatz 2, dass dieser Bundesbeschluss, den wir heute zusammen mit dem
Beschluss 2 des Geschäfts 23032 aus dem Nationalstraßenprogramm, dass diese beiden Beschlüsse zusammen in Kraft treten. Das heißt, wenn der Nationalstraßenbeschluss nicht in Kraft tritt, wird auch dieses Programm nicht in Kraft treten. Die Fraktion FDP hat sich mehrheitlich für diese Verknüpfung ausgesprochen. Die Begründung ist, dass man bei den Nationalstraßen und beim Agglomerationsverkehr natürlich ein Gesamtsystem vor sich hat. Die beiden Vorlagen sind nicht zwingend voneinander zu trennen. Einerseits weder im finanziellen Bereich, weil es die gleichen Finanzierungsmechanismen sind, also der Nationalstraßen- und Agglomerationsfonds, wie er also schon heißt, das ist eigentlich das Finanzierungsgefäß. Und aus der anderen Optik, andererseits, ist es eben so, dass die Nationalstraßen und die Agglomerationen und die Agglomerationsverkehrsprogramme eng aufeinander abgestimmt werden müssen, weil es bringt dann herzlich wenig, wenn man bei der Nationalstraße entsprechend gute Lösungen findet und auf der anderen Seite dann entsprechend die Agglomerationsverkehrsprogramme nicht korrekt umsetzen kann. Und aus dieser Optik sind wir mehrheitlich der Auffassung, dass dieses Gesamtsystem in Bezug auf die Finanzierung und in Bezug auf die Funktionalität eines Gesamtverkehrssystems zusammengehören und es keine Rosinenpickerei geben soll, nur das eine oder das andere zu machen. Und es ist in der Tat auch so, wenn man die Agglomerationen anschaut, dann sind wir ja oftmals vor der Problematik, dass im Agglomerationsbereich sehr viele Verkehrsströme aufs untergeordnete Netz ausweichen. Deshalb haben wir ja letzte Woche auch Nationalstraßenprogramme gerade in Agglomerationsgebieten beschlossen, damit man eben das Nationalstraßennetz leistungsfähiger machen kann, um die Agglomerationen entsprechend zu entlasten. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, wenn man im untergeordneten Netz dann weniger Verkehrsströme hat, dann kann man entsprechend auch Umgestaltungen machen. Und da haben wir einige auch Projekte beim Agglomerationsprogramm, die dieser Aufgabe nachkommen. Also das Gesamtsystem ist uns wichtig und aus diesem Grund würden wir mehrheitlich die Minderheit unterstützen. Im Grundsatz folgen wir natürlich dieser Vorlage der Logik, dass wir diese unterstützen. Und es muss noch einmal gesagt werden, es gibt ja verschiedene verkehrspolitische Anliegen in diesem Land. Letzte Woche haben wir über die Nationalstraßen beschlossen. Heute geht es um die Agglomerationsverkehrsprogramme. Und schon bald werden wir uns wieder treffen für die Bahnverkehrsprogramme, also den Schienenverkehr. Und die FDP-liberale Fraktion ist eine Fraktion, die sich auch für einen gesamthaft starken Infrastrukturausbau, egal welchen Verkehrsträger es ausmacht, einsetzt. Und es ist schon wichtig, dass auch hier im Parlament die Meinung mehrheitsfähig ist und vorherrscht, dass man die einen gegen die anderen Verkehrsträger nicht ausspielt. Und in diesem Sinne werden wir diesem Programm gerne zustimmen. Es gibt eine Frage von Frau Schlatter. Entschuldigung, Herr Wasserfallen. Ja, sehr geehrter Kollege Wasserfallen, bezüglich Ihrer Minderheit habe ich eine Frage. Halten Sie es nicht für opportun, Ihre Interessensverbindung offenzulegen? Ja, die Interessensbindungen sind auf der Webseite ersichtlich, ja. Bleibt per sia minorità da Dona Paschi Eichenberger, se zu interveninus das Plädados der Fraktion, comprim Dona Piller Carrar. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers et chers collègues. À l'instar de la fresque de Charles Giron qui orne notre salle, la Suisse se perçoit comme rurale et alpine. Mais dans les faits, 83% de notre population vit dans les villes, majoritairement dans les agglomérations, qui concentrent aussi 4/5 des emplois. Nos agglomérations sont de fait confrontées par des défis majeurs quant à leur développement et à la gestion des flux de personnes et de marchandises. Les programmes d'agglomération ont pour but de favoriser le développement territorial plus durable grâce à une meilleure coordination entre l'urbanisation et la mobilité, le développement d'infrastructures permettant d'améliorer les transports tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Et c'est là que résident les enjeux majeurs de mobilité, mais aussi le plus grand potentiel pour réduire le trafic individuel motorisé en développant des alternatives respectueuses de la santé, de l'environnement et du climat. Pour rappel, en Suisse, 37% des gaz à effet de serre sont produits par le trafic routier. Le besoin d'agir est donc patent.
ma proposition vise à accorder un plein soutien à tous les projets. Pour rappel, la Confédération procède à une évaluation rigoureuse des projets, de leur efficacité, de leur cohérence, mais aussi de leur état de mise en œuvre. Et pour 7 projets, elle a introduit une pénalité, jugeant que la mise en œuvre des projets précédents du programme était insuffisante. Je vous propose de supprimer cette sanction qui affaiblit les programmes de 4e génération, non pas en jugeant leur qualité, mais à cause de choix faits il y a plus de 10 ans. Les cantons de Berne, Genève, Neuchâtel et Vaud, ainsi que l'Union suisse des villes, ont pris position. Ils nous demandent aujourd'hui de suspendre la sanction qui touche les projets de Burgdorf, Chablais, Coire, du Grand Genève, le Rhône, Neuchâtel et le Progrès Yverdon Agglomération. Car réduire les ressources des projets de 4e génération avec l'argument que les projets de 1e et 2e ont pris du retard revient à les affaiblir. Les cantons concernés indiquent qu'ils partagent l'objectif d'améliorer la réalisation des projets proposés et qu'à cette fin, ils ont pris depuis déjà la 3e génération des programmes d'agglomération des mesures strictes pour d'une part présenter des projets plus matures et d'autre part pour que les règles soient clarifiées et ainsi assurer une réalisation dans les temps des projets. Les autorités communales et cantonales ont, vous le savez, pleinement conscience de l'importance de faire avancer les infrastructures qui sont essentielles pour l'économie et pour la population. Et nous avons la possibilité de le faire. D'une part, parce que cette pénalité elle avait déjà été supprimée dans le cadre du programme d'agglomération 3 par le Parlement. Et d'autre part, parce que la Confédération peut financer, selon la loi, jusqu'à 50% des coûts d'investissement. Or, dans la moyenne de ce qui vous est présenté aujourd'hui, la Confédération ne couvre que 37% en moyenne. Il y a donc une claire marge d'amélioration. Le Parlement s'est montré la semaine dernière très généreux pour le réseau autoroutier. Il peut donc certainement aujourd'hui faire ce geste et ajouter quelques dizaines de millions pour les agglomérations. Parce que c'est le même fonds, c'est Forta. Et je rappelle que 3/4 de la population vit aujourd'hui dans les 49 agglomérations du pays et dans leur centre-ville. Avec ma proposition soutenue par l'Union suisse des villes et par plusieurs cantons, demande une augmentation de budget estimée à 35 millions pour porter le crédit à 1,616 millions. Je vous remercie pour votre soutien. Al bleibt bei der Fraktion Sozialdemokratica a Donna Piller Carrar, Sitzwendersonder, Signor Romano. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers et chers collègues. Le groupe socialiste soutient l'arrêté fédéral 23033 en raison de l'impact positif des projets d'agglomération sur la durabilité environnementale du système des transports suisses. Notre groupe salue l'augmentation de 10% en faveur du trafic piéton et cycliste des contributions fédérales par rapport à la 3e génération des projets d'agglomération, judicieuse pour des raisons de politique environnementale. De même, nous considérons comme positive l'utilisation de 12% des ressources financières du Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération Forta et donc de la large exploitation de la marge de manœuvre légale selon l'article 17F de la loi sur l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales. Comme des projets dignes d'être soutenus ont malheureusement dû être placés sur la liste B en raison de la limitation financière existante, nous aurions souhaité que le Conseil fédéral dépasse pour les programmes d'agglomération la part des dépenses prévues dans le cadre de Forta. La principale critique que notre groupe adresse à ce projet concerne les critères d'efficacité qui sont déterminants pour la priorisation des projets d'agglomération et le calcul des contributions de la Confédération. En effet, nous estimons qu'il faut davantage prendre en compte le critère de la protection de l'environnement et de l'utilisation des ressources, puisque les problèmes environnementaux se sont nettement aggravés ces 15 dernières années. Notre groupe demande que ce critère, le 4e, soit plus fortement pondéré lors du calcul des contributions, soit au moins 2 fois plus que jusqu'ici. De même, le 10e critère, qui est le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, doit être pondéré plus fortement lors du calcul des contributions, là aussi au double de la valeur actuelle. Cela permettrait de garantir la retenue nécessaire dans le soutien financier à des projets susceptibles de rendre le transport individuel motorisé plus attractif, créant ainsi un surcroît de trafic
et de garantir que des projets judicieux pour les piétons, cyclistes et les transports publics soient financés à la place. Ces deux changements de pondération seraient d'ailleurs possibles sans modification de la loi. Notre groupe déplore qu'une grande partie des projets acceptés dans le cadre des trois premières générations de projets d'agglomération n'aient pas encore été mis en œuvre. Ces retards ont des conséquences puisqu'ils peuvent entraîner la perte du droit aux subventions fédérales de projets pourtant pertinents. Pour éviter ce fâcheux cas de figure, nous souhaiterions que la Confédération examine quelles mesures pourraient être prises pour soutenir les organismes responsables afin de mettre en œuvre les projets dans les délais. Ce sera aussi dans l'intérêt de la Confédération qui dispose avec les projets d'agglomération d'un instrument potentiellement très puissant pour atteindre les objectifs nationaux en matière de politique environnementale. Le groupe socialiste accepte donc d'entrer en matière sur cet arrêté. Puis il soutiendra la proposition de la majorité de la Commission de considérer le tunnel routier Moscou-Acapulco comme partie intégrante du projet d'agglomération de Locarno en lui accordant donc le degré de priorité A plutôt que B. Ce tunnel est très important car il se situe sur l'axe principal de circulation aussi bien entre le Tessin et le Piémont qu'au sein de l'agglomération entre Brissago et Locarno. Mais ce tronçon est particulièrement étroit, sans trottoir ni piste cyclable, ce qui le rend dangereux pour les piétons et les cyclistes, et le développement de la mobilité douce dans la partie ouest de l'agglomération. La construction du tunnel permettra de faciliter le passage des transports publics. À l'article 4, nous vous invitons à suivre la majorité de la Commission, soit de refuser la minorité Wasserfallen, qui demande de lier cet arrêté à celui des routes nationales. Nous ne pouvons pas prendre le risque que la mise en œuvre des projets d'agglomération soit retardée par un éventuel référendum sur l'arrêté des routes nationales. Notre groupe soutient également la proposition de minorité de notre collègue Pascal Schoenberger à l'article 3 de l'annexe qui demande de renoncer à pénaliser les projets dont la mise en œuvre a pris du retard. Pour sept projets, la mise en œuvre et des précédents projets a incité le Conseil fédéral à réduire sa contribution de 5%. Nous sommes d'avis qu'il faut renoncer à cette sanction, comme cela a été fait pour les projets d'agglomération 3, qui affaiblit en effet les projets de la quatrième génération à cause de choix faits il y a plus de 10 ans, comme l'a d'ailleurs relevé notre collègue. Ces programmes sont récents, les communes et les cantons ont dû apprendre. Les projets proposés dans les PA 4 sont nettement plus matures dans leur conception que ceux des PA 1 et 2. Je vous remercie de votre attention. Al plaid per la fraktion del Centra, signor Romano, se il suo intersuonda, signor Hurter. Stimato Presidente, egregio signor Consigliere federale, colleghe e colleghi, siamo alla quarta generazione di programmi di agglomerato e la Confederazione conferma con questo messaggio il suo impegno finanziario sussidiario. Il Centro saluta questo approccio e sostiene il messaggio. Beneficiano di contributi federali 32 piani di agglomerato. Guardando i contenuti si evince un elemento chiave pienamente sostenuto dal nostro gruppo, ma purtroppo per ragioni ideologiche e anacronistiche combattuto dalla sinistra. L'impegno della Confederazione va a beneficio del trasporto pubblico, del trasporto individuale motorizzato e di progetti a favore del traffico pedonale e ciclistico, a favore quindi di tutti i vettori, delle varie modalità di trasporto, senza contrapposizioni ideologiche tra automobile e ferrovia. Vi sono poi le piattaforme multimodali di interscambio, i park and ride e i park and rail, dove i cittadini possono, ad esempio, parcheggiare la propria auto e passare al sistema ferroviario regionale. Smettetela a sinistra di demonizzare l'automobile e le autostrade. Qui sostenete un pacchetto che contiene tutto, proprio perché il nostro Paese ha bisogno di multimodalità e non di un approccio ideologico e limitativo nei confronti dell'automobile. Strasse und Schiene sind komplementär. Die private und die öffentliche Mobilität ergänzen sich. Der Staat, in diesem Fall die Gemeinden, die Kantone und hier der Bund, finanzieren Infrastrukturen, die sowohl der privaten als auch der öffentlichen Mobilität zugutekommen, sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße.
Das eine braucht das andere und das ist ein Schlüssel des Erfolges der Schweizer Infrastrukturen. Hören Sie auf, Straßen und vor allem Autobahnen zu verteufeln, denn die Zukunft ist multimodal und die Bürgerinnen und Bürger entscheiden frei, wie sie ihre Mobilität organisieren und managen wollen. Die Mitte unterstützt alle Agglomerationsprogramme und will keine Dynamik, die zu einem Wettbewerb zwischen den Regionen führt. Das Engagement des Bundes stützt sich subsidiär auf eine Schweiz, die homogen ihre Mobilitätsinfrastruktur entwickelt. Aus diesem Grund lehnt die Mitte die Erhöhung des Beitragssatzes um 5 Prozentpunkte bei den Projekten, wo die Umsetzung der Maßnahmen aus den Programmen der vorangegangenen Generationen ungenügend ist. Die bundesrätliche Fassung generiert die richtige Dynamik und ist somit kohärent. Il Centro sostiene la maggioranza che chiede di riconoscere la Galleria Moscia Acapulco quale parte integrante del programma d'agglomerato del Locarnese. L'onere finanziario aggiuntivo nel pacchetto è relativo se si valuta l'impatto globale di tale opera. Parliamo di una strada che porta verso un valico di confine nazionale di importanza significativa, con una conformazione complessa in riva a un lago, fortemente trafficata in una regione turistica senza reali alternative date, dove oggi è pericoloso muoversi sia in automobile ma soprattutto in bicicletta e a piedi. Urge un intervento e questo già in questo piano di agglomerato, dato che il progetto è pronto. Ein Teil der Mitte-Fraktion unterstützt auch die Minderheit Wasserfallen bei Artikel 4. Das Inkrafttreten dieser Vorlage soll nach unserer Meinung vom Inkrafttreten des Bundesbeschlusses über die Ausbaustufe 23 der Autobahnen abhängig sein. Man kann nicht aus anachronistischen und ideologischen Gründen alle Nationalstraßen bekämpfen und dann in den Agglomerationen nur das Beste, inbegriffen Straßen, wollen. Nicht alle leben in Städten und die Stärke der Schweiz liegt im Zusammenhalt auch zwischen den Agglomerationen. Auch in diesem Paket gibt es Straßen, die alle für die individuelle und kollektive Mobilität notwendig sind. Wenn Sie keine Infrastrukturinvestitionen wollen, seien Sie konsequent. Es muss auch dann in den Agglomerationen gelten. Im Gegensatz, wie es letzte Woche mehrmals betont wurde, dienen Autobahnen auch und vor allem der Entlastung der lokalen Straßennetze. Und somit sind Autobahnen mit diesen Projekten verbunden und absolut komplementär. Besten Dank. Al bleibt bei der Fraktion der Partei der Popolare Schweizer, Signor Huchter, Silzuenter, Suonder, Dona Schaffner. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren auf der Tribüne. Wir von der SVP werden dieses Agglomerationsprogramm unterstützen. Es geht auch hier um diese 32 Projekte im Rahmen von 1,58 Milliarden Franken. Ich möchte hier aber noch einmal erwähnen, dass dieses Agglomerationsprogramm aus dem NAF finanziert wird, also von der Straße. Und hier eben das Bekenntnis auch, dass wir auf der einen Seite sagen, dass die Nationalstraßen entsprechend fertiggestellt werden müssen, dass die Sicherheit ausgebaut werden muss und die Agglomerationsprogramme ebenfalls vorangetrieben werden müssen. Also es geht hier, wie das mein Vorredner gesagt hat, eben nicht darum, Straße gegen Schiene, sondern gemeinsam. Ich komme noch dazu zurück, dann bei der Minderheit Wasserfallen. Wir werden ebenfalls das neue Projekt, das die Kommission eingebracht hat, das das Tessin betrifft, zwischen Ascona und Brisago, das werden wir unterstützen. Dieses Projekt ist ein sehr wichtiges Projekt, weil dort natürlich vor allem die Fußgänger und der Veloverkehr auf diesen engen Straßen sehr großer Gefährdung ausgesetzt ist und deshalb werden wir das unterstützen. Einzig hier könnte man sagen, warum hat das Tessin oder die Tessiner Regierung das nicht schon eingebracht, aber ich glaube, das können dann die Tessiner Kolleginnen und Kollegen klären. Was wir nicht unterstützen werden, ist die Minderheit Basquier, meine Damen und Herren. Diese Minderheit will ja diese 5% wieder rückgängig machen und soweit ich mich erinnern mag, wollte der Bundesrat einmal Projekte, die nicht genügend vorangetrieben werden,
die ein ungenügendes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben, entsprechend die finanziellen Mittel des Bundes kürzen. Das ist ja nichts als normal. Wenn es nicht vorwärts geht, dann soll man auch die entsprechenden Mittel kürzen, um den Druck aufrechtzuerhalten. Nun, der Kompromiss war dann diese 5%-Regelung und jetzt möchte Frau Paske für diese 6 Regionen diese 5%-Regelung wieder rückgängig machen. Sie machen damit eigentlich 2 Dinge. Auf der einen Seite sagen Sie den Kantonen als Signal, ja, geben Sie Projekte ein, auch wenn Sie nicht ganz so projektbereit sind, vielleicht auch wünschbare Projekte. Und auf der anderen Seite gefährden Sie Kantone, die eben ihre Hausaufgaben machen und diese Projekte vorantreiben. Also deshalb werden wir die Minderheit Paske nicht unterstützen. Dann abschließend noch zur Minderheit Wasserfallen. Diese werden wir unterstützen, weil ich habe das eingangs erwähnt, Nationalstraßen und Agglomerationsprojekte gehören zusammen, inhaltlich zusammen, finanziert auch über den NAF. Wir haben das in der Kommission zusammen besprochen, wir haben das hier in diesem Parlament zusammen behandelt. Also insofern gehört das zusammen. Und sind wir doch ehrlich, Agglomerationsprogramme haben sehr oft bei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern einen großen Rückhalt, weil es ist in der eigenen Region tolle Sache, aber sobald es dann um nationale Interessen geht, wird es dann schon etwas schwieriger. Und hier vielleicht auch noch an die linke Seite. Hier kann die linke Seite beweisen, ob sie eben bei den Nationalstraßen den Ausbau, Fertigstellung und den Sicherheitsaufbau entsprechend unterstützen will oder nicht. In der Kommission wurde dann noch gesagt, ja, die Gefahr besteht, dass ein Referendum kommt für die Nationalstraßen. Dann würden diese Projekte in den Agglomerationen verzögert. Da muss ich sagen, ja, genau, das ist ja das Problem. Entweder machen wir diese Dinge zusammen, wir spielen diese beiden Projekte nicht gegeneinander aus, oder wir sind bereit, in die Infrastruktur entsprechend zu investieren. Also im Sinne von, lieber den Spatz in die Hand als die Taube auf dem Dach. Also wir werden von der SVP eintreten auf diese Vorlage, dann die Minderheit Paske ablehnen und die Minderheit Wasserfallen unterstützen. Besten Dank. Signor Hochter, Radine de Monde, der Donna Paske Eichenberger. Oui, moi j'ai une question, Monsieur Hochter. Vous avez voté, je pense, la semaine dernière pour 2 projets autoroutiers qui pourtant étaient jugés dans le message de février du Conseil fédéral comme pas encore mature, donc pas encore prêt à être développé. Mais ces projets, vous les avez votés. Donc en fait, il y aurait des règles différentes pour les agglomérations dont les projets doivent au plus vite être mis en œuvre et plus de latitude pour les projets autoroutiers qui, s'ils ne sont pas encore matures, peuvent prendre plus de temps à être mis en place. Oui, il faut quand même dire, Madame Paske, que finalement, les votations qu'on a faites la dernière semaine, c'était des votations pour des projets de la Confédération, qui est soutenu par la Confédération, qui est dans le but, dans le... du Conseil fédéral, et puis maintenant on parle des projets des cantons, et puis c'est clair, c'est quelque l'argent qui vient de la Confédération pour les cantons, mais finalement c'est les cantons qui sont responsables, qui avancent leurs projets. Al bleibt per la Fraktion Wert Liberale Donna Schaffner, sie zu Interessante Donna Schlatter. Geschätzter Herr Präsident, Herr Bundesrat, Kolleginnen und Kollegen, Agglomeration ist, wo Menschen zusammenkommen, wo Siedlung und Landschaft aufeinandertreffen und wo sich die Verkehrsströme kreuzen. In Agglomerationen herrscht Wettbewerb um das knappe Gut Boden. Umso wichtiger ist es, gut aufeinander abgestimmte Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Die Agglomerationsprogramme sind deshalb im Grundsatz unbestritten, denn ihr Hauptfokus zielt genau darauf hin, das Gesamtsystem zu verbessern. Hier, wo alle Verkehrsträger zusammenkommen, hier braucht es Umsteigebeziehungen und hier entscheidet sich, ob multimodale Mobilität gelingt. Eine Mobilität, die für unterschiedliche Streckenabschnitte und unterschiedliche Zwecke auf verschiedene Verkehrsmittel setzt und diese so verbindet, dass eine raumsparende und effiziente Mobilität entsteht. Mir ist dieses Zusammenspiel der Mobilitätsformen und ihre Abstimmung mit der Siedlungsentwicklung besonders wichtig. So bin ich erfreut, dass auch der Bundesrat unter dem Stichwort Mobilitätsdrehscheiben bei der 4. Generation ein verstärktes Gewicht darauf legt.
Ebenso wichtig ist die Betrachtung der Regionen nach funktionalen Räumen. Diese Räume halten sich nicht an Gemeinde-, Kantons- und Landesgrenzen. Das ist seit Beginn der Agglomerationsprogramme eine Stärke des Programms. In einigen Regionen scheint das auch gut zu funktionieren, in anderen besteht sicher noch Raum nach oben. Neben der Qualität der Projekte gelten gewisse weitere Regeln für ihre Mitfinanzierung durch den Bund. Diese Mitfinanzierung ist ja eigentlich der Kern der Agglomerationsprogramme. Eine Regel ist, dass die Projekte innerhalb einer gewissen Zeit realisiert werden müssen. Bei Verzögerungen kann der Bund den Beitrag um 5% kürzen, falls keine ausreichende Begründung für die Verzögerungen vorliegt. Dies kommt nun bei einigen Projekten aus früheren Generationen zur Anwendung. Die Grünliberalen halten diesen Mechanismus für eine sinnvolle Regelung, um einen gewissen Druck auf die Realisierung der eingegebenen Projekte aufzusetzen. Schließlich wollen wir nicht Gelder sprechen und auch blockieren, wenn diese anderweitig eingesetzt werden könnten. Der Minderheitsantrag Baschi-Eichenberger will diese Regelung ausheben. Die Grünliberalen lehnen ihn deshalb aus grundsätzlichen Gründen ab, ohne dabei eine inhaltliche Aussage zu den betroffenen Projekten zu machen. Um eine ähnliche Grundsatzdiskussion, nämlich darum, ob man auf die Einhaltung der Regeln pochen will oder nicht, muss man auch beim Tunnel auf der Strecke Moscha-Acapulco führen. Die bestehende Straße soll durch einen Tunnel entlastet werden, damit dort Raum für Velo- und Fußverkehr geschaffen werden kann. Soweit mir bekannt und auch soweit die Vorredner das ausgeführt haben, ist es ein sinnvolles Projekt. Die Problematik liegt aber eben gerade darin, dass es die Tessiner Regierung verpasst hat, das Projekt rechtzeitig im Agglomerationsprogramm einzugeben. Durch den Antrag Storni, der zu einem Minderheitsantrag, zu einem Mehrheitsantrag der KVF wurde, soll nun dieses Projekt an den geltenden Prozessen und Prüfungen vorbei in das Agglomerationsprogramm eingefügt werden. Die Grünliberalen erachten es als problematisch, dass dadurch die geltenden Prozesse und die fachliche Prüfung der Projekte umgangen werden und ein Präzedenzfall geschaffen wird. Man könnte sogar von einer Büchse der Pandora sprechen, die in der Folge zu einer Verpolitisierung der Agglomerationsprogramme führen wird. Es gibt dazu keinen Minderheitsantrag, aber wenn der Bundesrat festhalten würde, dann hätte er sicher einen Teil der Grünliberalen auf seiner Seite. Ich komme noch zum Minderheitsantrag Wasserfallen, der versucht, das Agglomerationsprogramm an den Verpflichtungskredit für die Nationalstraßen, für den Nationalstraßenausbau zu koppeln. Das ist ein Versuch, differenzierte Meinungsäußerung zu unterbinden und das Agglomerationsprogramm in Geiselhaft zu nehmen. Aus inhaltlichen wie auch aus demokratischen Gründen lehnen ihn die Grünliberalen deshalb klar ab. Bleibt bei der Fraktion des Verts an Donna Schlatter. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich lege gerne meine Interessensbindung offen. Ich bin Präsidentin von Fußverkehr Schweiz. Mit dem Agglomerationsprogramm werden vorbildliche Verkehrsprojekte des Bundes in den Agglomerationen gefördert. Das braucht es, weil wir haben es schon vielfach gehört, 3/4 der Bevölkerung der Schweiz in Agglomerationen lebt, weil diese Regionen am stärksten wachsen und weil damit auch die Verkehrsinfrastruktur überdurchschnittlich viel leisten muss und überdurchschnittlich viel investiert werden muss. Mit dem Programm Agglomerationsverkehr beteiligt sich der Bund finanziell an diesen Verkehrsprojekten in den Städten und Agglomerationen. Profitieren können die Projekte, die vorbildlich sind, weil sie Verkehr und Siedlungsentwicklung koordinieren und wirkungsvoll aufeinander abstimmen. Projekte, die einen Beitrag leisten zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung. Gut geplante und umgesetzte Infrastrukturprojekte verbessern die Lebensqualität. Die Grünen finden den Beitrag des Bundes an diese Regionen richtig und wichtig.
Um den Förderkriterien des Bundes zu entsprechen, müssen die Projekte einige Kriterien erfüllen. Dazu gehört neben der Verbesserung der Gesamtverkehrssysteme auch die Förderung der Siedlungsentwicklung nach innen, die Verkehrssicherheit und selbstverständlich auch weniger Umweltbelastung. Für die Grünen ist klar, dass die Zukunftsfähigkeit einer Verkehrsinfrastruktur eng verbunden sein muss mit den Klimazielen und dem Anspruch, den Verkehr zu verlagern. Zwei Punkte möchte ich ergänzen, die uns verbesserungswürdig scheinen. Zunächst die Frage, weshalb die finanziellen Fördermittel für den Langsamverkehr nur mäßig ausgeschöpft werden. Hier muss die Frage gestellt werden, weshalb nicht genügend Projekte vorhanden sind, beziehungsweise weshalb diese nur teilweise realisiert wurden. Das Agglo-Programm soll Anreiz sein zum Erstellen von Infrastrukturen für die aktive Mobilität. Es darf nicht eine Hürde sein, sei es durch unrealistische Kriterien oder durch unnötige Bürokratie. Zweitens die Frage, wie groß der Anteil der Finanzierung durch den Bund sein soll, beziehungsweise wie mit Verzögerungen bei Projekten umgegangen werden soll. Die Minderheit Pasquier, die sie bereits begründet hat, fordert hier, dass wie beim dritten Agglo-Programm auf die Strafsteuer bei verzögerten Projekten verzichtet wird und bereite Projekte vorangetrieben werden können. Die grüne Fraktion unterstützt diese Minderheit. Die Minderheit Wasserfallen, die Verknüpfung zwischen dem Nationalstraßenprogramm und dem Agglo-Programm, lehnen wir hingegen ab. Beim Agglo-Programm sind Gemeinden und Kantone die treibenden Kräfte. Der Bund trägt nur mit einem Förderbeitrag dazu bei. Die Agglo-Programme sind deshalb nicht referendumsfähig und genauso wenig bestritten hierin. Anders bei den Nationalstraßen, die vollständig durch den Bund finanziert werden. Es liegt auf der Hand, mit der Verknüpfung der Agglo-Programme mit den Nationalstraßen soll ein Referendum abgewürgt werden. Aber man kann sich beim Volk nicht Autobahnen mit Velowegen kaufen. Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. Vielen Dank. Alpleit à Conseiller Fédéral Albert Rösti. Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, geschätzte Damen und Herren Nationalrätinnen und Nationalräte. Für eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik müssen wir sowohl in die Schiene als auch in die Straße investieren. Das habe ich auch letzte Woche gesagt, als es um das strategische Entwicklung der Straßenbauprojekte ging. Wir müssen das so machen, dass beide Verkehrsträger ihre jeweiligen Stärken ausspielen können. Umgekehrt bringt es absolut nichts, das sei hier einfach noch einmal gesagt, Straße gegen Schiene auszuspielen. Es braucht beide Verkehrsträger. Bei beiden müssen wir investieren. Ebenso braucht es die Agglomerationsprogramme. Diese stehen sinnbildlich für eine zukunftsgerichtete Verkehrspolitik. Denn sie berücksichtigen alle Verkehrsträger, vom Auto über Bus, Tram, Velo und letztlich das zu Fuß gehen und schaffen hier die notwendigen Verknüpfungen. Sind auch abgestimmt mit den Projekten, die wir letzte Woche besprochen haben. 3/4 der Bevölkerung ist Ihnen bekannt, lebt in den Städten und Agglomerationen und auch die Mehrheit der Arbeitsplätze konzentriert sich hier. Dies wird auch in Zukunft so sein. In den Agglomerationen bestehen entsprechend auch die komplexesten Verkehrsprobleme. Gute Verkehrslösungen in den Agglomerationen dienen auch dem ländlichen Raum. Sie tragen dazu bei, dass Städte, Agglomerationen erreichbar bleiben und mit dem ländlichen Raum verbunden sind. Der Bund unterstützt die Agglomerationen mit ihren Projekten im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr. Er übernimmt jeweils 30 bis maximal 50% des Investitionskostenvolumens in Abhängigkeit des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der einzelnen Projekte für Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen. Voraussetzung dafür ist eine gut abgestimmte Entwicklung von Verkehr und Siedlung. Dies hat sich sehr bewährt. Ziel ist, ein effizientes, funktionierendes Gesamtverkehrssystem sicherzustellen. Für die ersten 3 Generationen der Agglomerationsprogramme gab das Parlament bisher bereits bis 4,5 Milliarden Franken frei. Für die 4. Generation nun stehen Programme hier aus 32 Agglomerationen.
1200 Massnahmen mit Investitionskosten von gegen 6 Milliarden Franken zur Mitfinanzierung. Der Bundesrat beurteilt diese Projekte nach Wirksamkeitszielen. Folgende vier Ziele werden beurteilt. Es braucht erstens eine Verbesserung des Verkehrssystems, zweitens eine Siedlungsentwicklung nach innen, drittens mehr Verkehrssicherheit und viertens weniger Umweltbelastung. Dank dieser Kriterien werden dann die begrenzten Mittel auch effizient eingesetzt. Zusätzlich hat der Bundesrat bei der Festlegung des Beitragssatzes berücksichtigt, ob die Maßnahmen der vergangenen Generationen, wie im Zeitplan vorgesehen, umgesetzt werden und dann allfällige Kürzungen gemacht, dort, wo das selbstverschuldet nicht in nötiger Frist erfolgt ist. Im Rahmen des Prüfprozesses wurden die vorgeschlagenen Projekte mit den nationalen Infrastrukturen, ich sagte es zu Beginn, also mit Schiene und Straße abgestimmt, was ganz wichtig ist. Als Ergebnis der Prüfung beantragt der Bundesrat dem Parlament nun, sich bei allen 32 Agglomerationsprogrammen mit insgesamt 1,58 Milliarden Franken an den Investitionen für den Agglomerationsverkehr zu beteiligen. Etwas mehr als die Hälfte der Bundesbeiträge fließt in die großen Agglomerationen, wo auch eine Mehrheit der Bevölkerung wohnt und wir auch die größten Verkehrsprobleme haben. Pro Kopf, und das scheint mir sehr wichtig, profitieren alle Regionen, große, mittlere und kleine Agglomerationen in etwa in gleichem Ausmaß. Wir bevorteilen niemanden, wir benachteiligen auch niemanden. Ausgewogen ist auch die Verteilung auf die Regionen. Die Westschweiz und das Tessin haben allerdings in der vierten Generation weniger Programme eingereicht als die Deutschschweiz. Und deshalb ist die Finanzierung hier etwas kleiner. Aber das hängt mit der Anzahl Projekte zusammen. Das kann sich im nächsten Programm 5 auch wieder korrigieren. Ebenso ausgewogen verteilen sich die Bundesbeiträge auf die verschiedenen Verkehrsmittel. Und das scheint mir ganz wichtig, das zu wissen. Etwa 30% sollen für den motorisierten Individualverkehr, 30% für den öffentlichen Verkehr sowie 30% für den Fuß- und Veloverkehr ausgegeben werden. Dann bleiben die restlichen 10% für Verkehrsdrehscheiben, die die verschiedenen Verkehrsträger vernetzen und den Wechsel vom Auto oder Velo auf den Zug fördern. Zu den größten Maßnahmen gehören folgende Projekte. Als Beispiele das Tram Affoltern und die Verlängerung der Glattalbahn in Zürich, der Abschnitt Ost der Umfahrung von Sur in den Agglomerationen Aareland, die Verlängerung des Trams Nation Grand Saxonais in Genève, das Tram Letten in Basel oder verschiedene Pakete von Maßnahmen für den Fuß- und Veloverkehr in praktisch allen Agglomerationen. Für den Bundesrat ist klar, die verschiedenen Agglomerationsprogramme müssen rasch umgesetzt werden, damit sie ihre Wirkung auch erzeugen. Bei den bisherigen Generationen hat sich gezeigt, dass ein Teil der Projekte bei der Umsetzung in Rückstand ist. Deshalb hat der Bundesrat bei der Beurteilung der Programme auch den Umsetzungsstand berücksichtigt. Das wurde insbesondere auch von den Agglomerationen selbst verlangt. Das Programm Agglomerationsverkehr trägt wesentlich zu einer gut funktionierenden Infrastruktur und zu einer verbesserten Abstimmung der Verkehrs- und Raumplanung bei. Gerade in grenzübergreifenden Agglomerationen sind die Agglomerationsprogramme aus der Zusammenarbeit nicht mehr wegzudenken. Der Bundesrat ist überzeugt, dem Parlament hier ein ausgewogenes Gesamtpaket für alle Verkehrsträger vorzulegen, das sowohl den Bedürfnissen der betroffenen Agglomerationen gerecht wird, als auch sehr gut mit dem Ausbau der Bundesinfrastrukturen auf Straße und Schiene abgestimmt ist. Entsprechend empfiehlt Ihnen der Bundesrat, auf dieses Paket Agglomerationsprogramme einzutreten mit der Finanzierung von 1,57 Milliarden Franken. Ich komme noch kurz zu den Minderheiten. Minderheit
von Frau Nationalrätin Basquier-Eichenberger beantragt Ihnen, auf die Kürzung der 5% zu verzichten. Es wurde, wie ich kurz erwähnt habe, von den Agglomerationen selbst verlangt, dass man den Umsetzungsstand berücksichtigt und einen Anreiz schafft, die Umsetzung rasch an die Hand zu nehmen und nicht zu verzögern. Deshalb sind hier bei einigen Agglomerationen eine Kürzung von 5% vorgenommen worden. Es liegt am Rat, hier zu entscheiden, ob Sie diese Maßnahme wollen oder nicht. Aus Sicht des Bundesrates erachte ich eine solche Maßnahme, die beeinflusst, dass die Programme möglichst schnell umgesetzt werden, als sinnvoll. Entsprechend bitte ich Sie um Ablehnung dieses Antrags Basquier-Eichenberger. Wir haben letztlich dann die Minderheit Storni. Er bringt hier ein Projekt im Kanton Tessin, einen Tunnel auf, die durchaus sinnvoll, diese Maßnahme erscheint mir durchaus sinnvoll und notwendig. Sie konnte aber im Rahmen des Agglomerationsprogramms nicht speziell geprüft werden. Und wenn ich denke, dass wir 2800 Maßnahmen eingereicht erhielten und davon... Danke, Herr Nationalratspräsident. Wir erhielten 2800 Maßnahmen eingereicht und haben diese dann reduziert auf 1200 aufgrund konkreter Kriterien. Und jetzt einfach ein Programm, das offensichtlich leider vergessen ging, einzureichen, hier noch einzuschieben, würde den anderen Kantonen nicht ganz gerecht. Und ich möchte doch Herrn Nationalrat Storni einladen, das einfach ins nächste Programm ordentlich einzugeben. Ich bin sicher, dieses Programm wird dann gut geprüft und wird dann hier auch durchgewunken. Aber in der jetzigen Phase muss ich auch aus Gerechtigkeit gegenüber allen anderen Kantonen hier Ihnen die Ablehnung dieses Einzelantrages beantragen. Letztlich geht es beim Antrag Wasserfall um eine Verknüpfung der beiden Projekte Agglomerationsprogramme mit dem STEP-Straße letzte Woche. Ich habe Verständnis für die Einreichung dieses Antrags, weil letztlich habe ich gesagt, es gilt ein Gesamtverkehrssystem zu berücksichtigen und das Agglomerationsprogramm ist abgestimmt auf das Straßenbauprogramm, auf das Investitionsprogramm STEP. Trotzdem bitte ich Sie, den Antrag Wasserfall namens des Bundesrates abzulehnen, weil es insbesondere möglich ist, beim Agglomerationsprogramm die Programme bereits am 01.01.2024 zu starten und umzusetzen in Kantonen und Gemeinden. Die Straßen bauen wir selbst, die Nationalstraßen baut der Bund selbst. Hier sind es Kantone und Gemeinden, es ist deshalb ein anderer Ansatz. Falls zum STEP ein Referendum ergriffen wird, würde damit auch das ganze Agglomerationsprogramm verzögert. Ich bitte Sie, hier das nicht zu tun und entsprechend Antrag Wasserfallen abzulehnen. Ich danke Ihnen. Wie immer bleibt bei der Kommission, Herr Fluri. Herr Präsident, der Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch Stellung nehmen zu drei Punkten. Erstens zur Straße nach Acapulco. Die Kommission hat mehrheitlich beschlossen, diesen Straßentunnel aufzunehmen, gemäß dem Antrag aus dem Tessin, wobei zuzugeben ist, dass dieser Antrag nicht lege artis erfolgt ist. Das Bundesamt für Raumentwicklung hatte keine Gelegenheit, dieses Projekt zu prüfen. Der Kanton und die Agglomeration haben dieses Projekt im Rahmen des Prüfprozesses nicht angemeldet für eine Mitfinanzierung durch den Bund. Und es wäre eigentlich vorgesehen für die fünfte Generation mit dem Horizont B. Der Tessiner Grosse Rat hat zwar einen Planungskredit bewilligt, aber keinen Ausführungskredit. Nun, die Kommission, der Antragsteller, hat ein Momentum erwischt. Die Kommission hat dieses Projekt aufgenommen, vermutlich auch, weil die meisten Kommissionsmitglieder diese Strecke persönlich kennen und deren Gefährlichkeit bekannt ist. Die Gefahr der präjudiziellen Wirkung besteht natürlich, wenn man nicht lege artis ein solches Projekt aufnimmt, neben den Verfahren durch. Bis heute allerdings hat dieses Präjudiz noch keine Wirkung entfaltet. Es ist uns nicht bekannt, dass andere Projekte auch
gewissermaßen nun hineingeschmuggelt werden sollen. Wir sind der Auffassung, Sie sehen, es gibt keine Minderheit aus der Kommission, dass die ständerätliche Kommission sich dieses Themas noch einmal annehmen soll. Die Kommission ist der Auffassung, dass wir die Minderheit Baschi Eichenberger ablehnen sollten mit 15-9 Stimmen. Und wir haben uns in der Kommission erklären lassen, dass bei nicht selbstverschuldeten Verzögerungen dieser Abzug von 5% nicht zur Anwendung komme. Die Agglomerationen reichen jeweils ein Reporting ein, in dem sie den Stand der Umsetzung der Vorgängergeneration darlegen. Es geht hier um Projekte der zweiten Generation und Abweichungen und Verzögerungen begründen. Bei nachvollziehbaren Begründungen, wenn also zum Beispiel ein Einsprachen ein Projekt verzögern, rechnet das ARE dies den Agglomerationen nicht negativ an und verzichtet auf einen Umsetzungsabzug. Die Agglomerationen, die jetzt einen Umsetzungsabzug erfahren, haben die Verzögerung der Maßnahmen nicht oder nur ungenügend begründet. Ohne Umsetzungsabzug würde nach Auffassung der Mehrheit dem Bund ein Instrument fehlen, gegenüber säumigen Agglomerationen ein Zeichen zu setzen. Das Fazit ist also der Kommission: nicht selbstverschuldete Verzögerungen namentlich Rechtsmitteleinlagen sind bereits berücksichtigt und deshalb kein Grund für den Umsetzungsabzug. Mit anderen Worten, dieser ist auf selbstverschuldete Versäumnisse und Verzögerungen zurückzuführen. Zum Schluss noch den Antrag der Minderheit Wasserfall. Die Kommission beantragt Ihnen mit 14-11 Stimmen, diese Minderheit abzulehnen. Wir haben es vorhin auch von Herrn Bundesrat Rösti gehört. Insgesamt rund 10% der Projekte oder der Ausgaben betreffen sogenannte Verkehrsdrehscheiben. Und dort finden Sie einen Zusammenhang mit dem Nationalstraßenausbau, den wir letzte Woche behandelt haben. Aber sonst unterscheiden sich diese beiden Geschäfte grundsätzlich voneinander. Einerseits wegen des Zeithorizonts. Der Zeitplan der vierten Generation ist so ausgelegt, dass die Bauarbeiten Anfang nächsten Jahres beginnen können. Die Realisierung der Nationalstraßenprojekte dürfte hingegen wesentlich länger dauern, mit oder ohne Referendum. Der Ausbau des Nationalstraßennetzes ist drittens ein Top-Down-Prozess. Die Agglomerationsprojekte sind dagegen Bottom-Up-Prozesse von unten nach oben, die entwickelt und getragen werden von den regionalen Agglomerationen und so zum Bund gebracht werden. Die Agglomerationsprogramme kommen zustande aufgrund der Initiative der Gemeinden und der Regionen, die Nationalstraßenprojekte auf Initiative des Bundes. Das ist der grundlegende Unterschied. Und ein kurzer Blick in die Projekte ab Seite 38 genügt, um das zu belegen. Dort geht es beispielsweise im Kanton Basel-Stadt um ein Tram Petersgraben, im Kanton Basel-Land um ein Tram Letten, es geht um die Aufwertung der Ortsdurchfahrt Rien, es geht im Kanton Freiburg um ein Aménagement du Réseau Routier pour de nouvelle ligne TP, es geht um das Prolongement transfrontalier du Tram National Grand Saconnet, es geht in Langenthal um eine Bushaltestelle und schließlich geht es noch in Uetendorf um die Ortsdurchfahrt. Alle diese Projekte haben keinen Zusammenhang mit dem Nationalstraßengeschäft, das wir letzte Woche behandelt haben. Deswegen ist die Mehrheit der Kommission der Auffassung, dass diese Verknüpfung untauglich ist und abgelehnt werden soll. Es gibt eine Frage von Herrn Cottier, Herr Fluri. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Rapporteur d'avoir détaillé cette question de ces fameux dizaines de projets pour lesquels il y a une réduction de 5%, qui est un système un peu étrange parce qu'on regarde l'avancement des travaux de projets de la deuxième phase pour finalement impacter la quatrième phase. Merci d'avoir précisé que selon l'avis de la Commission, s'il n'y a pas une responsabilité directe des auteurs du projet, cet impact ne devrait pas avoir lieu. Dans ma région, il y a plusieurs projets qui sont en retard, soit parce qu'il y a des recours au tribunal fédéral, soit parce que, par exemple, des projets des CFF sont en retard, ce qui empêche de faire des aménagements, par exemple, autour d'une gare. Par conséquent, on est dans ce type de situation. Ma question, comment est-ce qu'on va faire si le Parlement, si le Conseil national, aujourd'hui, décide de ces crédits avec réduction de 5% ?
pour finalement ne pas tenir compte de ce besoin de réduction dans les projets dans lesquels il n'y a pas une responsabilité directe de l'auteur du projet. La décision financière aura déjà été prise par notre conseil. Also wir haben uns in der Kommission überzeugen lassen, dass keine Abzüge vorgenommen werden, wo nicht eine Verantwortlichkeit der zuständigen Behörden vorliegt. Also Fremdeinwirkung, wie Sie es gesagt haben, oder Rechtsmittel, die zu Verzögerung geführt haben, haben nicht zu einer Kürzung dieser Beiträge geführt. Überall, wo diese Beiträge gekürzt worden sind, um 5%, ist die Verzögerung auf ein Selbstverschulden der Trägerschaft zurückzuführen. Das ist die Überzeugung, die wir gewonnen haben in der Kommission. Und damit sind wir am Ende der Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich informiere Sie an dieser Stelle, dass ein Ordnungsantrag der SVP-Fraktion eingereicht wurde, dass der Nationalrat die für den Donnerstag, 15. Juni 2023 um 14 Uhr geplante Videoansprache des Präsidenten der Ukraine im Nationalratssaal abgelehnt werden soll. Wir werden über diesen Ordnungsantrag nach dem nächsten Geschäft, nach dem Windexpress, dann abstimmen. Le Président vous informe qu'une motion d'ordre du groupe UDC a été déposée qui concerne l'allocution vidéo du Président Zelensky le jeudi prochain, le 15 juin. Le Président va mettre cette motion d'ordre au vote après le prochain objet 22-461. Détailberatung. Diskussion par article. Bundesbeschluss über die Verpflichtungskredite ab 2024 für Beiträge an Maßnahmen im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr. Arrêté fédéral sur les crédits d'engagement alloués à partir de 2024 pour les contributions aux mesures prises dans le cadre du programme en faveur du trafic d'agglomération. Titel und Ingress so beschlossen. Titre et préambule ainsi décidé. Artikel 1 Einleitungssatz so beschlossen. Article 1 phrase introductive ainsi décidé. Bevor wir über die Bestimmung A und B von Artikel 1 befinden, bereinigen wir den Anhang auf Seite 65 der Fahne. Avant de traiter les lettres A et B de l'article 1, le Conseil se prononce sur l'annexe aux pages 5 et 6 du dépliant. Anhang. Annexe. Im Anhang liegen eine Minderheit Paske Eichenberger und ein Änderungsantrag der Mehrheit vor. Die Finanzkommission beantragt, den Antrag des Bundesrates zu unterstützen. Dans l'annexe article 4, il y a une minorité Paske Eichenberger et une proposition de modification de la majorité. La Commission des Finances propose de soutenir la proposition du Conseil fédéral. Ein Mitglied des Rates hat beantragt, dass der Rat einzeln über die Programme in der Minderheit Paske Eichenberger abstimmt. Un membre du Conseil a demandé à ce que le Conseil se prononce séparément sur tous les programmes dans la minorité Paske Eichenberger. Deshalb werde ich in den ersten 7 Abstimmungen den Antrag der Mehrheit dem Antrag der Minderheit Paske Eichenberger gegenüberstellen. In der 8. Abstimmung werde ich das Resultat dem Antrag der Finanzkommission und des Bundesrates gegenüberstellen. Le président vous propose la procédure de vote suivante. Dans les 7 premiers votes, il va opposer la proposition de la majorité à la proposition de la minorité Pasquier-Eichenberger pour chacun des programmes. Ensuite, dans un 8e vote, il va opposer le résultat à la proposition de la Commission des Finances et du Conseil fédéral. Die Abstimmung gelten auch für Artikel 1 sowie Artikel 3 Absatz 2. Les votes valent également pour l'article 1 et l'article 3 alinéa 2. Abstimmungen. Vote. Erste Abstimmung, ja, bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit. Entschuldigung, ich wiederhole nochmals. Wir kommen zur ersten Abstimmung über Aglo Y. Premier vote sur le programme Aglo Y. Ja heißt Antrag der Mehrheit, nein Antrag der Minderheit Paske Eichenberger. C'est ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité votent oui, c'est ceux qui soutiennent la minorité Paske Eichenberger votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 123 zu 70 Stimmen bei 3 Enthaltungen.
Majorité l'emporte par 123 voix contre 70 et 3 abstentions. Wir kommen zum Programm Burgdorf. Programm Burgdorf. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit. Nein, Zustimmung zum Antrag der Minderheit. Pascal Eichenberger. C'est ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité votent oui. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité Pascal Eichenberger votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 121 zu 71 Stimmen bei 3 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 121 voix contre 71 et 3 abstentions. Programme Chablais. Programme Chablais. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, nein Zustimmung zum Antrag der Minderheit, Pascal Eichenberger. C'est ceux qui sont en faveur de la proposition de la majorité votent oui, c'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité, Pascal Eichenberger, votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 119 zu 71 Stimmen bei 4 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 119 voix contre 71 et 4 abstentions. Programm Kur. Programm Kur. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, nein Zustimmung zum Antrag der Minderheit, Pascal Eichenberger. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la majorité votent oui, ceux qui soutiennent la proposition de la minorité, Pascal Eichenberger, votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 121 zu 67 Stimmen bei 5 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 121 voix contre 67 et 5 abstentions. Programm Grand Genève. Programm Grand Genève. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, nein Zustimmung zum Antrag der Minderheit, Pascal Eichenberger. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la majorité votent oui, c'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité, Pascal Eichenberger, votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 116 zu 72 Stimmen bei 7 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 116 voix contre 72 et 7 abstentions. Programm Réseau Urbain Neuchâtelois. Programme Réseau Urbain Neuchâtelois. Ja, bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, nein Zustimmung zum Antrag der Minderheit, Pascal Eichenberger. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la majorité, votent oui. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité, Pascal Eichenberger, votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 116 zu 69 Stimmen bei 9 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 116 voix contre 69 et 9 abstentions. Programm Locarnese. Programm Locarnese. Ja, bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, nein Zustimmung zum Antrag der Minderheit, Pascal Eichenberger. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la majorité votent oui, c'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité, Pascal Eichenberger, votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 126 zu 66 Stimmen bei 3 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 126 voix contre 66 et 3 abstentions. Achte Abstimmung. Huitième vote. Ja bedeutet Resultat der vorangegangenen Abstimmungen. Nein, Antrag der Finanzkommission und des Bundesrates. C'est ceux qui soutiennent l'annexe telle qu'il résulte des 7 votes précédents votent oui. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la Commission des Finances et du Conseil fédéral votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 184 zu 0 Stimmen bei 12 Enthaltungen. La majorité l'emporte par 184 voix sans opposition et 12 abstentions. Die übrigen Positionen sind unbestritten und so beschlossen. Les autres positions ne sont pas contestées, ainsi décidées. Wir gehen zurück zu Artikel 1 des Bundesbeschlusses auf Seite 2. Article 1, page 2 du dépliant. Und hier, Sie haben in Artikel 1, Buchstabe A und B, einen Verpflichtungskredit beschlossen. Der Artikel untersteht der Ausgabenbremse. Wir stimmen darüber ab. À l'article 1, le Conseil a décidé d'un crédit d'engagement qui est soumis aux frais en dépenses. Le Conseil se prononce. Ja, bedeutet Annahme des Artikels gemäß der Regel über die Ausgabenbremse. Nein, Ablehnung des Artikels. C'est ceux qui approuvent l'article 1 selon la règle sur le frais en dépenses votent oui. C'est ceux qui s'y opposent votent non. Ja, das ist alles auf Papier.
Sie haben die Ausgabenbremse gelöst mit 197 zu 0 Stimmen. Le frein aux dépenses est levé par 197 voix sans opposition. Artikel 2 so beschlossen. Article 2 ainsi décidé. Artikel 3 Absatz 1 so beschlossen. Article 3 alinéa 1 ainsi décidé. Artikel 4 Abstimmung über die Minderheit Wasserfallen Christian. Article 4 vote sur la minorité Wasserfallen Christian. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit gemäß Bundesrat, nein Zustimmung zum Antrag der Minderheit Wasserfallen Christian. Si ceux qui soutiennent la proposition de la majorité selon Conseil fédéral votent oui, si ceux qui soutiennent la proposition de la minorité Wasserfallen Christian votent non. Sie sind der Mehrheit gemäß Bundesrat gefolgt mit 109 zu 87 Stimmen. La majorité l'emporte par 109 voix contre 87. Gesamtabstimmung. Vote sur l'ensemble. Ja bedeutet Annahme der Vorlage, nein Ablehnung der Vorlage. C'est ceux qui approuvent le projet votent oui, ceux qui le rejettent votent non. Sie haben die Vorlage angenommen mit 196 zu 0 Stimmen. Le projet est approuvé par 106 voix sans opposition. Die Vorlage geht an den Ständerat. Va au Conseil des États. Bien ringraziamen als rapportators de commission, signor Fluri e signor Storni. A nous vignenti alla prossima faccenda 22.460 parlamentarische Initiative der UREG Nationalrat, dringliches Gesetz zur Beschleunigung von fortgeschrittenen Windparkprojekten und von großen Vorhaben der Speicherwasserkraft. 22.461, Initiative parlementaire de la CEAT, loi urgente concernant l'accélération des projets de parcs éoliens avancés et de grands projets de centrales hydrauliques à accumulation. Ja, oben erwähnt als Reportadres der Kommission, Dona Klopfenstein-Brogini und Dona Wismar. Wir behandeln die letzten Differenzen in einer Debatte. Les divergences restantes sont traitées en une seule discussion. Al plaid per la minorità da signor Imarch, sil suenter vignen es plidaders da fraktion, comprim signor Müller Altermatt. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich spreche für die Minderheit und auch gleichzeitig für die SVP-Fraktion. Die Beratungen zum Windexpress beurteilt die SVP nach wie vor als unseriös. Es wurde keine Vernehmlassung durchgeführt. Es gab eine kleine Anhörung in der Kommission, aber es wurden leider nur die Befürworter dieses Windexpresses eingeladen und keine Gegner. Die Volksrechte werden mit diesem neuen Gesetz eingeschränkt. In einigen Kantonen hat das Volk zu Windprojekten anschließend gar nichts mehr zu sagen. Und es gibt berechtigte Widerstände und Interessen bei Windkraftanlagen. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, es gibt Interessen von Natur- und Landschaftsschutz, Lärmschutz, Bodenschutz, Vogelschutz, Biodiversität, Rückbaubedingungen, Rodungsbedingungen, Erschließungsvoraussetzungen etc. etc. Aus diesen Gründen steht die Bevölkerung dem Bau solcher Anlagen sehr oft kritisch oder ablehnend gegenüber. Wir erachten es als nicht korrekt und auch als unsauber, dass die Politik die Bevölkerung in diesen Prozessen zunehmend oder ganz ausschließen möchte. Mit der Minderheit IMARC verlangen wir, dass die Bevölkerung dort, wo ein allfälliges Windprojekt nicht demokratisch legitimiert ist, eine entsprechende Volksabstimmung durchführen muss. An Standorten, wo bis jetzt noch keine Abstimmung stattgefunden hat, könnte dies auch noch nachgeholt werden. Die Befürworter dieser Vorlage, dieser politischen Hauruckübung argumentieren, dass die Bevölkerung bereits sich im Rahmen des Nutzungsplanverfahrens gegen ein Windprojekt äußern könne. Das stimmt aber nicht. Jedenfalls stimmt es nicht für alle Kantone. In den Kantonen Solothurn und Freiburg
entscheidet der Gemeinderat über die Nutzungsplanverfahren. Und auch im Falle von Einsprachen entscheidet letztlich eine Behörde und nicht die Bevölkerung. Die Bevölkerung kann sich politisch in diesen Kantonen überhaupt nicht mehr äußern. Und es kann in diesen Kantonen auch kein Referendum ergriffen werden gegen ein Nutzungsplanverfahren. Und auch juristisch kann sich die Bevölkerung gegen unliebsame oder allenfalls unausgegorene Windprojekte nur äußern von der Bevölkerung, wer im direkten Parameter zu einer Windanlage wohnt. Das heißt, diese Person darf nicht weiter als 1200 Meter vom Windprojekt wegwohnen, sonst kann sich die Person auch juristisch nicht mehr gegen ein unliebsames oder unausgegorenes Projekt äußern. Mit der Falschaussage der Befürworter, allfällige Windprojektgegner könnten sich nach wie vor äußern oder ein Projekt bekämpfen, werden hier Einwände gegen diesen Windexpress vom Tisch gewischt, die im Rahmen einer seriösen Beratung mit Anhörungen oder zum Beispiel einer Vernehmlassung bereits am Anfang, zu Beginn, zum Vorschein gekommen wären. Wie schon beim Solarexpress kommt nun auch beim Windexpress die unsaubere politische Legiferierung der beiden Räte bereits heute zum Vorschein. Ich fasse zusammen, mit der vorliegenden Minderheit IMARC versuchen wir nun nochmals, dem Anliegen Rechnung zu tragen, dass die Bevölkerung sich nach wie vor gegen unliebsame und unausgegorene Windprojekte in allen Kantonen zur Wehr setzen kann. Wir nehmen mit diesem Antrag weder einem Kanton noch einer Gemeinde irgendetwas weg. Im Gegenteil, wir geben der Bevölkerung die Möglichkeit, sich zu wehren gegen Projekte, die dies eben erforderlich machen. Das Gesetz ist so, wie es vorliegt, nach wie vor ein Pfusch und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Referendum enden mit sämtlichen erwähnten und berechtigten Angriffspunkten. Die SVP-Fraktion beantragt Zustimmung zur Minderheit IMARC und bei einer Ablehnung dieser Minderheit beantragen wir, das Gesetz zu verwerfen. Ich bedanke mich. Al plai dann als Plädaders der Fraktion, comprim Signor Müller-Altermatz, il zuenter suonder Signor Cliva. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Minderheit IMARC, die stört sich, wenn sie zwingend einen Volksentscheid für einen Windkraftnutzungsplan verlangt, nicht an der Windkraft und auch nicht am Gesetz, das wir jetzt beschließen werden. Sie stört sich am Planungs- und Baugesetz des Kantons Solothurn und am gleich konstruierten Gesetz des Kantons Freiburg. Unsere beiden Schwesterkantone sind nämlich die einzigen, in denen Nutzungspläne von der Gemeindeexekutive und nicht von der Gemeindeversammlung oder via Urnenabstimmung beschlossen werden. Dieses Verfahren über die Gemeindeexekutive als undemokratisch oder rechtsstaatlich nicht korrekt zu bezeichnen, ist aber grundfalsch. Im Gegenteil. Unser Vorgehen bezieht die Bevölkerung nämlich frühzeitig und umfangreich ins Verfahren mit ein. Der Gemeinderat muss nach Beschlussfassung den Nutzungsplan, der übrigens vorgeprüft wurde vom zuständigen Amt, den Nutzungsplan während 30 Tagen auflegen. Und jede und jeder, der oder die ein schutzwürdiges Interesse hat, so steht es im § 16 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Solothurn, der ein schutzwürdiges Interesse hat, kann dagegen Einsprache einlegen. Anstatt dass die Argumente also an eine Versammlung unter Getöse und Einflussnahme von außen vorgebracht werden, werden sie zwischen Bürger und übrigens demokratisch gewählter Gemeindebehörde ausgetauscht. Das Projekt kann so nicht nur angenommen oder abgelehnt werden, es kann auch optimiert oder redimensioniert werden. Und wenn der Gemeinderat eine Einsprache ablehnt, respektive ein Einsprecher und Rat sich nicht finden, dann steht dem Einsprecher anschließend immer noch die Beschwerde an den Regierungsrat zu, bevor dieser dann den Nutzungsplan genehmigt. Das ist ein effizientes, ein effektives, vor allem auch ein demokratisches und gleichzeitig rechtsstaatliches Verfahren. Und es ist ein Verfahren, welches die Kantone Solothurn und Freiburg selber so gewählt haben und so leben, und zwar nicht nur im Windkraftbereich. Ich wehre mich dagegen, nur für die Windkraft ein völlig anderes Verfahren anwenden zu müssen. Und ich weiß auch, was passieren würde, wenn in einer Gemeinde
dieses andere Verfahren zur Anwendung käme. Es gäbe einen wüsten Abstimmungskampf unter massiver Beeinflussung von außen. Anstatt dem Dialog zwischen Gemeinderat und Bürger hätten wir dann diejenigen Interessenverbände auf der Matte, welche die SVP sonst bei jeder Gelegenheit verteufelt und beschneiden will. Das ist irgendwie nicht stimmig. Im Interesse des Föderalismus, der Hoheit von Kantonen und Gemeinden und im Interesse auch des Friedens innerhalb der Gemeinden bitte ich Sie im Namen der Mitte-Fraktion, die Minderheit Dimark abzulehnen. Der Minderheit Dimark kann ich empfehlen, auf kantonaler Ebene aktiv zu werden, um das zu erreichen, was sie hier will. Wir können uns dann dort streiten und müssen nicht das Bundesparlament bemühen. Besten Dank. Appleit per la Fraktion des Werts als Signor Clivas, zu Interessant der Signor Jausli. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers et chers collègues. Les membres du groupe des Verts ont, vous le savez, pour la plupart soutenu en mars dernier la première mouture de cette loi fédérale sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les projets d'installation éolienne. Nous l'avions soutenu malgré le fait que nous aurions souhaité que la procédure ordinaire soit à nouveau appliquée dès que la production supplémentaire aura atteint 0,6 TWh. Une limite qui, pour rappel, correspond grosso modo à la production attendue des projets de parcs éoliens pour lesquels une pesée des intérêts entre l'exploitation et la protection de la nature et du paysage a déjà eu lieu, au moins dans les grandes lignes. Nous soutiendrons aujourd'hui aussi cette loi pour des raisons que nous avons déjà évoquées, à savoir, premièrement, l'énergie éolienne a un rôle à jouer dans le mix énergétique que la Suisse doit développer ces prochaines années. Deuxièmement, son avantage est de produire davantage pendant l'hiver que l'été, période la plus critique pour l'approvisionnement électrique du pays. Troisièmement, c'est une technologie sûre et qui peut produire à des coûts compétitifs. Quatrièmement, et surtout, et c'est la raison de cette loi, les procédures sont aujourd'hui trop longues et il faut passer à la concrétisation d'installations permettant d'augmenter la production d'énergie renouvelable. Ceci dit, je profite ici de faire une petite parenthèse pour souligner que les Verts aimeraient que ce Parlement ait aussi la capacité d'adopter rapidement des lois, non seulement pour les grandes installations photovoltaïques en montagne ou, comme dans le cas qui nous occupe ici, pour la réalisation de projets de parcs éoliens, mais aussi pour des mesures d'efficacité énergétique où un potentiel important d'économie existe sans être aujourd'hui réalisé. Les modifications apportées par la Chambre des cantons concernant l'implication des communes, modifications que les rapporteurs vont vous présenter ultérieurement et que M. Stéphane Müller-Altermat vous a déjà présentées dans sa prise de parole, constituent clairement une garantie que les communes seront toujours entendues. C'est une précision et une solution de compromis que les Verts vont soutenir et par conséquent, nous allons aussi refuser la minorité IMARC. Al pleit per la Fraktion Liberaldemokratica Signor Jausli. Schoda vos plidader der Fraktion. Ja, Herr Präsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren, wir sind in der Differenzbereinigung dringliches Gesetz zur Beschleunigung fortgeschrittener Windparkprojekte. Und wie wir alle wissen, ist das wahrscheinlich ein sehr heikler Punkt. Die Windenergie, die hat nicht die gleiche Akzeptanz wie andere alternativen Energieerzeugungsanlagen. Und hier gilt es auch mit Augenmaß und mit Sorgfältigkeit vorzugehen. Und wir sind uns bewusst, durchaus bewusst, dass wir mit diesem Windexpress vielleicht die ein oder andere Schwelle überschritten haben. Und die Korrektur hat nun der Ständerat vorgenommen. Und der Ständerat hat eigentlich gesagt, dass es notwendig ist, dass die entsprechenden Gemeinden eine Zustimmung zu der Nutzungsplanung gemacht haben muss. Und hier ist der Kern des Geschäftes in dieser Sache und auch der Kern der Minderheit IMARC. Es geht um Gemeinden. Und die Gemeinden ist natürlich gemeint, was im kantonalen Recht bereits fixiert ist. Das kann zu, je nachdem bei Nutzungsplan eben tatsächlich der Gemeinderat sein. Es gibt aber auch Kantone, da ist es effektiv die Stimmbevölkerung. Und das richtet sich zu 100% nach kantonalem Recht. Und es ist, steht uns als Parlament aus unserer Sicht, als FDP, nicht an, dass wir hier in die Gemeindeautonomie, in die Kantonsautonomie eingreifen und hier irgendwelche Vorgaben machen und das mit der Minderheit Mark, mit der Stimmberechtigten unterstreichen. Es ist so, dass im Kanton Solothurn und auch im Kanton Freiburg die kantonalen Rechte effektiv anders geregelt sind und wenn das geändert werden soll, dann müssen diese Parlamentarierinnen und Parlamentarier
auf die kantonale Gesetzgebung Einfluss nehmen und nicht über das Bundesrecht dies über Steuern zu versuchen. Wir bitten Sie hier, dem Ständerat zu folgen. Wir finden das eine gute Lösung, die wird sicher auch in der Praxis umsetzbar sein, und bitten Sie hier, den Antrag Minderheit IMARG abzulehnen. Besten Dank. Die GLP folgt der Mehrheit. Alpleida, Cousier Federal, Albert Rösti. Danke, Herr Nationalratspräsident, geschätzte Damen und Herren. Wir befinden uns in der Differenzbereinigung Ihrer parlamentarischen Initiative. Mit der vorliegenden Revision des Energiegesetzes soll die etwas langwierige und komplexe Realisierung von Windkraftprojekten unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit befristet beschleunigt werden. Ihr Rat hat in der Frühjahrssession dem Vorhaben mit 134 zu 51 Stimmen zugestimmt. Letzte Woche hat auch der Ständerat als Zweitrat die Vorlage angenommen, dies deutlich mit 39 zu 0 Stimmen. Der Ständerat hat auf Antrag der UREC-S eine Anpassung vorgenommen, die der eben diskutierten demokratischen Mitsprache der Gemeinde besonders Rechnung trägt. Auch hier wurde ja die Frage des Einbezugs der Gemeinde, der Bevölkerung intensiv diskutiert. Ich beantrage Ihnen, die Anpassungen des Ständerates hier zu übernehmen. Das heißt, wenn die betroffenen Gemeinden den Windenergieprojekt im Rahmen der Nutzungsplanung zugestimmt haben, dass dann eben die Bewilligung auf kantonaler Ebene erteilt werden kann. Mit dieser Klärung ist sichergestellt, dass die Gemeinden mindestens bei der Nutzungsplanung zustimmen. Welches Organ das auf Gemeindeebene ist, das bestimmt letztlich die Gemeindeordnung. Und deshalb bitte ich Sie hier, der Mehrheit zu folgen und die Differenz mit dem Ständerat so zu bereinigen. Ich danke Ihnen. Alpleid an das Reportat der Kommission, Comprim Donna Wismar. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren. Ich gebe zuerst meine Interessenbindungen bekannt. Ich bin Vizepräsidentin von Swissiol. Wir beraten jetzt zum zweiten Mal über die Vorlage zum Gesetz zur Beschleunigung von fortgeschrittenen Windparks. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass der Titel des Geschäfts unter der Nummer 22.461 nicht mehr stimmt. Es ist kein dringliches Gesetz mehr. Wir befinden uns im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und die großen Vorhaben der Speicherwasserkraft wurden in der Zwischenzeit in den Mantelerlass verschoben. Es gilt somit der Titel Bundesgesetz über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen. Dieses Bundesgesetz ist eines von mehreren Projekten, das den Ausbau einheimischer Energien zum Ziel hat. Das beschleunigte Verfahren soll für Windenergieprojekte im nationalen Interesse zur Anwendung kommen, die bis eine zusätzliche Leistung von 600 Megawatt installiert ist. Es sind darunter keine unausgegorenen Projekte, wie dies der Fraktionssprecher der SVP mehrfach erwähnt hat. Zur Erinnerung, die Projekte, die aktuell von dieser Vorlage betroffen sind, haben alle Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht und wurden bis vor Bundesgericht validiert. Und sie sind mindestens 15 bis 22 Jahre alt. Wir haben in unserem Rat in der Frühjahrssession diese Vorlage beraten. Die einzige von der Großen Kammer vorgenommene Änderung gegenüber der Kommissionsfassung betraf den Artikel 71c Absatz 1, wo geregelt wird, dass die installierte Leistung anstelle der Produktion die maßgebende Größe sein soll. Der Vorlage wurde im Stimmenverhältnis 134 zu 51 zugestimmt und sie wurde für die Beratung an den Ständerat weitergeleitet. In der vergangenen Woche hat nun der Ständerat die Vorlage beraten. Ein zentrales Anliegen ist der kleinen Kammer die demokratische Legitimation. Die beschleunigten Verfahren sollen nur angewendet werden dürfen, wenn die Gemeinden der Anlage bereits im Rahmen der Nutzungsplanung bewilligt haben. Dies war inhaltlich bereits in der ursprünglichen Vorlage durch die Voraussetzung einer gültigen
Nutzungsplanung enthalten. Durch die Formulierung des Ständerates wird dieser Umstand jedoch nochmals unmissverständlich betont. Ausgenommen davon sollen Kantone sein, welche vor dem Inkrafttreten des Beschleunigungsgesetzes die Kompetenzen zur Nutzungsplanung für Windenergieprojekte auf die Kantonsebene verschoben haben. Dies ist aktuell im Kanton Neuenburg der Fall. Diese Vorlage wurde vom Ständerat ohne eine einzige Gegenstimme zugestimmt. Heute Morgen hat sich Ihre Kommission mit der erfolgten Änderung befasst. Diese vom Ständerat beschlossene Änderung an der Vorlage des Nationalrates nahm die Kommission oppositionslos entgegen. Die Minderheit IMARC in Artikel 71c Absatz 1 verlangt eine Formulierung, dass zwingend die Nutzungsplanung von den Stimmberechtigten beschlossen werden müssen. Die Verfahren zur Bewilligung der Nutzungsplanung, wir haben das auch vom Bundesrat gehört, die ist in der Gemeindeordnung geregelt. Eine Ausnahme ist der Kanton Neuenburg, habe ich bereits erwähnt, wo die Nutzungsplanung dem Kanton obliegt. Die Minderheit IMARC hätte zur Folge, dass die Gemeinden ihre Gemeindeordnung anpassen müssen. Die Mehrheit der Kommission war sich einig, dass ein solcher Eingriff in die Gemeindehoheit weder nötig noch zielführend ist. Die Minderheit IMARC wurde mit 18-7 Stimmen abgelehnt. Im Namen der Kommission bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen und der Vorlage zuzustimmen. Meine Wohnung bleibt bei der Kommission, hat unten Klopfenstein Progini. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers et chers collègues. Après un vote clair, on soutient cette initiative parlementaire ici au Conseil national le 8 mars dernier. La Commission de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire du Conseil des États a apporté des modifications. Celles-ci ont été confirmées successivement en plénum au Conseil des États le 1er juin dernier, à l'unanimité, et encore en commission de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire du Conseil national, c'était ce matin, il y a à peine 2 heures. Les débats ont tous convergé vers le juste équilibre entre, d'une part, une accélération des procédures et, d'autre part, le respect des processus démocratiques, et en particulier au niveau local, et c'est précisément ici que la modification intervient. Avant de détailler ces modifications, j'aimerais juste faire encore un rappel sur le contenu de cette initiative parlementaire. Elle propose l'accélération des procédures d'autorisation pour la construction d'installations éoliennes avec l'objectif d'obtenir une puissance supplémentaire de 600 MW d'électricité renouvelable par rapport à 2021. Pour y parvenir, l'autorisation de construire doit être délivrée pour des projets éoliens déjà bien avancés. Et qu'est-ce qu'on entend par bien avancé? Eh bien, ça signifie que des projets éoliens d'intérêt national doivent bénéficier d'un plan d'affectation qui, lui, est déjà entré en force. Deuxième condition pour y parvenir, les procédures judiciaires liées à ces autorisations de construire doivent être raccourcies. Cette procédure accélérée ne s'applique que jusqu'à ce que les installations éoliennes disposent d'une puissance supplémentaire de 600 MW à l'échelle de la Suisse et en comparaison avec l'état de 2021. À ce projet, voté le 8 mars dernier, est ajoutée la modification à l'article 71C, alinéa 1 de la loi sur l'énergie, qui précise que pour prétendre à la procédure accélérée, les installations éoliennes doivent non seulement être d'intérêt national, comme ça avait déjà été précisé, disposer d'un plan d'affectation qui soit évidemment entré en force, mais que ce plan d'affectation doit en plus avoir été décidé par les communes, et c'est là qu'intervient la modification. Par ailleurs, pour tenir compte de la situation spécifique du canton de Neuchâtel, il a été ajouté au même article un alinéa 1 bis qui précise que ces règles s'appliquent aussi si le plan d'affectation entré en force a été décidé par le canton, ce qui est la réglementation au niveau du canton de Neuchâtel, pour autant que cette compétence s'appuie sur un acte sujet au référendum et que cet acte ait été adopté avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. Ce projet, au final, fait partie d'un tout et vient s'ajouter notamment à la grande révision de la loi sur l'énergie et de l'approvisionnement électrique qu'on a longuement débattue lors de la dernière session. Et vient aussi, cette offensive solaire fait sa part, évidemment, dans le tournant énergétique, fait partie du mix énergétique.
de rappeler aussi que cette initiative parlementaire reste limitée dans le temps, concerne entre 6 et 10 parcs éoliens d'intérêt national et au bénéfice d'un plan d'affectation qui est déjà entré en force, qu'elle s'arrête aussi dès la production annuelle d'électricité d'environ 1 TWh ou 600 MW atteint. Elle donne aux communes la marge de manœuvre pour avancer vite et fait au final, et c'est ça qui est important, elle fait au final gagner 3 à 4 ans pour avancer clairement sur des projets qui stagnent depuis plus de 10 ans. Au nom de la Commission, je vous invite donc à accepter la nouvelle version, à savoir, à l'article 71C, alinéa 1, l'introduction de la nécessité que le plan d'affectation entré en force soit formellement décidé par les communes, et 2, à l'alinéa 71C, alinéa 1 bis, cet ajout qui permet d'intégrer la spécificité neuchâteloise dans la loi, de rappeler encore que les Neuchâtelois et Neuchâteloises ont décidé de manière démocratique que c'était le canton qui approuverait les plans d'affectation. Par rapport à la minorité développée par IMARC, la Commission propose clairement de la rejeter par 18 voix contre 7. Pour la Commission, très clairement, les communes, c'est aux communes de gérer la manière dont le plan d'affectation entré en force sera décidé. Pour que les électeurs et électrices de la commune décident, eh bien, il faudrait que le sujet soit combattu en référendum. Et ce risque-là, c'est évidemment de faire perdre du temps encore sur ce sujet, alors que précisément, l'objectif de cette initiative parlementaire, c'est d'accélérer les procédures et arrêter de perdre du temps sur des projets aussi importants que ceux de ces 6 à 10 parcs éoliens. Je vous remercie de votre attention. Der Rat stimmt ab. Le Conseil se prononce. Bundesgesetz über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, Änderung des Energiegesetzes und des Bundesgerichtsgesetzes. Loi fédérale sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les projets d'installation éolienne, modification de la loi sur l'énergie et de la loi sur le tribunal fédéral. Artikel 71c Absatz 1, Abstimmung über die Minderheit IMARC. Article 71c alinéa 1, vote sur la minorité IMARC. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit gemäß Ständerat, nein Zustimmung zum Antrag der Minderheit IMARC. C'est ceux qui sont favorables à la proposition de la majorité selon le Conseil des États votent oui, c'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité IMARC votent non. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 136 zu 53 Stimmen. La majorité l'emporte par 136 voix contre 53. Artikel 71c Absatz 1 bis so beschlossen. Das Geschäft ist bereit für die Schlussabstimmung. L'objet est prêt pour le vote final. Un ringraziamento alle rapportatori della Commissione, Donna Klopfenstein Brogini e Donna Wismer Felder. Wir kommen nun zum Ordnungsantrag. Und ich erinnere Sie daran, beim Ordnungsantrag gibt es keine materielle Diskussion. Herr Heer wird den Ordnungsantrag vertreten. Danach kommt der Gegenantrag von Herrn Wermuth und wir stimmen ab. Herr Heer, Sie haben das Wort. Geschätzter Herr Präsident, geschätzter Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, im Namen der SVP-Fraktion stelle ich Ihnen folgenden Antrag. Der Nationalrat lehnt die für den Donnerstag, 15. Juni um 14 Uhr geplante Videoansprache des Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, im Nationalratssaal ab. Das Büro des Nationalrates und offensichtlich die Mehrheit in diesem Saale will Weltpolitik betreiben und verletzt dabei grundlegende diplomatische Gepflogenheiten. Zuständig für Präsident Zelensky ist nicht das Büro des Nationalrates oder der Nationalrat, sondern Bundespräsident Perse, allenfalls Bundesrat Gassis als Außenminister. Mit dieser Aktion unterminieren Sie auch Ihren Bundespräsidenten von der SP, welcher die Neutralität im Ausland mehrfach verteidigt hat. Sie beschädigen die Glaubwürdigkeit und Neutralität der Schweiz. Selbstverständlich verstehen wir Präsident Zelensky, dass er alles für die Ukraine mobilisieren will, Geld, Waffen und weitere Unterstützung. Sie werden deshalb am 15.06. um 14 Uhr als Befehlsempfänger und Befehlsempfängerinnen von Präsident Zelensky dastehen. Das will die SVP nicht.
Wollen Sie als nächstes Joe Biden einladen zur Frage der Übernahme der US-Sanktionen oder die Präsidentin der Europäischen Kommission von der Leyen zur Frage, ob wir das Rahmenabkommen übernehmen sollen oder nicht? Ich bitte Sie im Namen der SVP, unserem Ordnungsantrag zuzustimmen. Besten Dank. Das Wort für den Gegenantrag hat Herr Wermuth. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Damen und Herren, geschätzte Mitglieder der Fraktion der SVP. Wir feiern dieses Jahr 175 Jahre Bundesverfassung, Geburtstag dieser Republik. Dieses Land wurde 1848 gegründet nach einem schmerzhaften Bürgerkrieg. Es gab durchaus Überlegungen der imperialistischen Mächte Europas und der antidemokratischen Monarchien, in dieses Land einzufallen, um die Demokratie zu beenden. Es war historischer Zufall, dass das nicht geschehen ist. 100 Jahre später sind noch einmal Männer und Frauen an der Grenze dieses Landes gestanden und waren bereit, es zu verteidigen im Notfall gegen jene, denen Freiheit und Demokratie nicht passen. Und jetzt wollen Sie, ausgerechnet Sie, die immer behaupten, Ihnen seien Demokratie, Souveränität und Unabhängigkeit so wichtig, nicht einmal hören, was der Präsident eines Landes zu sagen hat, der seit einem Jahr mit seinen Menschen diese Werte in Europa verteidigt. Meine Damen und Herren, das ist eine moralische Bankrotterklärung Ihrer Partei und sonst gar nichts mehr. Wenn die Profite der Konzerne in diesem Land wirklich wichtiger sind, als dass die Wahrheit hier ausgesprochen werden darf, dann geht es nicht. Was Sie hier betreiben, meine Damen und Herren, das ist Cancel Culture im Auftrage Moskaus und das ist nicht Sache dieses Parlaments. Bitte stimmen Sie diesem Antrag nicht zu. Wir stimmen über diesen Ordnungsantrag ab. Le Conseil se prononce sur la motion d'ordre du groupe UDC. Ja bedeutet Zustimmung zum Ordnungsantrag der SVP-Fraktion, nein, Ablehnung des Ordnungsantrages. Celles et ceux qui approuvent la motion d'ordre du groupe UDC votent oui, c'est ceux qui la rejettent votent non. Sie haben den Ordnungsantrag abgelehnt mit 128 zu 58 Stimmen bei 4 Enthaltungen. La motion d'ordre est rejetée par 128 voix contre 58 et 4 abstentions. Und nun gebe ich das Wort an Herrn Fluri. Er wird noch eine Erklärung abgeben als Kommissionssprecher zum Geschäft 23033, zum Bundesbeschluss über die Verpflichtungskredite ab 2024 für die Beiträge an Maßnahmen im Rahmen des Programms Agglomerationsverkehr. Herr Fluri, Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident, der Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren. Es geht um eine missverständliche Gegenüberstellung der Anträge bei Artikel 3 Absatz 2 Straßentunnel Moscha-Acapulco. Ich möchte hier festhalten, dass es die Abstimmung nicht lautete Mehrheit gegen Minderheit Basquier-Eichenberger, sondern Mehrheit gegen Antrag Bundesrat. Das zuhanden der Weiterberatung des Geschäftes im Ständerat. Ob das Abstimmungsergebnis etwas geändert hätte, ist eine andere Frage. Und so kommen wir zum nächsten Geschäft, 22/41/32, Motion Ständerat Herzog-Ewer, Eingrenzung der volkswirtschaftlichen Risiken von systemkritischen Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft. 22/41/32, Motion du Conseil des États Herzog-Ewer, limiter les risques que représentent pour l'économie nationale les entreprises d'importance systémique du secteur de l'électricité. Die Kommission und der Bundesrat beantragen die Annahme der Motion in der geänderten Fassung. Es liegt kein anderer Antrag vor, so beschlossen. Kommission et Conseil fédéral proposent d'adopter la motion dans sa version modifiée. Il n'est pas fait d'autres propositions ainsi décidées. Und wir kommen zum nächsten Geschäft, 22/39/29, Motion Ständerat Maret Marian, Festlegung von PFAS-spezifischen Werten in Verordnungen. 22/39/29, Motion du Conseil des États, Marais-Marianne, Definition dans les ordonnances de valeurs spécifiques au PFAS. Die haben erwähnt, als Reportatrice der Kommission, Dona Bujara, Dona Mons. Dona Mons, was ist der Pleit? Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren,
Die vorliegende Motion verlangt Grenzwerte für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS genannt. Eigentlich haben sich die meisten in der Kommission gewundert, dass es für diese gefährlichen Stoffgruppen noch keine Grenzwerte gibt. Deshalb, ich nehme es vorweg, hat die Kommissionsmehrheit empfiehlt Ihnen, die Motion mit 18-7 Gegenstimmen anzunehmen. Der Tagesanzeiger titelte diesen Februar mit großen Lettern: Die Lage ist ernst. Europäische Medien schlagen Alarm. In ganz Europa wurden tausende Orte identifiziert, die mit toxischen Stoffen der Klasse PFAS verschmutzt sind. Es handle sich um ein Jahrhundertgift. PFAS ist eine Stoffgruppe, die tausende von Substanzen umfasst. Sie sind in vielen Produkten enthalten, so in Pestiziden, Kosmetika, Feuerlöschschäumen. Sie werden aber auch in Papierherstellung verwendet und sind auch in wasser- und schmutzabweisenden Beschichtungen der Outdoor-Bekleidung und Regenbekleidung vorhanden. Diese Stoffe sind für uns sehr nützlich, weil sie sehr gute Eigenschaften haben. Sie sind aber auch sehr langlebig und das macht sie zum Problem. Sie reichern sich durch ihre Langlebigkeit in der Umwelt an. Entsprechend werden sie auch Forever Chemicals genannt. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Bevor das Problem so groß wird, dass man es nicht mehr lösen kann, vorbeugen ist deshalb besser als heilen. PFAS sind heute überall in der Umwelt vorhanden. Die gesundheitlichen Risiken der Chemikalien sind besorgniserregend und viel schlimmer als bisher angenommen. Der Einsatz von PFAS wurde bereits eingeschränkt, aber für gewisse Anwendungen gibt es noch keine Ersatzprodukte. Sie werden beispielsweise für Skiwachse verwendet. Deshalb gelangen sie auch beim Engadiner Marathon in den Silsersee und reichen sich dort an und vergiften Fische und Vögel. Der Profilanglaufsport hat die PFAS-Wachse deshalb bereits verboten. Für den Breitensport sind die giftigen Wachse aber immer noch erlaubt. Eine absurde Situation. Die PFAS-Konzentration ist auch im Bodensee zum Problem geworden. Diesen Mai hat die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee die Belastung der Gewässer mit Forever Chemicals zum Thema gemacht. Ein Rechercheverbund hat in der Schweiz über 130 Hotspots festgestellt, die so hohe Konzentrationen an PFAS-Verschmutzung aufweisen, dass sie die menschliche Gesundheit schädigen können. Diese PFAS-belasteten Standorte gefährden das Grundwasser, die Oberflächengewässer und die Böden. Weil es noch keine rechtlich verbindlichen Grenzwerte gibt, ist der Vollzug in den Kantonen schwierig und die Sanierung können kaum durchgesetzt werden. Einige Kantone haben noch nicht einmal den Handlungsbedarf erkannt. Die Behörden müssen rasch handeln können, um die PFAS-Belastung in der Umwelt in den Griff zu bekommen, und zwar bevor das Problem unlösbar wird. Dazu braucht es Grenzwerte, die für die Bereiche Abfall, Altlasten und Böden sowie für die Einleitung in die Gewässer. Ich danke dem Bundesrat. Er hat den Handlungsbedarf erkannt und empfiehlt die Motion zur Annahme. Auch die vorberatende Kommission war sich weitgehend einig und empfiehlt Ihnen mit 18-7 Gegenstimmen dieser Motion zuzustimmen. Danke. Wir wollen bleibt bei der Kommission auch Donna Bujar. Sie zu interessieren, dass Sie Page per Sie Minorität. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers et chers collègues, au nom de votre Commission de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Énergie, je vous rapporte brièvement la proposition relative à la motion de la conseillère aux États, Marianne Marais. L'intervention demande au Conseil fédéral d'introduire des valeurs limites
pour certains produits chimiques. Concrètement, il s'agit des substances pré- et polyfluoralkylées ou FAS, un groupe de matériaux qui comprend des milliers de substances. Ces produits chimiques sont utilisés depuis des décennies par l'industrie suisse. Par exemple, dans les extincteurs ou dans divers revêtements hydrofuges et antisalissantes, notamment les vêtements de pluie. Mais on les retrouve aussi dans les pesticides ou les produits cosmétiques. Ces produits chimiques sont difficilement biodégradables. Les FAS sont donc présents dans de nombreux endroits, notamment les sols, les sous-sols et les eaux souterraines. Lorsqu'on les retrouve dans les produits de consommation et dans la nature, ces substances représentent un risque pour la santé et humaine et animale. Ces dernières découvertes scientifiques internationales ont montré que les risques liés aux FAS sont nettement plus élevés que ceux que l'on pensait jusqu'à présent. Selon la motion, le Conseil fédéral devrait fixer des valeurs limites pour la concentration de ces substances chimiques dans les sols, les sous-sols, ainsi que pour l'élimination des matériaux et le déversement dans les eaux. La raison à cela est que les services compétents des cantons rencontrent aujourd'hui des difficultés dans la mise en œuvre. En effet, il n'existe pas de valeurs limites juridiquement contraignantes pour ces substances. Aujourd'hui, ces valeurs limites sont fixées au cas par cas dans les assainissements urgents. C'est inefficace et par ailleurs très coûteux pour les cantons. Il est clair que la mise en œuvre de ces nouvelles directives doit être abordée en étroite collaboration avec les services compétents des cantons. Selon la Commission, la fixation de valeurs limites dans les ordonnances fédérales donnerait aux cantons une référence claire. C'est une condition préalable à l'assainissement des sites pollués. Une minorité de la Commission rejette la motion. Elle justifie son rejet par des questions ouvertes et souhaite une analyse plus approfondie des options d'action existantes aujourd'hui. Par ailleurs, elle argumente que les cantons particulièrement concernés ont déjà agi eux-mêmes et que d'autres cantons ne sont pas concernés par la problématique. Une réglementation nationale serait donc superflue. La majorité de votre commission est en revanche d'avis que la Confédération doit agir au niveau de l'ordonnance et fixer rapidement des valeurs limites. Le Conseil fédéral propose également d'approuver cette motion. Votre SEAT vous recommande donc, par 18 voix contre 7, d'approuver la motion de notre collègue Marais. Merci pour votre attention. Alt bleibt per sim minoritat, a signor Pasch. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues, je vous invite, à l'instar d'une minorité de la Commission et en mon nom, de rejeter la motion 22-39-29 de la conseillère Rosetta Marianne Marais et de suivre ma minorité. Avant de vous en expliquer les raisons, permettez-moi de souligner combien nous sommes conscients de l'acuité du problème de la pollution aux substances per- et polyfluoroalkylées. Disons les PFAS pour simplifier. Plusieurs cantons ont d'ores et déjà pris la mesure du problème et ont procédé à des investigations en relation avec la présence de PFAS dans l'environnement. Ce que, par ailleurs, souligne pertinemment la majorité de la Commission. Dans notre pays, plusieurs sites pollués aux PFAS ont été découverts et nécessitent un assainissement afin d'éviter que ces substances difficilement dégradables ne se propage dans les eaux de surface. Mais, et c'est là l'essentiel de mon argumentation minoritaire, il appartient aux cantons d'assainir ces zones polluées. Force nous est bien de constater qu'aujourd'hui, cet assainissement de sites pollués ne concerne pas tous les cantons. Relevons que les cantons de Vaud et de Saint-Gall, par exemple, ont notamment déjà entrepris des travaux d'assainissement de certains sites pollués, comme l'a dit la rapporteure de langue française. Notre minorité considère dès lors que la compétence d'assainissement peut, et je vous dis aujourd'hui, doit être laissée aux cantons. Il n'est pas nécessaire de fixer de règlement au niveau fédéral, sans compter que pareille réglementation fédérale
entraînerait forcément des coûts à charge de la Confédération. Une Confédération dont, pour l'heure, l'état des finances ne permet pas trop l'ajout de charges supplémentaires. Agir pour les pollutions environnementales dues au PFAS, oui. Pour protéger la santé de la population, oui. Notre minorité n'en doute pas un instant que nos autorités cantonales ne soient pas conscientes de ce problème et aient décidé d'agir. C'est dans cet esprit de respect fédéraliste que la minorité de la Commission, en soutenant ma minorité, vous invite à rejeter cette motion. Je vous remercie pour votre soutien. Al plaid a Conseiller fédéral Albert Rösti. Danke, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Die vorliegende Motion verlangt spezifische Werte, wie Sie gehört haben, für PFAS in verschiedenen Verordnungen zu verankern, und zwar in den Bereichen Abfall, Altlasten, Boden und für die Einleitung in Gewässer. Noch einmal, PFAS ist die Abkürzung für eine Stoffgruppe, die einige tausend Substanzen umfasst. PFAS werden in vielen Prozessen und Produkten eingesetzt, zum Beispiel bei Feuerlöschschäumen, regenfesten Outdoor-Kleidern oder in Pestiziden und Kosmetika. Viele dieser PFAS sind langlebig in der Umwelt, sie sind fast nicht abbaubar und sie reichen sich in der Umwelt an. Viele Untersuchungen zeigen, dass PFAS heute in der Umwelt weit verbreitet sind. Es ist eine große Herausforderung, wie wir damit umgehen wollen. Und ich bitte Sie deshalb namens des Bundesrates, hier diese Motion anzunehmen. Mit der Festlegung von Zielwerten ist die Bearbeitung der mögliche Schutz vor diesen Werten, die Sanierung von Altlasten einfacher möglich. Deshalb bitte ich Sie zuzustimmen und Ihrer vorberatenden Kommission zu folgen. Wir können somit abstimmen. Le Conseil se prononce. 22, 39, 29. Motion Ständerat Marit Marian, Festlegung von PFAS-spezifischen Werten in Verordnungen. 22, 39, 29. Motion du Conseil des États Marit Marian, Definition dans les ordonnances de valeurs spécifiques au PFAS. Die Kommission beantragt, die Motion anzunehmen. Die Minderheit Page beantragt die Ablehnung der Motion. La Commission propose d'adopter la motion. Une minorité Page propose de la rejeter. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit und des Bundesrates, Annahme der Motion. Nein, Zustimmung zum Antrag der Minderheit Page, Ablehnung der Motion. Celles et ceux qui, avec la majorité, le Conseil fédéral, veulent adopter la motion, votent oui. C'est ceux qui soutiennent la minorité Page de la rejeter, votent non. Sie sind der Mehrheit und dem Bundesrat gefolgt und haben die Motion angenommen mit 134 zu 53 Stimmen. La majorité du Conseil fédéral l'emporte par 134 voix contre 53. La motion est donc adoptée. Bien un graziamento alla rapportatrice della Commissione, Donna Mons, Donna Bujar. Nous venons à la prochaine motion, 2334 98. Ehehafte Wasserrechte schützen und einen klaren Rahmen für die Anwendung der Restwasserbestimmungen schaffen. Prochain objet 23-34-98, motion de la CEAT, protéger les droits d'eau immémoriaux et créer des conditions claires pour l'application des dispositions relatives aux débits résiduels. Ja, benvenuto als Reportator der Kommission, Signor Paganini, Signor Page, Signor Paganini, vous avez le plaid. Herr Nationalratspräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Viele von Ihnen haben vielleicht noch nie etwas von ehehaften Wasserrechten gehört. Es geht um sehr alte Rechte. Es gibt keine neuen ehehaften Wasserrechte und sie stammen aus einer Zeit, als das öffentliche Recht noch rudimentär entwickelt war und die Verleihung von Konzessionen noch nicht an der Tagesordnung war. Auf der Basis solcher privater Rechte konnte das Wasser auch für die Stromproduktion verwendet werden. Die privaten Wasserrechte unterstehen dem Schutz der Bundesverfassung,
was in Artikel 24 bis Absatz 3 der alten Bundesverfassung ausdrücklich festgehalten war und heute als ungeschriebenes Verfassungsrecht gilt. Im St. Galler Kommentar zur aktuellen Bundesverfassung ist in Randziffer 27 festgehalten, ich zitiere, nicht mehr in die Verfassung aufgenommen wurde der ausdrückliche Vorbehalt privater Rechte gegenüber den kantonalen Nutzungsrechten, namentlich der sogenannten ehehaften Wasserrechte, da er einerseits selbstverständlich ist und andererseits die Rechte privater im Namen des Grundrechtskatalogs, insbesondere durch die Eigentumsgarantie, auf gleicher Ebene ausdrücklich und hinlänglich geschützt werden. Ende Zitat. Allerdings ficht das Bundesgericht nicht mehr an. Es hat im Entscheid 145/240 die ehehaften Wasserrechte absolut entgegen dem Willen des Gesetzgebers als verfassungswidrig erklärt. Bei erstbester Gelegenheit müssen diese privaten Wasserrechte in eine Konzession umgewandelt werden. Für die Betreiber eines auf privaten Wasserrechten beruhenden Wasserkraftwerks stellt der zitierte Bundesgerichtsentscheid faktisch eine Enteignung dar. Bis jetzt waren diese privaten Rechte zeitlich unbefristet und jetzt kommt das Bundesgericht und wandelt diese um in eine zeitlich befristete Konzession. Das ist nichts anderes als eine Enteignung. Stellen Sie sich einen Investor vor, der noch im Jahr 2010 in bestem Glauben eine Liegenschaft mit einem privaten Wasserrecht gekauft und bezahlt hat und jetzt enteignet wird. Dies alles hat natürlich auch etwas mit der Produktion von Strom aus Wasserkraft zu tun. Man geht davon aus, dass etwa 400 Wasserkraftwerke auf solchen privaten Wasserrechten beruhen und jedes Jahr etwa 1 Million Kilowattstunden produzieren. Das sind insgesamt etwa 0,4 Terawattstunden. Jede Kilowattstunde zählt, hat man uns noch vor wenigen Monaten zu Recht gepredigt. Umso mehr gilt das für 400 Millionen Kilowattstunden. Die Mehrheit der Kommission will nicht nur den Schutz der Wasserrechte wiederherstellen, sondern auch klare Regeln für die Anwendung der Restwasservorschriften. Den Fisch interessiert es ja nicht, ob das Wasserkraftwerk auf einem privaten Wasserrecht oder auf einer Konzession beruht. Man muss also einen Mechanismus finden, sodass auch die Eigentümer von Kraftwerken, die auf privaten Wasserrechten beruhen, analog zu den anderen Kraftwerken die Restwasserbestimmungen einhalten müssen. Für die Minderheit der UREC-N liegt das Bundesgericht mit seinem Entscheid richtig. Gemäß Artikel 76 Absatz 4 der neuen Bundesverfassung verfügen die Kantone über die Wasservorkommen. Unbefristete private Wasserrechte stünden dem entgegen. Auch stelle die Konzessionserteilung für die Anwendung der Restwasserbestimmungen einen sehr klaren Anknüpfungspunkt dar. Der Bundesrat lädt den Hauptpunkt der Motion, das Rückgängigmachen der Enteignung durch das Bundesgericht, ab und stimmt nur dem zweiten Punkt zu. Die Kommission konnte sich mit dieser Stellungnahme nicht auseinandersetzen. Ich erlaube mir aber eine persönliche Bemerkung. Der bundesrätliche Antrag macht eher wenig Sinn. Bleibt es beim eingangs erwähnten Bundesgerichtsurteil, so werden die privaten Wasserrechtseigentümer enteignet, das Konzessionsverfahren bei nächster Gelegenheit eingeleitet und dann sind auch die Regeln für das Restwasser klar. Dass der Bundesrat selber übrigens auch Handlungsbedarf sieht, kommt im Hinweis zum Ausdruck, dass er bei einer vollständigen Annahme der Motion, was Ihnen eben Ihre Kommission beantragt, dass er dann dem Ständerat entsprechende Vorschläge unterbreiten würde. Aus all diesen Gründen bitte ich Sie im Namen der Kommissionsmehrheit, welche das mit 13-12 Stimmen entschieden hat, der Motion zuzustimmen. Ich danke Ihnen. Signor Paganini, da hat Ihnen der Mond oder Signor Rodui. Cher collègue, est-ce que vous pouvez confirmer si votre motion prévoit des exceptions
pour les installations historiques, c'est-à-dire où l'on veut protéger le patrimoine. Je pense par exemple aux anciens moulins, à des petites installations qui datent depuis plus de 100 ans. Est-ce que vous en avez discuté en commission et est-ce que votre motion prévoit ce genre d'exception ? Oder wenn diese Motion angenommen wird, dann sind eben alle diese historischen Wasserkraftwerke, die auf privaten Wasserrechten beruhen, die können dann weiter betrieben werden unter diesem Recht. Und dann muss man ein Regime dann machen. Das wird dann am Bundesrat sein, uns Vorschläge zu machen, wie die Restwasserbestimmungen umgesetzt werden. Solche Ausnahmen, die können dann selbstverständlich diskutiert werden. Meine Damen und Herren, bleibt bei der Kommission der Signor Pasch, sehr zu interessieren, der Signor Flach, per sie Minorität. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues. J'ai le plaisir de rapporter au nom de la Commission de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de l'Énergie de notre Conseil, de notre motion qui veut protéger les droits d'eau immémoriaux et créer les conditions claires pour l'application des dispositions relatives au débit résiduel. Et puisque nous allons parler d'eau, autant aller tout de suite à la source et nous rappeler ce que disait notre Constitution avant d'être révisée en 1999 à son article 24 bis alinéa 3. Je cite « Sous réserve des droits privés, il appartient au canton ou au titulaire que désigne la législation cantonale de disposer des ressources en eau et de percevoir des redevances pour leur utilisation. Les cantons fixent ces redevances dans les limites de la législation fédérale. » Ce petit rappel pour souligner combien la motion que nous traitons s'inscrit dans la ligne de notre texte fondamental, dont la mise à jour en 1999 ne signifiait pas un changement sur cette question. Il s'agit pour cette motion de protéger les droits d'eau immémoriaux et créer des conditions claires pour l'application des dispositions relatives au débit résiduel. Notre commission vous propose de donner suite à cette motion par 13 voix contre 12. La minorité estime que de tels droits d'eau privés accordés pour une durée illimitée sont en contradiction avec le principe constitutionnel de la souveraineté de l'État sur les eaux. Dès lors, ne voyant pas la nécessité d'intervenir, elle propose le rejet de la motion. A contrario, la majorité de notre commission souhaite assurer la pérennité des droits d'eau immémoriaux. Mais attention, ces droits d'eau particuliers et ancestraux ne doivent toutefois pas conduire à ce que les centrales hydroélectriques concernées soient soumises à des prescriptions moins strictes en matière de protection des eaux et de débit résiduel. Des prescriptions moins strictes, donc, pour que les centrales qui font l'objet d'une concession de droit public. Mais pour être le plus complet, à défaut d'être exhaustif, il faut encore ajouter le pourquoi de cette législation que la majorité de notre commission appelle de ses voeux. Les droits immémoriaux sont des droits exclusivement privés qui trouvent leur origine dans un ordre juridique qui n'existe plus. Au fil de diverses jurisprudences, le tribunal fédéral a conclu que ces droits immémoriaux devaient être considérés comme des droits d'usage exclusif. Et selon l'ETF, ces droits d'usage exclusif sans limite de temps sont considérés comme anticonstitutionnels. Le législateur doit donc corriger cette décision, car les droits de propriété et donc les droits immémoriaux ne peuvent pas être limités dans le temps, car les décisions du tribunal fédéral conduisent à frapper les propriétaires de telles centrales hydroélectriques d'une interdiction de construction et d'investissement, ce qui bien évidemment se répercute sur la quantité d'électricité produite. Et encore, en matière de protection des eaux, les centrales hydroélectriques basées sur les droits immémoriaux sont moins bien loties que celles au bénéfice de concessions, car selon la jurisprudence du tribunal fédéral, les cours d'eau devraient être assainis à la prochaine occasion. Enfin, deux points de l'argumentation de la motion me semblent importants à être relevés, à savoir les décisions du tribunal fédéral engendrent de l'insécurité juridique. Et finalement, la compétence de supprimer de manière générale et abstraite tous les droits d'eau privés appartient au législateur fédéral et non au tribunal fédéral. En conclusion, je vous invite à suivre la majorité de la commission en acceptant la motion 23.3498 et je vous en remercie. Signor Page, hat Ihnen der Monde de Signor Cliva. Merci, Monsieur Page. J'ai une question, en fait.
pour savoir si la Commission, dans ses réflexions, n'a abordé que la question des liens entre les droits immémoriaux, les droits d'eau immémoriaux et la question de l'hydroélectricité, ou est-ce qu'elle a aussi parlé des enjeux liés à l'agriculture, puisqu'il y a un certain nombre de cantons, dont le mien, qui, sur la base aussi de la décision du tribunal fédéral, ont décidé justement de travailler sur ces droits d'eau qui, aujourd'hui, posent un vrai problème, leur maintien pose un vrai problème dans la gestion des eaux en temps de pénurie. Et est-ce qu'on a discuté de cette question de l'impact de notre décision sur le secteur de l'agriculture? Alors, je ne peux pas vous répondre spontanément à cette question. Il faudrait que je relise le procès-verbal. Je suis désolé. Elle plaide pour la minorité à Signor Flach. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen hier drin schon einmal von ehehaften Rechten gehört haben. Wahrscheinlich relativ wenige. Sie müssen schon fast Staatsrechtler sein oder Historiker oder irgendwann einmal im Jus-Studium vielleicht davon gehört haben, dass es so etwas gibt. Ehehafte Wasserrechte, wie wir sie heute in dieser Motion behandeln, sind etwas sehr Altes, etwas aus dem vorletzten Jahrhundert entstandenes. Das sind private, vergebene Rechte an der Nutzung der Wasserkraft von einem Fluss oder von einem Bach. Also irgendjemand bekam zu Startzeiten der Industrialisierung und Elektrifizierung das Recht für sein Werk, das er da betrieb, den Fluss alleine zu nutzen und entsprechend dort auch zu bauen und den Strom zu verwerten und später dann auch zu verkaufen. Mit der neuen Bundesverfassung ist es so, dass die Wasserrechte, die Nutzung an diesem öffentlichen Gut den Kantonen zusteht. Und damit es trotzdem privatwirtschaftlich funktioniert, entsprechende Investitionen passieren können, werden Konzessionen vergeben. Das heißt, es wird ausgeschrieben, ein Werk, Gesellschaft kann dieses Werk betreiben aufgrund einer Konzession. Das schafft zum einen die Klarheit, dass das Recht am Wasser, am Fluss, dem Staate gehört und nicht jemandem Privaten, irgendeiner Gesellschaft, die in privaten Händen ist. Und es schafft auf der anderen Seite auch die Offenheit des Marktes, weil eine Konzession im Gegensatz zu ehehaften Rechten halt eben auch ausgeschrieben und erweitert und erneuert werden kann. Und das hat das Bundesgericht eigentlich auch festgehalten und die meisten Kantone haben mittlerweile auch diese alten Zöpfe, sage ich mal, der Wasserrechte, der ehehaften Wasserrechte in Konzessionen umgewandelt. Und die Kantone, die das gemacht haben, die darben jetzt auch nicht damit, dass es da keine Investitionen mehr gäbe oder so, oder dass die Wassernutzung zur Herstellung von Strom nicht mehr stattfinden würde, im Gegenteil. Das funktioniert alles. Es ist eigentlich ein Festhalten an einem Konzept, das längst überholt ist, wenn wir hier diese ehehaften Wasserrechte jetzt noch ins Gesetz hineingießen, statt sie, so wie es jetzt eigentlich gelaufen ist, die vergangenen Jahre durch Konzessionen mit einem sauberen öffentlichen Verfahren innerhalb der öffentlichen Hand, bestehend quasi als Eigentümer und als diejenige, die festschreibt, wie es genutzt wird, umzuwandeln. Oder? Und auch wenn ich in einem Kommentar nachlese, oder, dass mit der neuen Bundesverfassung, wo die Wasserrechte den Kantonen übergeben worden sind, quasi das nicht heißen würde, dass der Bestandsschutz oder der Eigentumsschutz aufgehoben worden wäre oder so, dann ist das allenfalls einfach ein qualifiziertes Nichtssagen, oder? Weil ich habe keine Anhaltspunkte gefunden dafür, dass tatsächlich damals das ein Punkt war, den man durch qualifiziertes Schweigen trotzdem beibehalten wollte. Und ich glaube, die Zeit ist auch weit fortgeschritten. Dann zum anderen Punkt, ich kann ja nur für die Minderheit sprechen, die sich innerhalb der Kommissionsdiskussion dort gehalten hat und deshalb kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen, was der Bundesrat sagt, jetzt, dass er den zweiten Punkt, nämlich die Regelung der Restwassermenge, übernehmen wolle und das hier für diese ehehaft noch bestehenden Privatkonzessionen dann regeln wolle. Aber ich glaube, es macht, auch wie der Kommissionssprecher gesagt hat, eigentlich keinen Sinn. Und aus der Konzeption heraus bin ich der Meinung, dass für alle Wassernutzungen grundsätzlich
die gleichen Maßstäbe gelten sollten, was die Restwassernutzung angeht und man nicht für einzelne privat gehaltene Wassernutzungen und separate Rechte machen sollte, insbesondere auch nicht, was die Restwassermenge angeht. Ich bitte Sie, der knappen Kommissionsminderheit zu folgen, die eben mit 12 gegen 13 unterlegen ist. Besten Dank. Alpleida, Consiglier Federal, Albert Rösti. Ja, danke, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren. Mit der Motion der Kommission soll der Bundesrat beauftragt werden, eine Gesetzesvorlage mit zwei Punkten auszuarbeiten. Erstens, den Bestand bestehender ehehafter Wasserrechte unbefristet zu sichern und diese im Grundbuch aufnehmen zu können. Zweitens, den zeitlichen Rahmen der Einhaltung der Wasservorschriften zu klären und dabei möglichst eine Gleichbehandlung mit Anlagen mit einer Konzession sicherzustellen. Das Anliegen geht zurück auf das Bundesgerichtsurteil zum Wasserkraftwerk Hammer im Kanton Zug. Nach diesem Urteil müssen die kantonalen Behörden bei erster Gelegenheit die ehehaften Wasserrechte ablösen. Der Bundesrat beantragt ihn, den ersten Punkt abzulehnen und den zweiten Punkt der Motion anzunehmen. Der zweite Punkt ist relativ einfach. Aus Sicht des Bundesrates ist eine gesetzliche Regelung für einen Zeitrahmen für die Umsetzung der Sanierungspflicht sowie die Einhaltung der Restwasservorschriften für Inhaber von ehehaften Rechten sinnvoll. Damit kann für die Inhaber solcher Rechte Rechtssicherheit geschaffen werden. Die Kantone erhalten einen klaren und einheitlichen Zeitrahmen, in welchem sie das Urteil umsetzen müssen. Zweitens sollen die Inhaber ehehafter Rechte auch die Möglichkeit erhalten, ihre getätigten Investitionen zu amortisieren, indem, und das scheint mir wichtig, ihnen bei der Anwendung der Restwasserbestimmung angemessene Übergangsfristen gewährt werden. Wir werden bei der Umsetzungsregelung, sobald Sie dieser Motion zustimmen, falls Sie ihr zustimmen, entsprechend Acht geben und die Übergangsfristen angemessen festlegen. Der Bundesrat versteht das Anliegen, diese ehehaften Rechte im Sinne der Eigentumssicherung besser zu regeln. Aufgrund des Bundesgerichtsurteils lehnt er aber Punkt 1, weil nicht verfassungsmäßig ab. Der Bundesrat sieht aber durchaus eine Möglichkeit, falls der Rat beide Punkte annehmen sollte, hier entsprechend zu reagieren. Er würde sich im Ständerat nicht gegen diese Annahme wehren, würde aber eine entsprechende Anpassung des Punkt 1 der Motion dann im Ständerat in der Kommission beantragen und eine Befristung auf das Jahr 2040 festlegen. Damit hätte man die Möglichkeit, dass die nötigen Investitionen oder die getätigten Investitionen abgeschrieben werden können in dieser Zeit und für die Zukunft dann mit einer neuen Konzession die Sache klar geregelt werden können. Also in diesem Sinne Verständnis für die Motion. Der Bundesrat ist gehalten, wenn er auch nur einen kleinen Teil einer Motion nicht unterstützen kann, sie zur Ablehnung zu empfehlen. Aber nochmals der Hinweis, wir würden bei einer Annahme eine entsprechende Anpassung im Ständerat dann machen. Es scheint mir nicht unerheblich, dass diese Rechte gesichert werden können, damit wir auch die Produktion, die Stromproduktion aus diesen Rechten sichern. Im Moment ist es einfach jedes Kilowatt, das zählt als Leistung oder als Produktion Kilowattstunde, das wir brauchen. Und entsprechend bitte ich Sie hier, sich in dieser Motion zu verhalten. Signor Consigliere Federale, da hat Ihnen der Monda, der Signori Auslin. Es gibt eine Frage. Aber sehr geehrter Herr Bundesrat, ist es nicht so, dass nach dem Bundesgerichtsentscheid einige Kantone bereits ihrer Pflicht nachgekommen sind, solche Überführungen in Konzessionen gemacht haben und daher eigentlich die Rechtssicherheit besteht? Können Sie noch Auskunft geben, welche Kantone das noch nicht gemacht haben? Es gibt Kantone, die es schon gemacht haben. Ich kann Ihnen die Kantone nicht aufzählen, die es noch nicht gemacht haben. Aber das kann ich Ihnen noch nachliefern. Aber es gibt natürlich diverse ehehafte solcher Rechte, die eben noch nicht geregelt sind.
Und genau deshalb möchten wir mit der Verlängerung der Frist, falls Sie annehmen, der Bundesrat beantragt Ablehnung des ersten Punktes, weil nicht verfassungskonform, diese Frist einfach klar setzen, damit die Kantone, die es nicht gemacht haben, das noch tun. Die Kommission beantragt, die Motion anzunehmen. Die Minderheit flacht die Motion abzulehnen. Der Bundesrat beantragt, Punkt 1 der Motion abzulehnen und Punkt 2 anzunehmen. So stimmen wir separat über Punkt 1 und Punkt 2 ab. La Commission propose d'adopter la motion. La minorité flacht propose de la rejeter. Le Conseil fédéral, quant à lui, propose de rejeter le point 1 et d'accepter le point 2. Raison pour laquelle le Conseil vote séparément sur le point 1 et sur le point 2. Erste Abstimmung. Premier vote. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit, Annahme des ersten Punktes der Motion. Nein, Zustimmung zum Antrag der Minderheit Flach und des Bundesrates, Ablehnung des ersten Punktes der Motion. C'est ceux qui approuvent la proposition de la majorité, soit accepter le point 1 de la motion, vote oui. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité Flach et du Conseil fédéral de rejeter le point 1 de la motion, vote non. Sie sind der Minderheit Flach und dem Bundesrat gefolgt mit 97 zu 94 Stimmen und haben den ersten Punkt der Motion abgelehnt. La minorité Flach et le Conseil fédéral l'emporte par 97 voix contre 94. Le point 1 de la motion est donc rejeté. Zweite Abstimmung. Deuxième vote. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit und des Bundesrates, Annahme des zweiten Punktes der Motion. Nein bedeutet Zustimmung zum Antrag der Minderheit Flach, Ablehnung des zweiten Punktes der Motion. C'est ceux qui, avec la majorité, le Conseil fédéral veut adopter le point 2 de la motion, vote oui. C'est ceux qui soutiennent la minorité Flach de rejeter le point 2, vote non. Sie sind der Mehrheit und dem Bundesrat gefolgt mit 97 zu 95 Stimmen und haben den Punkt 2 der Motion angenommen. La majorité du Conseil fédéral l'emporte par 97 voix contre 95. Le point 2 de la motion est donc adopté. Bien ringraziamento als rapportaders der Kommission, Signor Paganini, Signor Pasch. Wir kommen zur nächsten Motion. 23-34-99, Produkte mit perfluorierten Chemikalien, PFAS, bereits am Ursprungsort begrenzen. 23-34-99, Motion de la SEAT, limiter à la source les produits contenant des composés perfluorés, PFAS. Ja, obenavento, als rapportador de commission, signor Flach, Donna Klopfenstein-Brogini. Donna Klopfenstein-Brogini, vous avez le plaid. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers et chers collègues. Dans le cadre des travaux de la motion Marais 22-39-29, qui demandait au Conseil fédéral de définir dans les ordonnances les valeurs spécifiques aux PFAS, soit des valeurs limites et conditions pour l'élimination de matériaux et des valeurs de concentration pour évaluer les pollutions présentes dans le sol et dans le sous-sol, ainsi que des exigences de rejet pour le déversement dans les eaux. Cette motion-là, on l'a traitée il y a moins d'une heure, elle a été clairement acceptée. Eh bien, la proposition ici est l'étape suivante. Pour aller un peu plus loin dans le débat, la Commission de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire a décidé de traiter également le problème à la source et de ne pas seulement se concentrer sur les conséquences du problème. Elle a dès lors décidé, par 13 voix pour, 10 contre et une abstention, de donner suite à la motion de commission 23-34-99. Et qu'est-ce que demande cette motion ? Dans la perspective de limiter la production et l'utilisation de produits pouvant contenir des composés perfluorés PFAS, la motion charge le Conseil fédéral de, d'une part, présenter d'éventuels nouveaux composés de substitution, comme d'ailleurs ça a été proposé dans les résultats de l'Observation nationale des eaux souterraines, NACWA, état 2016, donc il y a déjà un certain temps, qui avait été publié par Lefebvre en 2019.
Et puis la deuxième demande de la motion est la suivante, de mettre en place une méthode qui permette de faire des catégories distinctes en fonction des niveaux d'essentialité des composants PFAS. Les PFAS sont en effet présents dans des produits qui sont très variés, de l'emballage de restauration rapide à la mousse incendie, en passant par des produits médicaux et cosmétiques. Au fond, l'utilisation de ces produits peut ne pas être essentielle ou au contraire être nécessaire pour la santé, pour la sécurité, pour le fonctionnement de notre société, ou encore être substituable par d'autres produits ou par d'autres pratiques. Les alkyles perfluorés ou polyfluorés PFAS sont donc un groupe qui inclut plus de 4500 produits chimiques d'origine anthropique, largement utilisés et qui s'accumulent au fil du temps chez l'être humain et dans l'environnement. Parmi les produits communs pouvant contenir des composés perfluorés, on peut citer des produits aussi diversifiés mais aussi connus que des ustensiles de cuisine avec un revêtement antiadhésif, des vêtements de plein air avec une protection imperméabilisante, des mousses qui servent à éteindre les incendies, des emballages pour la restauration à l'emporter par exemple, des produits cosmétiques, des cires, des vernis, des peintures, des produits médicaux. Alors, quand on évoque les PFAS, on parle de persistance et d'étendue de contamination, de toxicité et de forte accumulation biologique. Ces composés perfluorés se dégradent en effet très peu dans l'environnement. Et d'ailleurs, ils ont un surnom qui est assez évocateur. On les surnomme souvent des polluants éternels. La motion ici, qui a été clairement acceptée par la Commission de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire, permet de travailler le problème à la source et pas seulement de gérer la question des conséquences, c'est-à-dire de limiter l'utilisation et la production de ces produits qui peuvent contenir des composés perfluorés PFAS et de fait de limiter leur impact sur l'environnement et sur la santé. C'est donc au fond un complément très clair à la motion que vous avez déjà acceptée il y a moins d'une heure, motion Marais, qui proposait de régler les conséquences de la pollution de ces produits chimiques. Et bien maintenant, l'étape suivante, c'est de travailler sur la source et de limiter leur utilisation et leur production. C'est donc un complément à la motion Marais, d'une part, mais c'est aussi un complément au postulat 22-45-85 Moser, qui lui demandait un état des lieux de cette situation. De cette pollution PFAS. Donc la Commission vous recommande ici d'accepter cette motion. Je vous remercie de votre attention. Ebenfalls für die Kommission hat das Wort nun Herrn Flach. Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir beschäftigen uns heute Morgen schon zum wiederholten Male mit diesen sogenannten PFAS. Ihre Kommission hat am 24. April die Motion 22-3929 Mare beraten, der Sie vorher zugestimmt haben. Diese Motion will die PFAS ins Gesetz fassen und in Folgen, und zwar indem, dass Grenzwerte festgelegt werden. Die Problematik von PFAS ist eben diejenige, dass diese PFAS Stoffe sind, die unglaublich lange in der Natur bleiben. Sie haben hervorragende Eigenschaften, weil sie Oberflächen beispielsweise mit PFAS belegen können, aber auch andere Vorteile von PFAS beispielsweise beim Einsatz von Löschschäumen oder bei der Produktion von verschiedenen Produkten sind für die Industrie sehr wichtig. Und bei einigen diesen PFAS gibt es bis heute noch keine anderen Stoffe, die diese ersetzen können in der Industrie oder bei der Medikamentenherstellung und bei ähnlichen Dingen. Die Motion, die dann im Nachgang der Diskussion zur Motion Maret in ihrer Kommission beraten wurde, will, dass der Bundesrat aktiv gegen den Einsatz und die Verbreitung der PFAS vorgeht, indem er den Einsatz dieser Stoffe einschränkt. Und zwar indem potenzielle neue Ersatzstoffe zu berücksichtigen sind, wie dies beispielsweise auch von einem BAFU-Bericht 2019 bereits vorgeschlagen wurde, und eine Methode einzusetzen, bei der je nach Relevanz der Produkte zwischen den verschiedenen Kategorien dann unterschieden werden kann, wo PFAS eingesetzt werden sollen und wo halt eben in Zukunft nicht mehr. Eine Minderheit der Kommission, Jauslin, möchte die Kommissionsmotion ablehnen, weil sie sagt, dass man zuerst Grundlagen haben müsse, um genau zu schauen, was eigentlich PFAS sind, wo sie wirken, welche Auswirkungen sie haben und wo sie überhaupt sich ablagern und bestehen und auch, was die Europäische Union im Moment am Planen ist.
Diese PFAS umfassen, wie das schon gesagt wurde, sehr viele Stoffe. Und dazu gehören halt eben auch solche, für die es heute bereits schon Ersatzstoffe gibt. Beispielsweise bei Produkten des Feuerlöschwesens oder so, wo Schaumbildner entsprechend mit PFAS beigesetzt werden. Da gibt es heute schon andere Hilfsmittel dazu, dass man das auf diese Fluorbestandteile verzichten kann. Aber es ist noch keine Bestimmung da, die sagt, die Feuerwehren sollen nur noch diese PFAS-freien Stoffe einsetzen. Die EU ist im Moment mit drei Wegen unterwegs, nämlich mit einem kompletten Verbot von PFAS überall dort, wo es möglich ist, mit einer Beschränkung von PFAS auf die Bereiche, wo es nichts anderes im Moment gibt. Und das Dritte ist beispielsweise halt eben dieser Verbot von PFAS bei den Feuerlöschschäumen, wo es eben auch um große Mengen geht. Für die Kommissionsmehrheit war es eigentlich ein Anliegen, diese Beschränkungen aufzunehmen, weil es halt eben noch keine gesetzliche Grundlage gibt. Beispielsweise die Frage, ob PFAS auch noch ausgeleitet werden durch die ARAS, konnte nicht beantwortet werden, weil es dort eben noch keine Grenzwerte gibt dazu und entsprechend wird auch nicht gemessen. Wir haben heute bereits die Situation, dass die Kantone teilweise Verbote für Fischerei erlassen müssen, weil die Grenzwerte so hoch sind, dass sie ganz bestimmt besorgniserregend sind, beispielsweise halt eben bei Fischerei. Oder bei anderen Lebensmitteln ist das ebenfalls denkbar. PFAS sind einer dieser Stoffe, die wir in den vergangenen Jahren bedenkenlos eingesetzt haben, weil sie einfach wahnsinnig nützlich sind, aber halt eben auch in einem Maße verbreitet haben, wo wir die Kontrolle nicht mehr haben. Beispielsweise auch Bauaushub wird in einzelnen Kantonen einfach weiter verbreitet und damit verbreiten sich auch die PFAS weiter. Die Kommission hat, wie gesagt, am 24. April getagt. Am 3. Mai dann hat der Nationalrat das Postulat von Frau Moser überwiesen, das auch der Bundesrat annehmen wollte. Es wurde damals aber noch bekämpft. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, weshalb die Kommission gesagt hat, wir wollen hier eine Klarheit haben und entsprechend schon auf Augenhöhe mit der EU legiferieren, statt das abzuwarten. Die Kommission hat mit 18-7 Stimmen diese Kommissionsmotion verabschiedet. Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. Besten Dank. Herr Flach, es gibt eine Frage von Herrn Paganini. Bitte, Herr Paganini. Ja, geschätzter Herr Kollege Flach, Ihre letzte Bemerkung habe ich nicht verstanden. Also können Sie den Kolleginnen und Kollegen erklären, was dahinter ist, dass wir genau zu diesem Thema am 3. Mai mit der Annahme des Postulats von Frau Kollegin Diana Angelina Moser einen teuren Postulatsbericht bestellt haben und dass wir jetzt eine Motion hinten nachschicken, bevor irgendwelche Ergebnisse vorliegen? Ja, besten Dank, Herr Kollege Paganini. Es ist tatsächlich so, wie ich versucht habe zu erläutern, oder? Wir haben am 24. April getagt. Und erst im Mai war dann die Abstimmung über das Postulat von Frau Moser, das dann hier und wahrscheinlich für die Kommissionsmehrheit wieder erwarten, deutlich angenommen worden ist. Und deshalb ist Ihre Frage insofern berechtigt. Auf der anderen Seite hat die Kommission, wie gesagt, mit 18-7 gesagt, der Bundesrat solle legiferieren. Für die Minderheitsposition der Kommission hat nun Herr Jauslin das Wort. Ja, Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren, die Frage von Herrn Paganini war natürlich berechtigt. Wie viele Baustellen wollen wir betreiben oder wie viele Baustellen soll der Bundesrat mit seiner Verwaltung betreiben? Und gestern hatten wir noch diskutiert über die vielen Vorstöße, die eingereicht werden. Und hier ist es ein Vorstoß von einer Kommission. Und das muss man sich schon noch auf der Zunge vergehen lassen. Und vielleicht müssen wir zurückblenden, weshalb stehen die PFAS so in der Kritik. Aufgrund ihrer einzigartigen Stabilität sind viele PFAS nicht leicht abbaubar. Einige sind sogar wasserlöslich und damit sehr mobil. Einige sind toxisch, das ist effektiv so. Und die Regulierungsbehörden weltweit sind eigentlich gefordert. Weltweit sind gefordert, hier Maßnahmen zu ergreifen, um die Umwelt und auch die Menschen davor zu schützen. Übrigens, eine Studie hat ergeben, 2018 weltweit waren es rund 4.730 solche PFAS, die bekannt sind. Man geht aber davon aus, dass rund 250 im kommerziellen Bereich eingesetzt werden können und auch reguliert werden sollten. Das hat übrigens auch die EU bemerkt und die EU hat entsprechend eine
Vorlage ausgearbeitet und möchte bis September 2023 die Vernehmlassung laufen lassen. 2024 ist dann dort mit einem Entscheid zu rechnen, den irgendeinmal 2025 eingeführt werden sollte. Wie ist die Situation in der Schweiz? Wir haben es bereits gehört. Sie ist eben schon auch alarmierend und es ist nicht so, dass wir hier uns verschließen dürfen von diesen Schwierigkeiten und effektiv gefordert sind, hier Lösungen zu suchen. Und hier muss ich den Bundesrat und die Verwaltung in Schutz nehmen. Der Bundesrat und die Verwaltung haben entsprechende Vorlagen gemacht, sind entsprechend an der Arbeit und haben am 3.5.23 auch das Postulat 22.4585 von Kollegin Moser übernommen und haben auch dort signalisiert, dass sie entsprechend diese Aufarbeitung machen werden und einen sogenannten Aktionsplan erarbeiten werden. Vor genau 20 Minuten haben Sie auch dem 22.39.29 zugestimmt, meine Damen und Herren. Dort ging es eigentlich darum, dass man jetzt die Verordnung noch anpassen muss. Man soll Grenzwerte für Entsorgung von Material, hier geht es vor allem auch um Bauschutt, der abgelagert werden. Es geht um die Belastung vom Boden, die neue Grenzwerte erhalten sollen. Und es geht um Grenzwerte für die Einleitung von Gewässern. Also man sieht, es ist ein großer Strauß, der hier entstanden ist und dann fragt man sich mit Recht, warum kommt jetzt die UREG-N auf die Idee, noch einmal so eine Motion auf die Schiene zu bringen und warum möchte man hier die Verwaltung überstrapazieren, das überhaupt nicht notwendig ist. Das ist auch der Grund, warum ich diese Minderheit eingereicht habe und ich bitte Sie auch aus Vernunft und ich bitte Sie auch aus logistischen Gründen und Manpower-Gründen, darf man das noch sagen, Manpower, ich weiß es gar nicht, aus Gründen, dieses zu unterstützen und diese Motion abzulehnen und meiner Minderheit zu folgen. Besten Dank. Das Wort geht an Herrn Bundesrat Rösti. Danke, Herr Nationalratsvizepräsident, geschätzte Damen Nationalrätinnen und Herren Nationalräte. Ich kann es eigentlich kurz machen. Der Bundesrat schließt sich hier dem Minderheitssprecher an und bitten Sie, die Motion abzulehnen. Dies absolut in Kenntnis, dass die PFAS gefährliche Stoffe sind, wie es verschiedentlich dargelegt wurde. Es macht aber keinen Sinn, jetzt hier eine von der EU abweichende Regelung zu treffen. Es ist durchaus sinnvoll, dass wir hier die Arbeiten auf Ebene der EU auch abwarten. In der EU läuft zurzeit eine öffentliche Konsultation zu einem Vorschlag über eine umfassende Beschränkung aller PFAS. Es wird erwartet, dass die Industrie in diesem Zusammenhang in ihren Stellungnahmen gegenüber der Europäischen Chemikalienagentur darlegen wird, für welche Anwendungen von PFAS keine Ersatzstoffe oder Ersatztechnologien verfügbar sind. Diese Informationen liegen den Schweizer Akteuren bisher noch nicht vor und es macht keinen Sinn, hier die eigene Arbeit zu machen. Wie auch erwähnt wurde, Sie haben mit dem Postulat Moser den entsprechenden Auftrag gegeben, die ganze Angelegenheit zu untersuchen. Und mit der Motion Mare vorhin, mit der Überweisung dieser Motion, auch festgelegt, dass wir entsprechende Grenzwerte festlegen sollen. Ich glaube, das sind diese Grundlagenarbeiten, die jetzt zuerst gemacht werden müssen, bevor hier auf diese weitere Motion eingegangen wird. Ich bitte Sie namens des Bundesrats, die Motion abzulehnen. Wir kommen zur Beschlussfassung. Eine Minderheit der Kommission beantragt, die Motion abzulehnen. Le Conseil se prononce. La minorité Jauslin propose de rejeter la motion. Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion. Le Conseil fédéral également. Ja bedeutet Antrag der Mehrheit, Annahme der Motion. Nein heißt Antrag der Minderheit Jauslin und des Bundesrates, Ablehnung der Motion. C'est ceux qui, avec la majorité, veulent adopter la motion au vote oui. C'est ceux qui soutiennent la proposition de la minorité Jauslin et du Conseil fédéral. Rejeter la motion, vote non.
Sie haben die Motion abgelehnt mit 98 gegen 80 Stimmen bei 5 Enthaltungen. La motion est rejetée par 98 voix contre 80 et 5 abstentions. Ich bedanke mich bei den Berichterstatterinnen Frau Klopfenstein-Brocchini und Herr Flach. Und wir kommen zu den Vorstößen des UVEX. Intervention parlementaire relevant du DETEC. Wir werden die Vorstöße behandeln bis etwa 11.40 Uhr und 11.40 Uhr werden wir abstimmen. Le Conseil traitera ces interventions jusque vers 11.40 Uhr et les votes auront lieu. Erstes Geschäft 21.38.80, Postulat Massart, Übernahme von EU-Recht im Bereich der Klimapolitik. Frau Massart, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das vorliegende Postulat fordert den Bundesrat auf, das EU-Recht im Bereich der Klimapolitik genau anzuschauen und darzulegen, welche Auswirkungen eine teilweise Übernahme auf die Schweiz hätte. 2019 hat die EU den Green New Deal vorgestellt. Dieses Postulat wurde vor fast 2 Jahren eingereicht und in der EU hat sich bisher nochmals einiges getan. So haben sich im März 2023 Rat und Parlament auf strengere Regeln für mehr Energieeffizienz geeinigt. Ein Monat vorher gab die Kommission neue Emissionsziele für schwere Nutzfahrzeuge bekannt. Und in diesem April wurde bekannt, dass bis 2050 70% der Flugzeugtreibstoffe nachhaltig sein sollen. Auch die Schweiz macht zum Glück vorwärts. So stimmen wir bald über das wichtige Klimaschutzgesetz inklusive Förderprogramm für den Ersatz fossiler Heizungen ab. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Der Bundesrat zeigt sich gemäß seiner Antwort auf dieses Postulat offen und verspricht, dass er auch die laufenden Arbeiten der EU am Green Deal berücksichtigt. Da ich also mit meinem Postulat offenbar offene Türen einrenne, ziehe ich den Vorstoß zurück. Nein, Gott, nicht fertig, ist nicht fertig. Das Postulat ist zurückgezogen. Wir kommen damit zum nächsten Geschäft 21.38.82. Motion Pasquier-Eichenberger, den CO2-Ausstoß von schweren Nutzfahrzeugen schrittweise senken. Sie haben das Wort, Frau Pasquier-Eichenberger. Merci, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Conseil fédéral, chers et chers collègues. Les transports routiers sont responsables d'un tiers des gaz à effet de serre de Suisse. Afin d'atteindre les objectifs climatiques auxquels on s'est engagé dans l'accord de Paris, ces émissions doivent être drastiquement réduites. Les limites d'émissions sont un des instruments nécessaires pour orienter au plus vite le marché. Alors que les importateurs de voitures de tourisme et de camionnettes doivent déjà respecter des objectifs cibles, rien de tel n'existe pour les poids lourds. Le trafic lourd peut et doit faire sa part. D'autant que les technologies visant à réduire les rejets de CO2 pour les camions existent et ont été testées. Mais à ce jour, elles ne sont pas adoptées. Une étude publiée en 2018 par l'Initiative des Alpes a montré que les émissions de CO2 des camions sont restées pratiquement constantes depuis 1990. Tandis que les émissions de particules fines et les oxydes d'azote du trafic lourd ont, elles, fortement diminué durant cette même période grâce à l'incitation à l'impulsion donnée par la redevance RPLP. Le potentiel d'amélioration technique visant à réduire les émissions de CO2 du trafic de marchandises lourdes existe. L'organisation internationale Council on Clean Transportation a montré qu'il est possible de faire des économies de carburant, notamment en adoptant l'aérodynamie des cabines. Prévoir des prescriptions efficaces sur les émissions de CO2 pour les poids lourds, comme le prévoit déjà l'UE, est donc nécessaire en Suisse aussi. Le Conseil fédéral a répondu à ma motion qu'il était prêt à examiner la présente demande dans le cadre de ses travaux. Il a tenu cette promesse avec des propositions concrètes dans la révision de la loi sur le CO2 qui est actuellement discutée aux États. Je l'en remercie et retire donc ma motion. Merci. Auch diese Motion ist zurückgezogen. Wir kommen damit zum nächsten Geschäft 21.38.94, Postulat von Herrn Töngi, Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds und Klimaschutz im Einklang. Herr Töngi, Sie haben das Wort. Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren, ich kann im Voraus sagen, ich ziehe mein Postulat nicht zurück. Manchmal ist es auch ein Gewinn,
wenn die Behandlung eines Vorstoßes zweimal verschoben wird, das ist jetzt in diesem Fall, war das der Fall, und es ist eigentlich heute genau der richtige Zeitpunkt, weil es geht um die Frage der Agglomerationsprogramme und des Ausbaus der Autobahnen. Wir haben heute über die Agglomerationsprogramme diskutiert, wir haben vor einer Woche über den Ausbau des Autobahnnetzes diskutiert und in dem Sinne gibt es viele Fragen, die wir auch diskutiert haben zu den klimapolitischen Zielsetzungen und wie wir sie umsetzen können und was wir machen müssen, damit das eben auch passieren kann. Und ich wiederhole hier gerne, dass wir in vielen Papieren und Strategien klare Richtlinien aufgezeigt haben. Wir wollen den Modalsplit zugunsten des öffentlichen Verkehrs verändern. Wir wollen in den Agglomerationen zusätzlichen Verkehr durch den ÖV auffangen, durch Velo- und Fußverkehr. Wir haben diese 4V, die immer genannt werden, vermeiden, verlagern, vernetzen, verträglich machen. Und all das ist nicht Ideologie, wie das unserer Seite manchmal vorgeworfen wird, sondern das ist einfach Stand der Wissenschaft und das ist in allen Papieren und Grundlagen eigentlich so abgedeckt und aufgezeigt. Und wir wissen auch, wenn wir die klimapolitischen Ziele erreichen wollen, müssen wir weitergehen in diesem Bereich. Es genügt nicht, dass wir das Auto oder den Stau elektrifizieren, sondern wir müssen wirklich ein Umsteigen erreichen auf effizientere Verkehrsmittel. Wir haben dazu auch Vorstöße überwiesen in diesem Parlament, dass wir den ÖV-Anteil erhöhen wollen. Wir haben gesagt, das muss jetzt kommen, aber wenn es dann eben um den Ausbau der Autobahn geht, dann ist oft Schluss. Wir haben es gehört in der Debatte um den Autobahnausbau, auch von Bundesrat Albert Rösti, der uns gesagt hat oder im Vorfeld gesagt hat, wir müssen weitermachen, wir müssen schauen, dass das Auto konkurrenzfähig wird. Er hat uns dann versprochen, selbstverständlich wird auch die Eisenbahn ausgebaut, aber das ist eben in der Gesamtmenge am Schluss keine Prioritätensetzung, wenn man sagt, einfach mehr von allem. Und mit dem NAF, mit diesem Fonds, steht uns ein mächtiges Instrument zur Verfügung, um die Entwicklung der Straßeninfrastruktur zu lenken. Je nach Mittelverteilung zwischen Nationalstraßen und Agglomerationsverkehr, aber auch bei der Verteilung zwischen Erneuerung, Neubau oder Maßnahmen zur Siedlungsverträglichkeit, wird eben eine unterschiedliche Wirkung erzielt. Es wurde uns ja auch gesagt, dass man in der Botschaft zum Autobahnausbau den Klimateil eigentlich abgehandelt habe. Ich habe es nochmals angeschaut. Es ist eine halbe Seite zur Übereinstimmung dieser Botschaft mit den Klimazielen und es steht eigentlich nur drin, man habe ja schließlich eine freie Wahl der Verkehrsmittel und man setze auf die Elektrifizierung. Es brauche noch weitere Maßnahmen, aber welche es dann sind, das wurde in diesem Papier nicht aufgezeigt und das ist auch etwas, was immer wieder gesagt wird, aber am Schluss eben immer nur häppchenweise vorhanden ist oder überhaupt nicht aufgezeigt wird. Und in dem Sinne, glaube ich, ist es richtig, dass Sie mit diesem Postulat einen Bericht verlangen, dass man einmal genauer die Wirkung anschaut von diesen zwei Töpfen, vom Ausbau der Nationalstraßen und Agglomerationsverkehr, damit wir eine bessere Grundlage haben, um entscheiden zu können. Und es ist jetzt eben genau der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Wir sind jetzt in der Debatte des jetzigen Ausbauschrittes. Wir werden in 4 Jahren einen neuen Ausbauschritt wieder diskutieren. Und deshalb ist es jetzt richtig, die Weichen zu stellen und in der Zwischenzeit auch Korrekturen vornehmen zu können. Herzlichen Dank. Für die Stellungnahme des Bundesrates hat das Wort Herr Bundesrat Rösti. Besten Dank, Herr Nationalratsvizepräsident, geschätzte Damen und Herren. Ich nehme gerne zu diesem Postulat Döngi Stellung. Er verlangt vom Bundesrat, dass er prüft, wie das Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds möglichst klimaschonend eingesetzt wird. Ich beantrage Ihnen namens des Bundesrates, dieses Postulat abzulehnen, weil der Bundesrat doch die Steppstraße, aber auch das Agglomerationsprogramm eben schon auf Umweltverträglichkeit prüft. Jedes Projekt wird vorgängig geprüft, ob es den Umweltschutzmaßnahmen, aber auch den raumplanerischen Maßnahmen betreffend Einpassung in die Landschaft, ob es dem entspricht. Und ich danke Ihnen, Herr Nationalrat Töngi, dass Sie anerkennen oder auch gehört haben, dass sich beide Verkehrsträger, ÖV und Straße, gleichermaßen entwickelt wird,
So weit wie Sie gehen, möchte ich aber nicht gehen, dass ich sage, von allem einfach mehr. Das tönt so unbegrenzt. Also wir haben natürlich Begrenzungen, das sind die Mittel, die verfügbaren Mittel, auch die Fachkräfte, insbesondere im Bahnbau ist es ein Fachkräftemangel, Ingenieure, die uns nicht alles in der Geschwindigkeit machen lassen, wie wir das möchten. Also wir optimieren schon auch und bauen nicht einfach drauf los. Was wir einfach möchten, ist, dass die Verkehrsströme in der Schweiz laufen können, wie das von der Bevölkerung auch erwartet wird, von der arbeitenden Bevölkerung, von den Pendlern oder vom Tourismus. Wir sind der Auffassung, dass mit diesen Prüfungen, die wir machen, auch dem Klimaschutz Genüge getan wird. Nochmals unter dem Aspekt, ich habe es hier verschiedentlich beim Step Straße gesagt, unter dem Aspekt, dass wir eben sagen, Straße nicht gleich CO2, mehr CO2-Belastung, sondern wenn wir heute bauen, bauen wir für die Mobilität der Zukunft, nicht für die heutige Mobilität, sondern für die Mobilität 2030, 40 oder sogar 50. Und es ist eigentlich relativ einfach, wenn die europäischen Autohersteller den Verbrennungsmotor nicht mehr verwenden, werden wir zwingend elektrisch fahren, allenfalls dann auch mal mit Wasserstoff, das braucht dann wieder den Verbrenner, aber ohne CO2 fahren. Und ich glaube, unter diesem Aspekt haben wir hier schon eine klimaschonende Entwicklung. Wir treffen Maßnahmen mit dem Bereich der Ladeinfrastrukturen, mit der Roadmap Elektromobilität. Und das sind einfach verschiedene Maßnahmen und Konzepte, die der Bundesrat trifft und aus diesem Grund einen weiteren Bericht hier ablehnt. Ich habe den Eindruck, wir haben, wenn wir ein Defizit haben, ist es in der Umsetzung und nicht im Erarbeiten von Berichten. Wir fahren weiter mit dem nächsten Geschäft 21-38-98, Postulat von Herrn Kliwa Christoph, Förderung des Recyclings von Altfahrzeugen in der Schweiz zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Sie haben das Wort. Merci, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Conseiller fédéral, chers et chers collègues. Lorsque j'ai déposé mon postulat il y a 2 ans, le dernier rapport annuel de la Fondation Auto Recycling Suisse faisait état d'une baisse du taux de véhicules recyclés, c'est-à-dire broyés, en Suisse. Dans le même temps, le rapport soulignait une augmentation importante du nombre de véhicules usagés exportés. En 2020, les principaux pays où les voitures étaient exportées étaient la Serbie, la Pologne, la Libye et la Bulgarie, avec des prix moyens de vente très faibles, quelques centaines de francs, qui montrent clairement que ces véhicules étaient anciens. Selon les dernières données disponibles, la situation s'est un peu améliorée et le nombre de voitures hors d'usage recyclées en Suisse a de nouveau augmenté. Il n'empêche, le président sortant d'AutoSuisse mentionne ce qui suit dans le dernier rapport annuel de la Fondation Auto Recycling Suisse de 2021. Je cite « Il ne faut pas sous-estimer l'exportation croissante de véhicules d'occasion plus anciens vers l'Est et vers l'Afrique. » Parmi eux se trouvent sans aucun doute des voitures dont l'aptitude à la circulation est pour le moins douteuse. Ces exportations font perdre de potentielles matières premières secondaires au secteur du recyclage local. Fin de citation. C'est bien ce constat du président sortant d'Auto Recycling Suisse qui est à l'origine de mon postulat. Cette exportation est ainsi un problème parce qu'il s'agit d'une perte de matières premières pour la filière du recyclage en Suisse. C'est aussi une perte économique et une perte d'emplois locaux. Ainsi, si aucune mesure n'est prise, des véhicules manqueront dans cette filière particulièrement performante et écologique, mais soumise à une forte fluctuation des prix, notamment des métaux, qui met parfois à mal sa rentabilité. La réponse du Conseil fédéral qui dit que tout va bien ne correspond pas à la réalité. Ce problème de la disponibilité des matières, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la principale entreprise active en Suisse romande dans le recyclage des véhicules usagés soutient ce postulat. Cette exportation de véhicules usagés est aussi un problème parce que la situation socio-économique des pays où ces véhicules sont exportés ne permet pas de garantir un recyclage de qualité une fois qu'ils ne pourront plus rouler. Le plus souvent, les éléments non valorisables des anciens véhicules finissent dans des décharges sauvages en Afrique, au milieu des déserts ou au bord de la mer. Dans ce contexte, le Conseil fédéral se doit d'agir pour renforcer le recyclage des véhicules usagés en Suisse et fermer ainsi le cycle des matières dans le respect des principes de l'économie circulaire. Je vous prie par conséquent de soutenir mon postulat. Für die Stellungnahme des Bundesrats hat das Wort Herr Bundesrat Rösti.
Jawohl, Herr Nationalrat, Vizepräsident, geschätzte Damen und Herren. Wir werden mit diesem Postulat Kliwa beauftragt, einen Bericht zu erarbeiten, Strategie und Maßnahmen für das Recycling von Altfahrzeugen in der Schweiz zu verbessern. Altfahrzeuge sind Fahrzeuge, die nicht mehr zum Fahren benutzt werden, sondern eben rezykliert werden sollen. Ich kann Ihnen sagen, dass 97% dieser Fahrzeuge unverändert in Schweizer Schredderwerken verarbeitet werden und nur 3% mit einer Bewilligung des Bundesamts für Umwelt ins grenznahe Ausland ausgeführt und dort stofflich verwertet werden. Personenwagen in der Schweiz sind im Schnitt 9 Jahre alt. Jährlich werden um die 150.000 Fahrzeuge als Occasion aus der Schweiz ins Ausland exportiert. Diese Fahrzeuge werden aber weiterhin als Autos verwendet. Der im Postulat vorgebrachte Vorschlag, einen Teil oder alle diese Fahrzeuge künstlich dem Occasionsmarkt zu entziehen, erachten wir als nicht zielführend. Aus Energie- und Umweltsicht ist in der Regel eine möglichst lange Nutzungsdauer eines Produktes durchaus sinnvoll. Wir beraten zurzeit im Rahmen der parlamentarischen Initiative Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken eine Revision des Umweltschutzgesetzes. Viele Anliegen des Postulats werden dort auch abgedeckt, insbesondere was die stoffliche Verwertung anbelangt. Ich muss sagen, Autorecycling Schweiz hat mit ihrem System einen guten Markt etabliert für das Recycling, der eigentlich sehr gut läuft. Und wie kaum einem Ort wird bei einem recycelten Produkt so viel direkt wieder als Rohstoffe verbraucht. Also der größte Anteil eines Autos wird wieder als Rohstoff irgendwo verwendet. Und deshalb erachtet der Bundesrat hier die Erstellung eines Berichtes oder einer Strategie mit Maßnahmen als nicht notwendig und bittet Sie, auf das Postulat zu verzichten. Wir kommen zum nächsten Geschäft, 21-3901, Motion von Herrn Hess-Erich, CO2-arme Stromproduktion mit Kernenergie. Herr Hess, Sie haben das Wort. Besten Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Herr Bundesrat. Ich habe eine ganz einfache Forderung, das ist, den Artikel 12a des Kernkraftgesetzes zu streichen. Dieser Artikel verbietet den Neubau von neuen Kernkraftwerken. Wir wissen, wir haben zu wenig Strom. Wir wissen, wir haben gerade im Winter zu wenig Strom. Und diese Lücke können wir nur schließen, wenn wir neue Kernkraftwerke der neuesten Generation bauen. Kernkraftwerke sind nicht mehr so groß und riesig, wie diese vor 50 Jahren waren, die wir heute noch haben. Diese Kernkraftwerke sind heute viel effizienter. Sie können auf wenig Platz auf bestehenden Kernkraftgeländen gebaut werden. Man kann heutzutage sogar die alten Brennstäbe weiterverwenden, für in diesen neuen Kernkraftwerken einzusetzen. Die Effizienz ist riesig. Ihr wollt immer alles elektrifizieren, Stromauto, die Heizungen, die Wärmepumpen und, wo immer mehr Strom brauchen. Und deshalb müssen wir die Stromlücke im Winter zwingend schließen und dieses ist nur über die Kernkraft möglich. Es kann nicht sein, dass die Politik ein Technologieverbot unterstützt. Ein Technologieverbot hat nichts in einem Gesetz zu tun. Ich sage mit diesem Vorstoß nicht, dass ein Kernkraftwerk gebaut werden muss. Ich sage nur, dass das Technologieverbot von Kernkraft aufgehoben werden soll, dass es einem Investor möglich wäre, ein Kernkraftwerk zu bauen. Mit Solaranlagen und Windkraftanlagen, die wir haben, die sind ja vielleicht durch den Sommer gut, produzieren im Sommer viel zu viel Strom. Strom, der im internationalen Strommarkt verschenkt wird, sprich nichts kostet. Die großen Kraftwerkbetreiber von Wasserkraft können
gratis Strom aus dem Ausland beziehen und so ihre Speicher füllen. Und nachher im Winter können sie natürlich dann das Wasser oder den Strom verkaufen. Aber im Winter haben wir zu wenig Strom. Und CO2-neutraler Strom. Sie sprechen immer von CO2, CO2, CO2. Kernkraft ist CO2-neutral. Deutschland hat jetzt ihre Kernkraftwerke gerade eben ausgeschaltet. Sie schalten jetzt wieder ihre Gas- und ihre Kohlenkraftwerke ein und betreiben diese wieder. Und das ist ganz sicher nicht CO2-neutral. Zudem wollen wir doch nicht eine Verschandelung unserer ganzen Landschaft, weil wir Windräder und Solaranlagen überall in die Berge stellen wollen. Deshalb nein zu einem Technologieverbot. Ich bitte Sie, diese Motion anzunehmen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Stellungnahme des Bundesrates geht das Wort an Herrn Bundesrat Rösti. Besten Dank, Herr Vizepräsident, geschätzte Damen und Herren. Der Bundesrat stützt sich zur Beurteilung dieser Motion auf die Abstimmung vom 21. Mai 2017 der Stimmbevölkerung, wo ein schrittweiser Ausstieg aus der Kernenergie zugestimmt wurde. Ich glaube, das Parlament hat hier einen guten Weg gefunden im Unterschied zum Ausland, indem wir beschlossen haben, dass Betriebsbewilligungen aufrechterhalten werden, solange die Kernkraftwerke sicher sind. Das ist von großer Bedeutung. Andere Länder haben das nicht. Sie haben Deutschland erwähnt, der Nationalrat Hess, haben vorzeitig abgestellt. Ich darf Ihnen sagen, dass wir uns heute wirklich daraus, die Werke, aber auch unser Bundesamt für Energie, sich daraus ausrichten, dass wir diese mindestens 60 Jahre laufen können, damit wir hier nicht noch die Lücke vergrößern. Gleichzeitig macht das Bundesamt für Energie ein Technologiemonitoring, in dem wir die zukünftigen Technologien auch verfolgen und allenfalls, wenn sich diese in eine gewisse Richtung entwickeln würden, gewisse Vorschläge auch machen würden. Ich habe immer betont, dass ich technologieoffen bin. Aber heute gilt für den Bundesrat der Entscheid der Stimmbevölkerung. Er bittet Sie entsprechend, diese Motion abzulehnen. Kurzfristig, was den Winterstrom anbelangt, haben wir ja soeben den Windexpress. Das sollte Winterstrom geben, 1 Terawattstunden oder 6 Megawatt Leistung. Wir haben den Solarexpress, 2 Terawattstunden. Wir haben die 15 Wasserkraftwerke, 2 Terawattstunden. Wir hätten dann, wenn wir das jetzt forcieren in nächster Zeit, 5 Terawattstunden. Das braucht noch einen riesen, ich würde jetzt berndeutsch sagen, Hoselupf, dass das realisiert wird. Aber es sind letztlich die einzigen Technologien, die in Kürze, in 5 bis 10 Jahren realisiert werden können, damit wir sehr rasch aus der drohenden Mangellage rauskommen. Wir haben dann den Mantelerlass, der jetzt beraten wird. Und ich denke, wir sollten uns im Moment auf diese Maßnahmen konzentrieren und deshalb im Moment diese Motion ablehnen. Herr Bundesrat, Herr Hess möchte Ihnen eine Frage stellen. Herr Eko, möchte Gut, Ihnen eine aber Frage die Reihenfolge stellen, war eigentlich anders, Herr Ecker. Aber bitte, Herr Ecker, Sie dürfen gerne fortfahren. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Geschätzter Bundesrat, Sie haben die Windkraft angesprochen. Ich möchte von Ihnen wissen, ist es korrekt, dass alleine aufgrund der Zuwanderung die Windkraft, die wir zubauen, nicht ausreichen wird, um den Mehrverbrauch zu decken? Ja, also es ist klar, jeder zugewanderte Bürger braucht auch seinen Strom. Die Frage ist, wie viel wir zubauen, aber dieses Terawatt bringt uns sicher mal einen gewissen Winterstrom zusätzlich. Herr Hess, Sie möchten eine Frage stellen. Bitte. Besten Dank, Herr Bundesrat. Sehen Sie das nicht ein wenig durch die rosa Brille? Können Sie mir garantieren, dass wir in Zukunft keine Probleme mit dem Strom bekommen ohne Kernkraftwerke?
Ja, ich glaube, ich bin nicht bekannt, dass ich die Energiepolitik durch die rosa Brille sehe. Nein, die Herausforderung ist natürlich riesig. Wir werden leider für das nächste Jahr wieder eine, also wir sind nicht einfach auf der sicheren Seite, was eine mögliche Mangellage anbelangt. Und deshalb plädiere ich ja für, ich habe immer das System, es gibt kurz- und mittelfristige Maßnahmen. Da arbeiten wir daran. Ich habe die Maßnahmen erklärt. Es gibt dann die langfristigen Maßnahmen. Und hier sage ich offen, es ist vermessen, also langfristig spreche ich 20 Jahre plus. Und hier wäre es vermessen, heute zu sagen, das haben wir jetzt in den verschiedenen Jahren immer erlebt, heute zu sagen, was dann in 15 Jahren, welche Technologie dann genau die richtige ist, wie dann der Strommix dann genau aussieht. Wir haben jetzt uns vielfach im Strompreis, im möglichen Angebot, in der möglichen Entwicklung trompiert. Deshalb bin ich nicht, sehe ich es nicht durch die rosa Brille, sondern habe eine gewisse Demut, was die Zukunft anbelangt. Wir müssen uns jetzt rasch auf die Maßnahmen konzentrieren und für die Zukunft aber offen sein. Herr Büdler möchte Ihnen eine Frage stellen. Bitte, Herr Büdler. Danke, Herr Bundesrat. Sie stützen die Ablehnung der Motion auf die Respektierung vom Volksentscheid von 2017. Allerdings ist damals von Ihrer Vorgängerin gesagt worden, man könne getrost die AKWs abschalten, weil man sowieso genug Strom habe in Europa. Dem ist heute nicht mehr so, ist die Bevölkerung nicht über den Tisch gezogen worden. Ja, Sie kennen die damalige Argumentation. Ich glaube, das wollen wir nicht wiederholen. Wir müssen uns auf die heutige Situation ausrichten. Die heutige Situation ist so, ich wiederhole es nochmals, dass wir Knappheit haben im Strombereich. Deshalb haben wir verschiedene Maßnahmen getroffen, Reservekraftwerke aufgebaut. Und wie ich gesagt habe, wir müssen jetzt Vollgas geben und da bitte ich dann Sie auch zu helfen mit dem Mantelerlass, dass wir den wirklich überweisen können, weil dort geht es um Produktion in allen möglichen Bereichen, Biogas, Solar, alpine Solaranlage, Solar in der Fläche, Wind und Wasser. Und wie gesagt, wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren können wir das Stromproblem über diesen Weg lösen und dann gibt es einen weiteren Schritt und dort werden wir noch intensive Diskussionen haben hier sicher. Wir kommen somit zum nächsten Geschäft 21.39.04, Postulat von Frau Rieser, Klimabank und Klimaagentur, Investitionshürden für energetische Sanierungen reduzieren. Frau Rieser, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir bei den Gebäuden ansetzen. Sie energetisch sanieren, effizienter betreiben, nachhaltig beheizen und zur Stromproduktion nutzen. Da liegt der Schlüssel zur Energiewende. Nachhaltig betriebene Gebäude lohnen sich auch wirtschaftlich, vor allem bei den volatilen Preisen für Öl und Gas, wie wir sie letztes Jahr erlebt hatten. Und trotzdem werden nur etwa 1-2% der Gebäude jedes Jahr saniert. Zu wenig, um den Gebäudepark rechtzeitig auf Klimakurs zu bringen. Das Problem: Die Anfangsinvestition schreckt viele LiegenschaftsbesitzerInnen ab. Klimaschutz braucht nun einmal Geld. Gemäß den Szenarien der Energieperspektiven 2050 plus wird es in der Schweiz etwa 1,5 Millionen Wärmepumpen geben und eine Solaranlage auf jedem zweiten Dach. Diese Installationen müssen in den nächsten Jahren finanziert und gebaut werden. Und dafür braucht es das notwendige Investitionskapital. LiegenschaftsbesitzerInnen können das nicht immer aufbringen. Nicht alle haben die Mittel, um einen Heizungsersatz für mehrere 10.000 Franken zu finanzieren. Und im Alter fehlt oft die Perspektive. RentnerInnen, die in absehbarer Zeit in eine kleinere Alterswohnung wechseln wollen, sehen vielleicht noch den ökologischen Mehrwert, aber keinen Return on Invest einer energetischen Sanierung. Das Resultat: Die fehlenden Investitionen verzögern die Energiewende. Die Lösung dafür: Eine Klimabank. Sie kann die Finanzierung der baulichen Maßnahmen übernehmen und ökologische Sanierungen oder beispielsweise einen Heizungsersatz problemlos ermöglichen. Als Gegenwert gehört ihr die Heizung und sie verrechnet den Liegenschaftsnutzenden einen jährlichen Beitrag für die genutzte Wärme und die Abschreibung des Heizungsersatzes. So kommen Liegenschaften an eine neue Heizung, ohne die Investitionen tätigen zu müssen und können diese mit moderaten und vor allem mit planbaren Kosten refinanzieren.
Ein Contracting-Modell, das nur Vorteile bringt. Die Bank hat eine sinnvolle Anlage, die LiegenschaftsbesitzerInnen eine neue Haustechnik und die Gesellschaft profitiert von einer raschen Energiewende. Eine Klimabank, die solche Kredite vergibt, kann als eigene Bank ausgestaltet oder einer bestehenden Bank angehängt werden, beispielsweise den Kantonalbanken. Eine Klimabank hätte auch die Expertise, die es braucht, um solche Umbauten durchzuführen. Sie könnte selber oder in Zusammenarbeit mit Partnern die operative Umsetzung übernehmen. So werden LiegenschaftsbesitzerInnen entlastet und ihnen wird eine für sie passende Lösung aus einer Hand angeboten. Finanzierung, Umsetzung, Betrieb. Wird die Immobilie später verkauft, steht der verbleibende Restwert der Anlage der Klimabank zu. Die neuen Besitzer können sie ihr entweder zum Restwert abkaufen oder sie führen die vertragliche Nutzung fort. Eine öffentliche Klimabank hätte zudem den Vorteil, dass die Zinsen so angesetzt werden können, dass sie die für die Planung, Umsetzung und Verwaltung der Anlagen notwendigen Kosten decken, aber nicht unbedingt noch zusätzlichen Profit abwerfen müsste. Damit ist eine günstige Finanzierung der Investitionen gewährleistet. Mit meinem Postulat soll geprüft werden, wie eine solche Klimabank durch die öffentliche Hand eingesetzt werden kann, sodass die Sanierungsrate bei den Gebäuden beschleunigt werden kann. Für die Stellungnahme des Bundesrates hat das Wort Herr Bundesrat Rösti. Danke, Herr Vizepräsident des Nationalrats, liebe Damen und Herren. Das Postulat beauftragt den Bundesrat zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine öffentlich-rechtliche Klimabank die Finanzierung energetischer Sanierung vereinfachen kann. Ich glaube, der Bundesrat hat mehrfach bewiesen, dass ihm energetische Sanierungen ein Anliegen sind, insbesondere im Gebäudebereich. Er möchte jedoch keine Maßnahmen einführen, die den heute funktionierenden Hypothekenmarkt allenfalls verzerren. Wir haben diesbezügliche Studien des Bundesamts für Energie und die klar sagen, dass Hindernisse für energetische Gebäudesanierungen nicht im Hypothekenbereich liegen. Deshalb lehnen wir dieses Postulat ab, weil wir dieses nicht als zielführend erachten, unter anderem auch, weil inzwischen natürlich nach der Einreichung Ihres Postulats verschiedene Maßnahmen getroffen wurden, so unter anderem die 200 Millionen jährlich für 10 Jahre, die dann im Klimaschutzgesetz und Innovation, über das wir am 18. abstimmen, zur Verfügung stehen. Es ist eben mehr die Frage, ob man es liquiditätsmäßig überhaupt leisten kann, eine Heizung auszubauen, als eine Frage der Hypothek. Oder es braucht halt einen gewissen Teil an Eigenkapital, den man überhaupt realisieren kann. Und deshalb danke ich für Ihr Verständnis, dass der Bundesrat Ihr Anliegen hier ablehnt. Wir kommen zum nächsten Geschäft, 21-3906, Motion von Frau Rieser, Vorschriften betreffend CO2-Emissionen für neue Personen- und Lieferwagen schrittweise verschärfen. Sie haben das Wort. Danke, Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Der Verkehr ist heute für einen Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich. Diese Emissionen müssen in den kommenden Jahren reduziert werden. Grenzwerte sind dafür ein sinnvolles Instrument. Die daraus abgeleiteten individuellen Flottenziele geben den Importeuren unter Berücksichtigung der Flottenzusammensetzung klare Vorgaben. Mit Emissionsgrenzwerten kann der Verkehr Jahr für Jahr mehr dekarbonisiert werden. Mit der Ablehnung der letzten Revision des CO2-Gesetzes entfiel jedoch die vorgesehene schrittweise Anpassung dieser Emissionsgrenzwerte. Die Schweiz steht nun ohne Plan da. Ganz im Gegenteil zu unseren Nachbarn. Ein Blick über die Grenze zeigt, die EU schreitet weiter voran. 7 Länder im EU-Raum haben sogar beschlossen, ab 2030 gar keine neuen Verbrenner, sondern nur noch Elektrofahrzeuge zuzulassen. Wenn die Schweiz bei den aktuellen Grenzwerten von 95 Gramm CO2 pro Kilometer bleibt, werden wir nicht nur in klimapolitischen Fragen abgehängt, sondern riskieren auch den Import der noch emissionsintensiveren Fahrzeuge, die im EU-Raum nicht mehr zugelassen sind. Hier herrscht also Handlungsbedarf. Da seit der Einreichung dieser Motion vor 2 Jahren aber eine neue Revision des CO2-Gesetzes vorliegt, die sich dieser Frage annimmt, ist die Notwendigkeit, diesen Punkt mit einer eigenen Motion anzugehen, nicht mehr gegeben. Ich ziehe meine Motion deshalb zurück und zähle darauf, dass wir für dieses Problem im Rahmen der laufenden Beratung des CO2-Gesetzes eine Lösung finden,
die den Weg zu einem klimakompatiblen Individualverkehr auch ermöglicht. Die Motion ist zurückgezogen. Wir kommen damit zum nächsten Geschäft 21-39-16, Motion Ecker-Maik für eine Umweltpolitik mit Anreizen statt Abgaben. Herr Ecker, Sie haben jetzt das Wort. Geschätzter Herr Vizepräsident, geschätzter Herr Bundesrat, meine Motion will eine Umweltpolitik mit Anreizen statt Abgaben. Der Bundesrat wird mit meiner Motion beauftragt, neue Maßnahmen auszuarbeiten, welche schwerpunktmäßig mit Steuerabzügen und anderwertigen finanziellen Entlastungen sowie Deregulierung eine Umweltpolitik mit Anreizen statt Abgaben und Verboten fordert. Dabei sollen anders wie beim unsäglichen Stromfressergesetz nicht neue Verbote und Abgaben als Konsequenz für die Schweizer Bevölkerung drohen, sondern gezielt mit Steuer- und Abgabenerleichterungen sowie bürokratischer Entlastung, zum Beispiel vereinfachte Bewilligungsverfahren oder einfachere Nutzung des öffentlichen Raumes gearbeitet werden. Das sogenannte Stromfressergesetz ist ein Etikettenschwindel, denn es würde den Stromverbrauch in der Schweiz nochmals stark steigern um ca. 60 Terawattstunden. Mit einer Annahme müsste die Schweiz bis 2050 netto null bezogen auf den CO2-Ausstoß erreichen. Um dies zu schaffen, müssten faktisch alle Straßenfahrzeuge, alle fossilen Heizungen ersetzt oder eben elektrifiziert werden. Aktuell werden in der Schweiz rund 60% aller Heizungen fossil betrieben. Dazu kämen im Gesetz die unter Artikel 3 erwähnten Absenkpfade für die einzelnen Wirtschaftssektoren der Schweiz. Auch hier soll massiv elektrifiziert werden mit Strom, den wir nicht zur Verfügung haben. Es wird in diesem Abstimmungskampf immer wieder behauptet, die SVP verbreite Unwahrheiten, es stehe gar nirgends etwas von einem Verbot in diesem Gesetz. Und hier muss ich einfach auf Artikel 3 des Gesetzes verweisen. Dieser lautet wie folgt: Der Bund sorgt dafür, dass die Wirkung der in der Schweiz anfallenden von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 null beträgt. Und weiter: Der Bund sorgt dafür, dass die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 gemäß den festgelegten Zwischenzielen vermindert werden. Also keine Kann-Formulierung. Das Gesetz gibt also klare und unmissverständliche Ziele vor, deren Erreichung nur mit Verboten und enormen Mehrkosten erreicht werden können. Es besteht auch kein Mehrwert für die globale Umwelt, wenn die Schweiz einen Alleingang macht. Wir müssen viel mehr, und darum meine Motion, unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen, denn wir haben einiges erreicht. Seit 1990 konnten wir die Treibhausgasemissionen bis 2021 pro Kopf um 37% reduzieren. Und somit sind wir wahrscheinlich das einzige moderne Industrieland in Europa, die diese Zwischenziele erreicht hätte pro Kopf. Meine Motion fordert beispielsweise vereinfachte Bewilligungsverfahren von Photovoltaikanlagen oder die Auflockerung des Inventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, kurz ISOS. In diesem Saal wird gerade beim Bau und bei Umbauten von Gebäuden immer mehr von den Eigentumsbesitzern gefordert. Gleichzeitig lässt man aber eine Ausdehnung des ISOS kommentarlos zu. Wussten Sie, dass in Zürich mittlerweile rund 3/4 der Stadt im Bundesinventar erfasst sind? Dies stellt Politiker, Stadtplaner, aber auch Hauseigentümer und Unternehmer vor unlösbare Aufgaben. Wie soll man der Verdichtung nachkommen, wenn gleichzeitig ganze Quartiere nicht mehr verändert werden dürfen? Weiter besteht Potenzial im Bereich des Ortsbildschutzes. Hier kommen immer wieder Fälle ans Licht, welche privat finanzierte Photovoltaikprojekte verhindern. Die Begründungen der Behörden sind teils schwierig nachzuvollziehen. Gerne zitiere ich eine davon. Die Anlage wirke als Fremdkörper in der historisch von Ziegeln dominierten Flawiler Dachlandschaft, erklärt die Gemeinde. Die Gemeinde Flawil verweist auf kantonale Vorgaben und der Kanton St. Gallen sagt dazu, das betroffene, geschützte Ortsbild habe nationale Bedeutung, die Ziegeldächer seien für die, und jetzt kommt's, Erlebbarkeit des historischen Ortsbildes und für die Gesamtwirkung zentral. Ja, so geht es nicht, meine Damen und Herren, so kommen wir sicherlich nicht weiter. Und es ist einfach spannend, dass oftmals Links-Grün im Bereich der Denkmalpflege, im Bereich der Ortsbilder oder ISOS sich immer wieder stark für diese Forderungen einsetzt. Die SVP betont hingegen immer wieder, dass wir
für einen technologieoffenen Ansatz einstehen. Wir sagen ganz klar Ja zu Biogas, wir sagen Ja zu Photovoltaik, aber wir müssen auch, und das hat Herr Hess heute schon gesagt, über das Thema Kernenergie sprechen. Und genau darum bitte ich Sie, meiner Motion zuzustimmen. Herzlichen Dank. Für die Stellungnahme des Bundesrates geht das Wort an Herrn Bundesrat Rösti. Danke, Herr Nationalratsvizepräsident, geschätzte Damen und Herren. Der Bundesrat hat im Grundzug keine Differenz zu Nationalrat Ecker und zu seinen Ausführungen. Ich glaube, wir müssen Verschiedenes anpassen, damit wir auch die nötigen Investitionen in Energien tätigen können. Das ist richtig. Wir sind auch auf diesem Weg, indem wir beim Mantelerlass eben gerade verschiedene Gebiete für Solaranlagen, für Windenergieanlagen nutzen vor den Schutzstellen. Wir haben vereinfachte Bewilligungsverfahren, werden diesbezüglich auch an der Installation von Wärmepumpen, was beispielsweise Lärmschutzvorschriften anbelangt, das zum Thema machen und hier Anpassungen tätigen. Ich kann Ihnen einfach sagen, ob Sie es glauben oder nicht, im Moment sind keine neuen Steuern und Abgaben vorgesehen. Wir haben im bestehenden CO2-Gesetz, wie es im Ständerat ist aktuell, bis zum Jahr 2030 keine erhöhten Steuern. Sie haben es in der Hand, dass es dann so bleibt, wenn die Vorlage zu Ihnen kommt. Keine erhöhten Steuern vorgesehen, keine erhöhten Abgabe, CO2-Abgabe soll gleich bleiben, Kompensationspflicht ist auch gedeckelt. Also von daher erachten wir Ihre Motion als sinnvoll, aber weil erfüllt, lehnt sie der Bundesrat ab. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, sie auch abzulehnen mit dieser Erläuterung. Nicht, weil sie falsch ist, sondern weil sie erfüllt ist und wird. Wir kommen zum nächsten Geschäft, 21.39.17, Postulat von Frau Schlatter, Entwaldungsfußabdruck der Schweiz reduzieren. Frau Schlatter, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Die Schweiz war 1876 das erste Land der Welt, das den Wald als lebenswichtige Naturressource schützte. Unser Waldgesetz gilt international als umweltpolitisches Vorbild. Kein Wunder, unser Walderhaltungsgebot, es legt die Basis für den Erhalt der 1,3 Millionen Hektar Wald mit all seinen Ökosystemleistungen. Die Wichtigkeit des Waldes als Lebensraum für Tiere, Pilze und Pflanzen, als Erholungsraum, als Luft- und Wasserreiniger, als CO2-Senke, man kann sie nicht überschätzen. 1,3 Millionen Hektar Wald sind in der Schweiz geschützt. Anders sieht es weltweit aus. Zwischen 1990 und 2016 gingen weltweit Wälder auf einer Fläche von 1,3 Millionen Quadratkilometern verloren, mit zerstörerischen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, das Klima, die Menschen und die Wirtschaft. Auch unser Planet bräuchte ein Walderhaltungsgebot. Allein im Jahr 2020 haben die tropischen Gebiete 12,2 Millionen Hektar Wald verloren. 2020 verschwand Primärwald von der Größe der Schweiz. Und Sie wissen, was das mit der Schweiz zu tun hat. Jedes Jahr importieren wir Produkte, die auf einer Fläche von 2,2 Millionen Hektaren andernorts angebaut werden. Ein Acker von der Größe der halben Schweiz. Und dieser Acker der Schweiz, der steht oft dort, wo Wald stehen müsste. Für Palmöl und Soja wird Wald geopfert, für Kakao, Zucker und Papier. Wir leben von Produkten, für die Wald abgeholzt wird. Wir importieren Abholzung. Die Schweiz hat mehrere internationale Abkommen und Verpflichtungen zur Verhinderung von Entwaldung unterzeichnet. Aber schöne Worte reichen nicht. Trotz dieser Abkommen geht die weltweite Entwaldung und der Verlust der biologischen Vielfalt nach wie vor in alarmierendem Tempo voran und hat sich jüngst noch beschleunigt. Dies birgt ein großes Risiko für die Schweiz. Die Klimaerhitzung wird durch das Freisetzen von CO2 beschleunigt. Der Verlust der Wälder gefährdet mittelfristig unsere Versorgungssicherheit. Wir tun gut daran, Verantwortung zu übernehmen für unseren Entwaldungsfußabdruck. Der Bundesrat lehnt das Postulat ab, weil er keinen Mehrwert in einem Bericht sieht.
Der Bundesrat lehnt aber auch meine Motion 22/43/19 ab für konkrete Massnahmen für entwaldungsfreie Lieferketten. Der Bundesrat lehnt auch Motion Mahheim ab, 22/43/18, das Verbot von Produkten aus Entwaldung. Der Bundesrat lehnt auch Motion Vara 22/44/14 ab, die die Umsetzung der EU-Bestimmungen im Schweizer Recht verlangt. Ja, Europa handelt. Mit einem Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten übernimmt die EU Verantwortung. Der Bundesrat hält es für verfrüht, einen Bericht zu machen, Maßnahmen zu prüfen, zu ergreifen oder ein Gesetz auszuarbeiten. Damit wird die Schweiz von der Pionierin zum Schlusslicht in Europa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fordere keine Übernahme von EU-Recht, keine bindenden Maßnahmen, kein neues Gesetz. Es geht hier um die niederschwelligste Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, mit einem Bericht. Seien Sie verantwortungsvoller als der Bundesrat und stimmen Sie diesem Postulat zu. Ich danke Ihnen. Albert Rösti. Fertig habe, vor dem Start, das ist schwierig. Besten Dank. Ich kann auch hier festhalten, dass der Bundesrat mit der Postulantin weitgehend einig ist, dass die Abholzung, dass der Einhalt geboten werden muss. Und wie Sie gesagt haben, Frau Nationalrätin Schlatter, hier die Schweiz eigentlich gutes Vorbild ist mit dem bereits über Jahrzehnte alten Waldgesetz, das nicht nur den Wald erhält, sondern heute einen massiven Zuwachs des Waldes, des Schweizer Waldes bedeutet, insbesondere in den Berggebieten, wo nicht mehr überall geweidet wird, haben wir einen deutlichen Zuwachs. Und die Schweiz hat wie kaum ein anderes Land dem Wald eine hohe Bedeutung beigemessen. Gleichzeitig ist der Bundesrat an der Arbeit, international an wesentlichen Programmen teilzunehmen. Dazu gehört der strategische UN-Plan für Wälder 2017 bis 2030, das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, das Übereinkommen von Paris mit dem Waldprogramm sowie die Umsetzung des internationalen Tropenholzabkommens. Es gibt ja bekanntlich eine European Deforestation Regulation. Diese wurde vom Ministerrat am 16. Mai 2023 verabschiedet und wird voraussichtlich Mitte Mai publiziert. Auf der Basis der endgültigen Texte kann dann geprüft werden von unserer Seite, ob eine Übernahme im Interesse der Schweiz ist oder nicht. Und dementsprechend bräuchte das allenfalls dann eine Gesetzesanpassung. Vor dem Hintergrund dieser verschiedenen Arbeiten ist der Bundesrat der Auffassung, dass kein zusätzlicher Bericht notwendig ist, stimmt Ihnen zu mit der Zielsetzung, lehnt aber einen zusätzlichen Bericht als Postulat ab. Alpleit bei der Motion Wenchin trennten auf Corontin, Motion Schaffner, Ersatz für Treibstoffzölle an Dona Schaffner. Mut zur Lösung. Geschätzter Herr Präsident, geschätzter Bundesrat, Kolleginnen und Kollegen. Mut zur Lösung, das brauchen wir in ganz verschiedenen Politikbereichen, um Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Mut zur Lösung, das hat der Bundesrat offenbar nicht, wenn er die Herausforderungen in der Straßenfinanzierung wohl anerkennt, aber nicht bereit ist, einen grundsätzlichen Paradigmenwechsel anzugehen. Ich erinnere Sie daran, die Finanzierung der Straßen vom Nationalstraßenausbau über deren Unterhalt, die Verkehrssteuerung bis zu den Agglomerationsprogrammen und weitere Beiträge an den öffentlichen Verkehr hängt zu einem großen Teil von den Treibstoffzöllen ab. Durch den vermehrten und von den Grünliberalen stark befürworteten Umstieg auf die Elektromobilität werden die Einnahmen aus den Treibstoffzöllen sinken. Im Gegensatz zu vor zwei Jahren, als ich meine Motion eingereicht habe, hat sich die Elektromobilität sogar noch viel schneller entwickelt, als erwartet wurde. Die Dringlichkeit, neue Finanzierungslösungen zu finden, ist deshalb gestiegen. Aber wieso ist ein Paradigmenwechsel so schwer? Des Pudels Kern liegt im Artikel 82 Absatz 3 der Bundesverfassung, der sagt, die Benutzung der öffentlichen Straßen ist gebührenfrei. Dieser Grundsatz wird zwar im folgenden Satz gleich wieder relativiert, das heißt, die Bundesversammlung kann Ausnahmen bewilligen. Diese Ausnahmeregelung
Die wird heute schon und sogar in der Verfassung ausgiebig ausgenutzt. Eine solche Ausnahme ist zum Beispiel die Schwerverkehrsabgabe, eine andere die Autobahnvignette. Zur Diskussion steht aus aktuellem Anlass eine Gebühr für den Gotthardtunnel und weitere Ausnahmen sind in Erarbeitung. Der Bundesrat plant eine Spezialregelung für eine Gebührenerhebung auf die Elektromobilität. Diese soll primär auf der Fahrleistung beruhen und weitere Faktoren berücksichtigen können. Genau ein solches Modell schwebt uns Grünliberalen vor, aber nicht als Ausnahmeregelung, sondern als Konzept. Für die Straßenfinanzierung über alle Fahrzeugkategorien, vom Schwerverkehr bis zum Motorrad und unabhängig von der Antriebstechnologie. Im Gegenzug sollen die Treibstoffzölle, die heute in die Straßenfinanzierung fließen, aufgehoben werden. Es geht also nicht um eine Mehrbelastung des motorisierten Individualverkehrs, sondern um einen Wechsel der Bemessungsgrundlage hin zu einer antriebsunabhängigen Grundlage. Dieser Grundsatz sollte eigentlich von allen Parteien mitgetragen werden können. Sie wissen aber, Diskrepanzen, die entstehen dann später, wenn es darum geht, diese technischen Möglichkeiten zu nutzen, die die Geräte zur Fahrleistungserfassung eben sonst noch bieten könnten. Das ist primär nicht Teil meiner Motion, sondern von anderen Geschäften, von Mobility Pricing, Road Pricing, Tunnelbau, alles, was sonst noch an Ideen für die Differenzierung zwischen Fahrstrecken, Orten und Zeiten besteht, kann unabhängig von meiner Motion diskutiert, umgesetzt oder auch abgelehnt werden. Falls aber das eine oder andere umgesetzt werden sollte, können die technischen Systeme natürlich so gebaut werden, dass Synergien möglich sind. Der Paradigmenwechsel in der Bemessungsgrundlage für die Straßenfinanzierung ist aber weder Voraussetzung für eine weitere Differenzierung in den Tarifen, noch zieht er automatisch eine solche nach sich. Ebenfalls eine Diskussion unabhängig von meiner Motion muss zum Thema der CO2-Abgaben geführt werden. Es ist wichtig, die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur von den Lenkungsabgaben auf Emissionen zu trennen. Hier liegen die Grünliberalen voll auf der Linie der parlamentarischen Initiative Pfister, die eine einheitliche Abgabe auf alle Treibhausgase erheben will, egal ob sie aus Gebäudeheizungen oder aus dem Verkehr stammen. Nach all diesen Ausführungen, worum es eben nicht geht, möchte ich zum Schluss noch einmal den Kern meiner Motion betonen. Anstelle einer weiteren Pflasterli-Politik bei der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur fordere ich einen Systemwechsel für alle Antriebsarten. Es soll ein System sein, bei dem sich alle Nutzerinnen und Nutzer verursachergerecht an den Kosten beteiligen. Die Bemessungsgrundlage ist nicht mehr der Treibstoffverbrauch, sondern die Fahrleistung. Dafür müssen wir nichts Neues erfinden, sondern können das System der LSVA auf den gesamten motorisierten Verkehr anwenden, als übergeordnetes Konzept für verschiedene Fahrzeuge und für verschiedene Antriebsarten. Alpleida, Cousir Federal, Albert Rüsti. Danke, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Nationalräte. Der Bundesrat wird mit der Motion beauftragt, einen Entwurf zu einer Änderung der Bundesverfassung vorzulegen, der eine fahrleistungsunabhängige Bepreisung der Nutzung der Verkehrsinfrastruktur erlaubt. Mit der Erhebung einer fahrleistungsunabhängigen Gebühr sollen verschiedene andere Steuern und Gebühren ganz oder mehrheitlich ersetzt werden. Dies betrifft insbesondere den Mineralsteuerzuschlag und eventuell auch die Autobahnvignette und die Automobilsteuern. Der Bundesrat steht zu diesem Anliegen wie folgt. Der Handlungsbedarf ist natürlich unbestritten mit der zunehmenden Verbreiterung. Von Elektroautos und anderen Fahrzeugen mit alternativem Antrieb sinken die Einnahmen aus den Mineralölsteuern. Sie werden auf Dauer nicht mehr ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Deshalb braucht es hier natürlich, da haben Sie absolut recht, Alternativen. Der Bundesrat hat bereits im letzten Jahr, am 29. Juni 2022, dazu Eckwerte festgelegt. In diesem Zusammenhang hat er Ihre Frage geprüft. Die Arbeit kommt zum Schluss, dass ein vollständiger Ersatz der Mineralölsteuern aus heutiger Optik nicht weiter verfolgt werden soll, da die Nachteile zu groß werden.
weil mit dem Wegfall der Mineralölsteuern die Treibstoffpreise an der Tanksäule praktisch halbiert würden. Zu den Nachteilen dazu gehört dann Tanktourismus, der entstehen würde, eine Verlagerung von Güterverkehrsrouten vom Ausland durch die Schweiz oder weniger Anreiz für einen sparsamen Treibstoffverbrauch. Deshalb wollen wir davon absehen und der Bundesrat beantragt Ihnen, die Motion abzulehnen. Das heißt, die Mineralölsteuern sollen für Fahrzeuge, die mit fossilem Brennstoff betrieben werden, beibehalten werden. Aber natürlich sind wir an der Arbeit für die Erhebung einer entsprechenden Abgabe bei Elektrofahrzeugen oder mit anderen mittelbetriebenen Fahrzeugen. Auf welcher Basis diese basiert, ob auf einer Kilometerabgabe oder auf der Basis der verwendeten Energie, ist zurzeit in meinem Departement in Prüfung. Und es bräuchte diesbezüglich dann auch eine Verfassungsänderung. Wir erwarten, dass wir das auf 2030 erstellen müssen, dass es ab 2030 gelten würde. Es dauert natürlich lange, bis jetzt das Modell erarbeitet ist, vernehmlasst wird. Und dann gehen wir von etwa 27 oder 28 für eine Volksabstimmung aus. Wir sehen in der Berechnung des Nationalstraßen- und Agglomerationsfonds, dass genügend Mittel verfügbar sind bis zu diesem Jahr. Aber dann wird sich die Elektromobilität auf einem Niveau bewegen, wo wir eine Lösung brauchen ab 2030. Das ist der Fahrplan. Im heutigen Stadium bitte ich Sie, den Vorstoß gestützt auf diese Äußerungen im Namen des Bundesrates abzulehnen. Wir nehmen noch eine Motion, 21-40-17, Motion Nicolet, Wolfsmanagement. Den Kantonen die notwendigen Vorrechte gewähren. Herr Nicolet, Sie haben das Wort. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs à la Tribune. Je demande avec cette motion de donner plus de prérogatives aux cantons dans le domaine de la gestion du loup. Vous le savez, la situation est de pire en pire. Année après année, de nombreux animaux de rente sont dévorés sur nos alpages. 336 animaux de rente en 2021, 415 animaux de rente en 2022. 2023, maintenant, depuis 10 jours, les bêtes sont sur les alpages. Les premières attaques ont été perpétrées et, en l'occurrence, des animaux de rente sont déjà morts sous les crocs des loups. Je demande donc par cette motion de renforcer vraiment les prérogatives des cantons, sachant qu'aujourd'hui, le système et la loi sur la chasse ne nous permet pas, disons, de travailler de façon suffisamment efficiente et suffisamment rapide. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que lorsqu'une attaque est perpétrée, des jeunes loups de moins de 2 ans sont permis à être tirés. Alors qu'en l'occurrence, ce n'est pas ceux-ci qui ont perpétré les attaques, c'est plutôt des loups de 2 ans et plus, voire de jeunes adultes. Et c'est précisément ces loups-là qu'on devrait pouvoir tirer. Et en l'occurrence, le tir de loups adultes ou de jeunes adultes est autorisé uniquement par l'Office fédéral de l'environnement, qui régulièrement met 2 à 3 semaines à traiter une demande. Il faut savoir que lorsqu'il y a une attaque de loups, il est impératif de pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur place, car les loups reviennent dans la nuit suivante, voire le surlendemain, pour finir leur proie ou perpétrer une nouvelle attaque. De nouveau, je demande à ce qu'on ait des mesures cohérentes de façon à ce que les cantons et les services des cantons qui sont totalement adaptés et qui ont les prérogatives trop courtes, je dirais, à ce jour, de leur offrir les prérogatives nécessaires pour pouvoir faire des tirs de régulation beaucoup plus rapidement. Je vous remercie pour votre attention. Herr Pleidat, Conseiller fédéral, Albert Rösti. Ja, danke, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Wir haben die Motion Nicolet auch zur Kenntnis genommen als notwendige Maßnahmen und verstehen, dass diese im Jahr 2021 eingereicht wurde. Inzwischen, wissen Sie, wurden diverse Maßnahmen getroffen, sodass wir die Motion als erfüllt erachten. Und deshalb lehnt sie der Bundesrat ab. Was heißt erfüllt? Wir haben letzte Woche, am 2. Juni, eine Verordnungsanpassung für diesen Sommer getätigt. Die sieht vor, dass die Schadenschwelle, schadenstiftende Wölfe einen Abschuss ermöglichen, sobald 6 Tiere der Ziegen- oder Schafgattung
verletzt oder angegriffen werden oder ein schwer verletztes Grosstier. Also wir haben hier die Schwelle deutlich hinuntergenommen oder dass bei 8 verletzten Tiere, Schafe oder Ziegen eingegriffen auch reguliert werden kann in Rudeln. Wir haben im Sinn, dass verabschiedete, von Ihrem Rat verabschiedete Jagdgesetz, wo kein Referendum ergriffen wurde, teilweise per 1. Dezember dieses Jahres in Kraft zu setzen, damit bereits in diesem Jahr reguliert werden kann. Nach neuem Jagdgesetz kann nur zwischen September und Januar reguliert werden und dass nicht 2 Saisons gewartet wird, erfolgt, soweit der Bundesrat folgen wird, werden wir dem Bundesrat eine Inkraftsetzung vorlegen auf 1. Dezember, eine Teilinkraftsetzung. Somit ist die Regulation möglich. Die ist nötig. Wir haben 26 Rudel und etwa 250 Wölfe in der Schweiz. Gehen davon aus, dass in diesem Jahr noch ein deutliches Wachstum stattfinden wird. Und deshalb sind diese Regulationen unbedingt nötig. Der Rat stimmt ab. Es gibt eine Frage von Herrn Nicolet. Noch kurz, Herr Bundesrat, eine Frage von Herrn Nicolet. Stellen Sie die Frage. Also. Monsieur le Conseiller fédéral, je m'excuse de prolonger le débat. Vous avez répondu que, en l'occurrence, on pourrait mettre en œuvre rapidement la directive et les nouvelles mesures que le Conseil fédéral a prises. Vous parlez de fin 2023, mais les attaques, elles sont là maintenant et c'est maintenant qu'il faut agir. Oui, mais encore en cours. On a déjà agi, Monsieur Nicolet. Vous n'avez pas entendu tous. On va intervenir, on a baissé le nombre de bêtes qui peuvent être attaquées. On a baissé beaucoup à 6 bêtes maintenant. C'était anciennement, c'était à 25 bêtes. Alors on a agi pour déjà cet été. Und nun stimmt der Rat ab. Conseil se prononce. 21-38-80, Postulat Masshardt, Übernahme von EU-Recht im Bereich der Klimapolitik und 21-38-82, Motion Pasqui-Eichenberger, den CO2-Ausstoß von schweren Nutzfahrzeugen schrittweise senken, wurden zurückgezogen. Le Postulat Masshardt 21-38-80 ainsi que la Motion Pasqui-Eichenberger 21-38-82 ont été retirés. 21-38-94, Postulat Tönge, Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds und Klimaschutz im Einklang. 21-38-94, Postulat Tönge, mettre en adéquation le Forta et la protection du climat. Ja bedeutet Annahme des Postulates, nein Ablehnung des Postulates. C'est ceux qui approuvent le postulat vote oui, ceux qui le rejettent vote non. Sie haben das Postulat abgelehnt mit 105 zu 85 Stimmen. Le postulat rejeté par 105 voix contre 85. Und wir werden das beschleunigte Verfahren anwenden. Le président vous informe qu'il va utiliser la procédure de vote accélérée à partir de maintenant. 21-38-98, Postulat Cliva-Christoph, Förderung des Recyclings von Altfahrzeugen in der Schweiz zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft. 21-38-98, Postulat Cliva-Christoph, promouvoir le recyclage des véhicules usagés en Suisse afin de renforcer l'économie circulaire. Ja, bedeutet Annahme des Postulates, nein, Ablehnung des Postulates. C'est ceux qui approuvent le postulat votent oui, ceux qui le rejettent votent non. Sie haben das Postulat angenommen mit 110 zu 79 Stimmen bei einer Enthaltung. Postulat adopté par 110 voix contre 79 et une abstention. 21-39-01, Motion Hess-Erich, CO2-arme Stromproduktion mit Kernenergie. 21-39-01, Motion Hess-Erich, produire de l'électricité avec moins d'émissions de CO2 grâce à l'énergie nucléaire. Ja, bedeutet Annahme der Motion, nein, Ablehnung der Motion. C'est ceux qui approuvent la motion votent oui, ceux qui la rejettent votent non. Sie haben die Motion abgelehnt mit 130 zu 57 Stimmen bei 2 Enthaltungen. La motion est rejetée par 130 voix contre 57 et 2 abstentions.
21-3904, Postulat Rieser, Klimabank und Klimaagentur, Investitionshürden für energetische Sanierungen reduzieren. 21-3904, Postulat Rieser, Bank und Agence Climatique, simplifier le financement des assainissements énergétiques. Ja bedeutet Annahme des Postulates, nein, Ablehnung des Postulates. C'est ceux qui approuvent le postulat votent oui, ceux qui le rejettent votent non. Sie haben das Postulat abgelehnt mit 104 zu 85 Stimmen. Le postulat est rejeté par 104 voix contre 85. 21-3906, Motion Rieser, Vorschriften betreffend CO2-Emissionen für neue Personen- und Lieferwagen schrittweise verschärfen, wurde zurückgezogen. La motion Rieser 21-3906 a été retirée. 21-3916, Motion Ecker-Mike für eine Umweltpolitik mit Anreizen statt Abgaben. 21-3916, Motion Ecker-Mike pour une politique environnementale fondée sur des incitations plutôt que sur des taxes. Ja, bedeutet Annahme der Motion, nein, Ablehnung der Motion. C'est ceux qui approuvent la motion votent oui, ceux qui la rejettent votent non. Sie haben die Motion abgelehnt mit 121 zu 68 Stimmen bei 2 Enthaltungen. La motion est rejetée par 121 voix contre 68 et 2 abstentions. 21-3917, Postulat Schlatter, Entwaldungsfußabdruck der Schweiz reduzieren. 21-3917, Postulat Schlatter, réduire l'empreinte forêt de la Suisse. Ja, bedeutet Annahme des Postulates, nein, Ablehnung des Postulates. C'est ceux qui approuvent le postulat votent oui, ceux qui le rejettent votent non. Sie haben das Postulat abgelehnt mit 121 zu 69 Stimmen bei einer Enthaltung. Le postulat rejeté par 121 voix contre 69 et une abstention. 21-3941, Motion Schaffner, Ersatz für Treibstoffzölle. 21-3941, Motion Schaffner, droit de douane sur les carburants, trouver une solution de remplacement. Ja, bedeutet Annahme der Motion, nein, Ablehnung der Motion. C'est ceux qui approuvent la motion votent oui, ceux qui la rejettent votent non. Sie haben die Motion abgelehnt mit 105 zu 86 Stimmen. La motion est rejetée par 105 voix contre 86. 21-4017, Motion Nicolet, Wolfsmanagement, den Kantonen die notwendigen Vorrechte gewähren. 21-4017, Motion Nicolet, Gestion du Loup, donner les prérogatives nécessaires aux cantons. Ja, bedeutet Annahme der Motion, nein, Ablehnung der Motion. C'est ceux qui approuvent la motion votent oui, ceux qui la rejettent votent non. Sie haben die Motion abgelehnt mit 112 zu 76 Stimmen bei 2 Enthaltungen. La motion est rejetée par 112 voix contre 76 et 2 abstentions. Adieu Prendel Cumiauda, Conseiller Fédéral Albert Rösti, Jevigel MBD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vereinigte Bundesversammlung findet um 12.10 Uhr statt. Ich bitte Sie alle, pünktlich zu erscheinen. La séance de l'Assemblée fédérale commence à 10:30. La sesida è finita. La séance est levée.